Warum ist das eigentlich so, wenn ich die Szene wechsle, dass nie das Spiel sofort angezeigt wird, sondern erst das ein bisschen dauert? Warum ist das so? Schnee! Hallo? Boah, das muss da unfassbar hässlich aussehen in 720p. Könnt ihr mir nur erzählen, was da... Boah, was ist denn hier los, Alter? Oh, der Vorhang ist weg. Boah, ist da laut. Der Vorhang ist weg. Irgendwie sieht das besser aus mit NASA-PC. Das glaube ich eher weniger, Bruder. Ja, ich glaube, ich bin alleine. Das sieht vielleicht besser aus, weil jetzt nur Schnee da ist, ne? Du hast kaum Kanten, nix, Alter. Alle Texturen sind einfach nur weiß. Wie waren nochmal... Alles verlernt, Junge. Oh mein Gott, fährt die Karre scheiße. Oh fuck, ich war voll mit Essen. Also bisher fühlt sich ganz gut an. Leckt doch nix. Aber die Karre ist absolut hässlich im Schnee. Geh weg. Ach, es gibt ja jetzt Tuning, ne? Aber es ist Meta, fuck. Man muss das erst einer sagen. Oh, da ist schon der Erste, der einloggt. Wegen. Geil, Meter. Ich habe keine Ahnung, welches Tuning genau drin ist und welche Teile alle. Weiß ich nicht. Oh, Moment. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum der Chat so. Ah, da kommen sie alle, meine Freunde. Jetzt loggen sie alle ein wegen der Drohne. Geil. Content, Junge. Ist doch nur Spaß, Max. Tagsam. Was gilt ab? Tagsam. Muss Imre Wolte abholen gehen. Ist das nicht ein bisschen rutschig? Ja, aber willst du machen, ne? Das muss so sein. Was macht ihr? Imre Wolte abholen vom Tuner. Tagsam. Tagsam. Tag. Tag. Was machen Sachen?
Sachen machen. Ja, wir sind gleich wieder da, ne? Okay. Was geht ab? Nicht so viel, bei dir? Chillen. Wir sind reiche Männer geworden, ne? Guck mal. Oh, du hast auch. Hast du einen Anzug an? Ja. Schön für dich. Mhm. Und selbst? Na klar, guck mal, ein Wohlkrank-Pullover. Oh, oh. Sag mal bitte. Ha, wie siehst du denn aus? Aber wer ist dieses Gesicht? Ich bin's, der Curtis. Curtis, du warst nicht so lang. Ich hab den Körbchen weggebracht. Oh, ach ja, schon hat Mida ja gesagt. Oh, stimmt, stimmt. Wir haben den Heim für den gefunden. Endlich? Auf so einer Insel. Jetzt schnauf. Mit U-Boot hingebracht? Ja, da kann der jetzt frei rumlaufen. Und Kokosnüsse pflücken und so. Shutter Island? Mhm. Boah, der Film ist gut, ne? Ja, übergut. Bisschen gruselig. Ich hab bis heute noch nicht verstanden. Bisschen gruselig. Warum hast du den nicht verstanden? Was geht ab? Was passiert hier? Wie lange war ich weg? Eine Woche, zwei gefühlt. Boah, und ich hab mich noch nicht umgezogen, ne? Aber es ist so kalt. Ja, auf der Insel war kein Schnee. Ja, was ging? Die haben wir rausgefunden. Ja, ja, erzählt mal, was hier? Abgang ist. Wer hat denn den Vorhang weggemacht? Haben wir weggemacht? Habt ihr abgerissen? Hm, war scheiße. Ja, den haben wir abbekommen, aber den Zaun da vorne nicht. Wo kommen auf einmal die ganzen Menschen her? Ja. Ja, warum hat denn der einen Spoiler? Tagsam. Was ist das denn? Was haben die neue Lackierungen? Ja, wir haben jetzt Tuning-Teile zugeschickt bekommen. Ah, so, Digga. Wir haben die ganzen Karren umgeschraubt. Guck dir den Krieger an. Sieht hübsch aus. Guck dir unseren. Guck alle Karren an. Alle. Was ging ab? Haben die alle bezahlt? Ja, also alles, alle bezahlt. Außer Lost jetzt noch. Die haben jetzt, glaube ich, noch 1 Million offen. Oder 2. Und. Ja. Wir. Hier, das ist mit Cody's BT, ne? Da waren wir gestern Abend noch mal kurz unterwegs, weil wir, die haben ja Stress gemacht, aber Cody's. Ja, aber da hat er mir erzählt, dass irgendwer Stress gemacht hat. Ja, der hat uns, wir haben das aus eigenen Stücken halt gemacht, dass wir die da oben dann abgefuckt haben, weil er uns ja, du hast ja auch die Lieferung schon bekommen, ne? Warte, wer hat Stress gemacht? Wo? Es gibt neue Kette, die heißt Cubes, die haben ja diesen Laden da, diesen Bahama Mamas. Dann haben die jetzt oben im Norden so eine Lackierfirma, beziehungsweise Werkstatt. Und die machen jetzt eine Essenskette auf. Und da gibt es halt Gerüchte, dass die aus der Metro rauszukaufen für ganz, ganz billig. Die Essenspreise haben sich ja ein bisschen erhöht, weil Mangelware da ist. Ja, es kostet alles ein bisschen aber mehr ich jetzt. Ich wollte gerade einkaufen. Ist mir nicht aufgefallen. Du hast nicht gemerkt, dass der Burger $100 mehr kostet als vorher? Nee. Ich habe einfach meine Karte hingehalten. Ja. Dann schauen wir gleich auf deinen Auszug da. Bankauszug. Ach, das geht ja auf mein Konto immer. Ah, okay. Ja. Die Knarre kostet jetzt, glaube ich, 30.000, Magazin kostet 60.000. Alles ein bisschen teurer geworden. Ich habe übrigens 15 Magazine reingepackt in die Tasche, ne? Plus 2 Knarren, Basies und. Warte mal, eine Pistole kostet $30.000 jetzt. Ja. Da lohnt sich ja gar nicht mal, die zu kaufen. Nö. Ja. Was war drin, BT? 15 mal Muni. Ja. 2 Knarren. Ja. 2 Basies und 50 Riesen. Oh, das war, ja, ist gut. Ja, in dem, also die haben ja gestern bei Cody's da, dieser Brian, dieser Yum-Yum, nee, Yum-Yum heißt der, glaube ich, ne? Der mit den roten Haaren. Und dieser... Irgend so ein Hardy. Hardy, ja, ja. Die haben da ja Welle gemacht mit dieser Hardy YOLO. Hochland? haben da jemanden ja wohl abgestochen und umgeboxt. Und da haben wir halt gestern Abend noch den getroffen beim Lackierer oben. Haben denen eine Ansage gedrückt, dass der nicht mehr in der Stadt verkaufen soll. Weil er das Geschäft damit kaputt macht Was verkaufen die Drogen? Nein, die verkaufen Essen. Die machen Cody's Geschäft kaputt, ja, die weil die direkt zur Metro fahren und das unverarbeitete Essen rausgeben an großen Mengen. Das ist also gibt's jetzt eine Food-Mafia. Ja, so ähnlich. Ja, die haben mir halt gesagt, das wird nicht mehr gemacht. Wir haben herausgefunden, dass dieser Hardy und dieser Yum-Yum wohl auf der Grasroute sind. Die Yardies arbeiten, aber gar keine Joints an den liefern. Und wir wissen auch, dass im Cube Joints vertickt werden, aber von draußen keiner reinkommen. Also beliefern die, weil es ja alles so ein Dreiergespann ist, dieses ist ja alles intern das gleiche, dieses Cubes, wohl die Arbeiter, wohl die inneren Leute vom Cube und die verkaufen da drin die Joints.
Und deswegen werden wir da jetzt mal ein bisschen Auge drauf werfen und bist dann. Ja, aber zahlt der Cody was dafür oder machen wir das denn so? Ne, wir haben noch die Lieferung bekommen. Wir haben ja jetzt den ersten Auftrag fertig gemacht da, ne? Ja, wir müssten aber heute, also wir müssten heute nochmal mit dem Cody reden, BT. Ja, der hat mich gestern, pass auf, ich habe gestern mit dem telefoniert, der meinte, der hat vielleicht noch einen Auftrag für uns. Ja, und wir haben das halt aus eigen, also weil wir halt diesen Hardy da nicht erwischt haben in der Metro, haben wir es halt gestern Abend gemacht. Weil wir haben das halt als Ausgleich genommen, ne? Diese Bezahlung halt dafür. Und dann am besten redest du dann nochmal mit Cody. Also die machen quasi, verkaufen alles billiger. Also wir waren unten an der Metro, haben diesen Hardy angetroffen, haben ihn gefragt, wie er das macht. Er meinte, ja, er bereitet alles vor da an der Metro, da an dem Schiff und seine Jungs und packen das dann halt in die Autos rein, so. Dann haben wir halt so gesagt, ja, wir haben halt auf Scheinheit nicht getan. Ja, wir wollen das auch, kannst du uns das auch mal machen? Sonst halt die Bestätigung raus, also von dem wir die Bestätigung rausbekommen, dass er das halt macht. Ja, und dann haben wir den halt gestern oben beim Markierer getroffen. Habt ihr gestern den Hardy die Ansage gemacht? Ja. Und ja gut, dann sage ich heute Cody das, dass ihr den Auftrag sozusagen erfüllt habt. Ja, und das, also wir haben halt on top halt noch das gemacht, dass wir den, also wir haben ja mitbekommen, dass die da am Laden Faxen gemacht haben und nichts Richtiges bestellt haben. Ach, habt ihr werden auf den zukommen. Ist er schon da? Indirekt haben wir es angesprochen, aber die Message sollte rübergekommen sein. Okay. Am besten also müssen wir jetzt Gebiete aufteilen, wer wo was zu essen verkaufen darf. Da strukturiert und organisiert hat, lass mal den Drogenjunge. Ja. Hey du, pst, da willst du eine Juno-Tüte kaufen? Füll mal Milch für mich ab, Bruder. Arbeiter. Mach Käse. Aber was mit dem Architekten? Den mit den Waffen habe ich aufgepasst, ach, ne? Die waren, boah, die Architekten waren vor einer Woche hier und meinten so, Gras, also du wolltest ja da irgendwie Rasen mähen oder so ein Scheiß. Scheiße, da war ja das, was. Ja, das ging wohl nicht. Ja, normal, also geht ja nicht mehr. Ja, und da meinten die, ja, kannst du mal, also wir haben das Angebot dann halt gemacht, dass wir da Schnee schippen für die. Apropos, weil wir gerade von dem Architekten reden, hängt der mit dem Cube da mit zusammen? Weiß nicht. Der Juri? Hängt der Russland da nicht immer rum? Der Russland gehört zum Cube. Keine Ahnung, wer. Nee, die, also ja, der genau. Russland Cube sind. Nee, Schoko, der Russland gehört zu dem Cube, zu dem Bahama Mamas Ding, also zur Disco. Ja, aber das ist alles einladen. Ja, ist es auch. Es ist eine Kette, die gammeln alle aufeinander, aber sind ja, sehr. Aber wenn Russland der Kumpel von Juri ist, dann hängt Juri ja auch ein bisschen damit drin, ne? Wie? Ja. Was für ein Russland? Der heißt Russland. Also. Also früher waren es mal drei. Cookie, Tim und Russland. Die man immer zusammen gesehen hat. Ja, aber bezahlt Cody was dafür? Dass sich das lohnt? Wir haben das ja nur an diesem Hardy rangeht. Also dieses Diner-Ding ist mir doch scheißegal, was das ist. Also dieser Club ist mir scheißegal. Außer dass die Joints drin verkaufen, das fuckt mich ab. Ja, das geht nicht. Ja, da werden wir auch nochmal anklopfen. Blub, blub. Was habt ihr für neue Autos gekauft? Classics. Alles. Einmal alles. Der Porsche ist neu, ne? Ja, Mama. Ja, der Porsche. Ja, der Torero da. Ich muss kurz Bude. Meine Mutter hat mich gerufen. Der alte Lambo. Ich hab nichts gehört. Was? Der alte musste mir aus der Toilette heben, Digga. Ich stecke in der Kloschüssel. Wo ist denn unsere Raupe? Wir müssen Schnee schnippen. Ich glaube, die sind in der Verwahrstelle. Ja, die muss ich holen, ne? Lass die mal kurz holen. Wir müssen Schnee schnippen. Und bei den Jardis Autos im Schubs. Ach, Curtis, schon mal vor, ein bisschen länger. Ich hab jetzt die anderen Schlüssel, ne? Was für Schlüssel? Die für oben. Krankenhaus? Mhm. Hab ich einen Auftrag gegeben? Ich weiß nicht mehr. Ja, wir sollten doch beide Schlüssel eigentlich holen. Ja, das haben wir aber doch. Ich hab für unten und unten Lager. Jetzt habe ich aber auch oben und oben Lager. Ja, das ist egal, der Deal ist eh vorbei. Ich hoffe nur, dass der sich meldet, klar. Ich hab mich doch. Ne, Cody hat mir das gesagt. Dass alles okay ist und am 5.12. Aber wir haben heute den 16. 16? 15? Ich war weg. Ich war auf so einer Insel, da scheint nur die Sonne. Bis gleich. Oh, Patawani. Also ging nicht viel ab, ne? Nee. Jetzt passt unser Nummernschild. Yeah. Sollen wir das Auto auch tunen? Kann man. Was ist mit anderes Nappers-Kinderleder rein? Profit. Müssen wir fragen, ne?
Mhm. Boah, so weiße. Was glaubt Jason? Chat wieder müde, instant, Alter. Aber läuft gut, sagt er? Ist auch Qualität vom Sound gut? Lass mal nach Nitro fragen. Meine Stimme und die anderen und so? Oder hier wird irgendwas zu meckern? Was sagst du? Was? Was? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich hab. Ach du Scheiße. Boah, was ist das denn? Das brauchen wir. Sieht gut aus. Warum laufen die rum wie im Park? Du brauchst Geld. Hier ist Geld, das macht. Ah, du, was? Also? Hi. Was? Be fresh. Schrei mich nicht an. Ich geh jetzt Schnee schippen. Ja, machen Sie das. Ja, hau rein, Körbelt. Ich mach uns auf! Ja, nicht, dass du heizt, ne? Guck auf die Tube, Ernie! Der hätte mir das Teil nie geben dürfen, Alter. Wie, das Flackern hab ich doch nur einen Tag schon gefixt bekommen. Hau ab die Tube! Hau ab die Tube! Ich glaube, das ist das allererste Mal, seitdem ich GTA-RP zocke, dass ich auf einer Map spiele mit Schnee. Wir hatten vorher nie Schnee, ne? Wir hatten bei Alternate keinen Schnee und auf GTA Live hatten wir auch keinen Schnee. Nee, Alternate hatten wir keinen Schnee, da hatten wir nur dieses Schneewetter. Also da hat es geschneit, der ist aber nicht liegen geblieben. Ich hab, aber als ich auf Homestead war, hab ich keinen. Da war ja zu dem Zeitpunkt kein Schnee. Frau Bruder, weißt du, wenn ich das letzte Mal im Real Life Schnee gesehen hab, vor allem in NRW, Alter, oder in Duisburg, Umgebung von Thyssen. Mit dem Industriewetter, hier bleibt kein Schnee liegen, Mann. Kekusch 10 in Chat, Boys. Sollen wir einen Schneemann bauen? BT? Lass mal lieber World Trade Center bauen. Nein, lass einen Schneemann bauen. Wir brauchen nur eine Karotte, müssen wir Flair anrufen. Ja, und ich fahr langsamer. Hallo, ihr wird nicht überholt. Nein, leg auf jetzt, du Schwein. Cool. Mit wem telefonierst du? Mit Choco. Also. Ich bin der Ragun, der Geldmacher. Endlich wieder zurück, Alter. Geht zwar nichts ab, aber egal. Boah, ich hab's so vermisst, ne? An die Klappe. Was? Was ist das für ein Motor? V8 Biturbo? Ja. Wack! Jetzt bin ich mit dem Skateboard schneller. Aber du kannst nicht mehr fahren, nicht schnell. Schnell. Ich bin auf Snowboard jetzt. Wow, Alarms Boulder. So, ich reiß jetzt alles ein. Scheiße.
Braucht ihr Schneeservice? Ja, bitte. Ja, einmal die Straße schieben, hoch und runter und streuen auch, ne? Okay. Danke. Rechnung kommt gleich. Okay. Okay, ich mach alles an Schnee weg, ne? Das ist kein Schnee! Ist das ein Auto oder ist das Schnee? Ich bin mir nicht sicher. Ey, das ist kein Schnee. Aber seid ihr sicher? Das sieht doch so weiß aus, das ist kein Schnee, das ist ein Auto. Ja. Okay. Kann man als Beifahrer bei dir sitzen? Willst du auf meinen Schoß sitzen oder was? Bin ja, ich auf dem Weihnachtsmann? Ja, voll. Schwul und hässlich. Das pennt sich deiner Mama. Wer hat das gerade gesagt? Was denn? Er. Ich hab gar nichts gesagt. Was hast du gesagt? Was denn? Mhm. Der Gehweg ist jetzt wieder frei wie das Loch deiner Mutter. Was? Der Gehweg ist frei. Junge, deine Mutter bleibt hier überall hängen, weil die so fett ist. Was ist mit deiner Mama? Die habe ich mit meinem Panzer hier gerade abgeholt. Ja, ja. Die habe ich zum Arbeitsamt gefahren. Damit du was zum Fressen hast, du Wichser. Ich lasse deine Mutter nicht mehr fressen, weil die so fett ist. Scheiß Asozianialis. Waren das überhaupt die Aldis? Was? Wer war das? Keine Ahnung, Alter. Oder ist das schon wieder ein... Was zum Teufel ist das denn? Was? Waren das die Aldis? Keine Ahnung, Bruder. Sie sehen alle gleich aus. Oh, Verkehrshindernisse. Ich muss die wegholen. Ich fahr schon mal vor. Okay. Die sehen das auch, glaube ich, gar nicht, wenn ich mit dem Truck an so einem Auto dran bin. Weil das gar nicht gesinkt ist wegen Rage Jumping. Hallo, baut ihr Schneeservice? Nö. Warum nicht? Beim Rauch. Was willst du? Kein Schneeservice. Okay. Soll ich Autos umparken? Nee. Kannst ja mal im PD gucken, was da so geht mit Autos umparken. Ich hab gehört, ihr habt ja schon Erfahrung mit Hans-Peter gemacht. Müsst ihr eigentlich jetzt hinterherfahren, ne? Und die umschubsen. Gönnt euch. Fährst du jetzt mit deiner Planierraupe hin? Ja, zum Junkie Park. Muss Schnee schuppen. Gönnt euch. Alles frei machen. Was zum... Also... Boah, Juro, du hättest mir das Ding nie geben dürfen, Alter. Am besten, ich stelle das doch einfach wieder hin. Du hast halt richtig den Drang, damit Faxen zu machen. Boah, meinst du, das kann man tunen? Dass er keinen Stress zu machen Wer hat. Wer wohnt denn nur in Show? So, dass die keinen Stress zu machen haben und die dürfen mal Würfel parken und so keine Lebensmittel mehr verkaufen. Hallo? Uff, okay. Hallo? Wer wohnt in Rancho?
Yadis? Die Yadis. Da war einer gerade voll frech, ne? Ich glaube, wir müssen einen Krieg machen mit denen. Ach, da tun sich gerade neue Organisationen zusammen, die wir im Wald. Wenn ihr so wie die 28 und die Drips? Ne, die 28 sind ja weg, ne? Ja, die sind jetzt halb Drips und halb Pereira Beach Motel. Was? Nochmal was? Ja, United hat sie aufgelöst. Beach, was? Dieses Pereira Beach Motel, das heißt Pereira. Ja, das nimmt eine Bahamas halt da. Wolltest du mir jetzt ein Lütchen oder was? Cody, noch so ein Spruch, du kriegst auf Fresse, okay? Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Oha. Halt die wollen dir jetzt deinen Laden kaputt machen. Halt meine Jacke. Jetzt geht's los, Junge. Cody? Ich weiß nicht, hat gestern so den Anschein gemacht, so. Die Danjo war halt da und die haben Danjo die ganze Zeit verarscht, so irgendwie gefühlt. Ja, Danjo kannst du nur verarschen. Nichts richtig bestellt, dies, das und. Crazy Mann. Diese YOLO und Brian und am Ende auch dieser Hardy haben sich irgendwie auf dem Laden überall geboxt, da nur Scheiße gemacht. Am Ende lag die YOLO da vom Laden, dann kamen auch noch die Cops an. Und ich hab die vorher ungefähr 10 Mal angebrüllt und hab denen gesagt, die sollen sich verpissen und sollen dann aufhören, sich im Laden zu. Dann kommst du mit deinen Problemen zu uns, an dem Geburtstag meiner Schwester, und bittest mich um Gefallen. Du hast eine Schwester? Du hast eine Million Verwandte hier, ich hab noch nie deine Schwester gesehen. Die wirst du auch nicht sehen, weil die stick die Kumpschaus. Hast du nicht durch die Tür? Soll ich dir mal einen Burger klar machen? Was meinst du, warum ich die Ropey hab? Damit ich einkaufen kann für die. Doch, Toilette, damit sie auf die Netze gehen kann. Scheiße, aber dann geh nicht zum Supermarkt, dann wird's teuer. Komm lieber zu uns. Meine Schwester ist bei den Mandalorian. Die heißt Boba Fett. Die denkt sich auch bei Essen, das ist der Weg. Ja. Ja. Aber Cody, du weißt, der Junkie Park steht hinter dir. Ja, Ehre. Keine Ahnung. Vor allem bei der Schützerei, ganz weit hinter dir. Toll. Wow, ich hab einen kugelsicheren Laden. Halbwegs. Boah, ich meine doch nicht meine Schwester damit, sondern die EP, Alter. Die ich gerade erfunden hab. Kannst du die Türen abschließen? Nee. Schade. Cody, hat sich der Typ eigentlich bei dir gemeldet? Weil ich hab nichts von dem gehört, ne? Nee, ich auch nicht. Cooler Geschäftsmann. Fünfter bei ihm in der Tat, ne? Sehr seriöser Geschäftsmann. Hallo? Ja. So ist es halt. Hallo Finn. Ich hab nur Cody schon so ein bisschen was erzählt. Ja, die Food Mafia will hier einlaufen. Die treffen sich oben am Yellow Jack mit 8 Leuten. Mit 8 Gangs. Ui. Oh geil, 8 Millionen. Da können wir wieder reinhalten gehen. 8 Millionen Burger umsonst. Mich hat keiner angerufen, als ich weg war. Außer Beatty, der ist mein Freund. Ich hat Beatty dich auch einfach so oft angerufen, dass du gar nicht gemerkt hast, dass sich andere Leute angerufen haben. Stimmt. Wegen verliebt? Nee, das sieht man an den Daten. Ringschutzscheibe kaputt. Ein paar Tage immer Abstand. Beatty? Was ist mit dem Auto passiert? Wir fahren mit deiner Haube. Hä? Du bist mit deiner Haube dagegen gefahren. Bin ich überhaupt nicht. Das war hinten. Ihr habt den abgestochen und habt den gesagt, er soll nicht mehr an der Mittwochverkäufe, nicht am Würfelpark. Ja. Aber es hat auch mit anderen Etablissements zu tun. Wenn die es nur auf dich zurückführen, dann verstehe ich es auch nicht. Also ich habe von... Es gibt ja jetzt 1000 Restaurants in der Stadt, ne? Ja, Fischrestaurant, den Süßigkeitenladen, die Eisdiele, den Dings, das Cube, unseren Laden. Ich habe von 3 Restaurants den Anruf bekommen und gefragt, ob die das machen. Ja, Yellow Jack ist auch... Die vom Yellow habe ich gestern auch in der Metro getroffen. Die waren auch super schlecht, auf die zu sprechen und meinen, was das für ein Kackverein ist und so weiter. Ja. Barbecue Lodge existiert ja nicht mehr, aber ist ja auch noch ein Food-Restaurant und so. Es gibt eine Eisdiele? Ja, die hatten die auf. Die ist über dem PD. Aber die sind groß in der neuen Visa-News-Ausgabe drin gewesen. Was für eine Ausgabe? Ich habe immer noch kein Internet auf dem Handy. Auch eine Papierzeitung gehört, heißt das sowas wie, was man im Kiosk kauft.
Oder womit man sich auf der Parkbank zulegt. Ich verstehe es aber noch nicht ganz bei diesem Papier da. Immer wenn ich auf die Bilder tippe, werden die nicht größer. Ja, ich gebe das auch nicht. Und die Links funktionieren auch nicht. Muss man so nicht mal richtige Nudes, Alter. Ich habe mich angeboten, als Model für die nächste Weasel-Videos auf der Frontpage zu sein. Oh, aber lass mich rein, du hast nicht aufs Cover gepasst. Fick dich, Curtis. Nicht mal mit einer Vektorgrafik. Nee, deine Schwester hat mich bloß verdeckt. Was halt, meine Schwester? Ja, die hat mich verdeckt. Meine Schwester hat dich gefickt mit einem Besen. Autsch. Kriegst du wieder Flashbacks? Nick, wie lange bist du heute... Wie lange bist du heute wach? Nein, das ist ja hier im Telefon, der Nick. Ist deine Schwester auf meinem Telefon? Ja. Nick kenne ich nicht. Ja, nee, ja. Oder meinst du Nickelodeon? Nee, warte, ich bin am Telefonieren, lass mich mal Ruhe. Ja, ciao, Nick. Oh. Hallo? Hallo, grüß dich, bist Russland. Du Russland? Bist du da? Ja. Okay. Warum? Warte mal. Ich glaube bis 12. Der Herr Russland ruft mich an. Ja, aber das ist Juri. Das ist dieselbe Person wahrscheinlich. Wir haben Ärger, ne? Haben wir, ne? Ja, wir kommen mit 20 Mann jetzt. Ach, scheiße. Ich weiß, wo den Haus wohnt. Ja, wir sind oben bei Speedy. Ja, was ist denn da los? Ich hab keine Ahnung, ich war 2 Wochen lang Urlaub. Vegas, ja, Baby. Ich war gestern nicht da. Ich weiß nicht zu 100%, dass wir da waren. Willst du mit jemandem reden, der Ahnung hat? Ihr könnt von mir aus gerne hochkommen oder wir können runterkommen. Wo seid ihr denn? Oben bei Speedy. Ja, ich ruf dich gleich nochmal an. Ja, easy. Was ist ein Speedy? Speedy Customs. Okay, bis gleich. Alles klar. Du hast was hingefallen. Mein Cockring. Der Herr Russland hat angerufen. Finn. Ja. Ich hab keine Ahnung, was geht, der will quatschen. Ja, wahrscheinlich, weil er zum Cubes gehört. Ich glaube, dem gehört das. Ja, der ist mit Speedy gekauft. Ist der Russland dein Juri? Das ist der Juri, der mal für 100.000 uns Gras gekauft hat. Ja, dann soll es ins Knie ficken gehen. Das ist der Inhaber vom Cube. Ja, das ist, also, du musst eigentlich bedenken, also dieses Cube ist eigentlich dieser Nachtclub da. Ich check gar nichts mehr. Ja, da gibt's 3 Inhaber. Dieser Tim war es wohl, aber ich hab das raus. Dann Cookie. Nee, der macht jetzt oben. Ah, und Russland. Das steht alles auf deren Homepage. Ja, die haben jetzt eine Kette. Die machen jetzt eine Kette auf. Was redet ihr? Warte, willst du mit dem quatschen oder nicht? Noch nicht. Also sag ich dem, dass sich einer meldet. Ja, kannst mir die Nummer geben. Ja, oder ruf du den, dann mach du das. Weil ich hab keine Ahnung, was geht. Ja, ich warte auf den Bademeister. Du bist ein Juni. Weiß nicht. Der ist mit der Tante in der Bude. Mhm. Last Christmas I give them all. And the very next day. Die Stapelblöcke. Gabbled away. Hau raus. 3x5. Ja. 7x3. Jo. 8x4. Und 2x03. Ja. Ja, also ich. Keine Ahnung, ich würde ihm einfach sagen, dass er nichts von uns auskam. Vielleicht weiß der nicht, dass seine Leute Fax machen, wenn die dazugehören. Was? Theoretisch machen die ja keine Faxen, ne? Ja, aber die machen halt das Geschäft kaputt. Von hart arbeitenden Menschen, oder? Ja, das stimmt. Oder? Oder? Wenn dieser Russland da ist, können wir den direkt mit den Giants konfrontieren eigentlich. Weil im Cube getickt wird? Ja. Aber habt ihr dafür Beweise? Ja. Dungeon wurde angesprochen, ob der kaufen will, als er im Cube war. Ja, aber von wem wurde verkauft? Nein, warte, es gibt mehr Beweise. Also hier, Curtis. Dungeon gehört nicht mehr zu uns. Der ist raus. Den haben wir abgestochen. Verraten gar nichts jemals mehr. Zu uns? Ja, in der Zeit, wo du weg warst, ist er eigentlich ganz gut geworden. Aber der hat also 2 Wochen Scheiße gebaut. Ja. Nee, also der war ja intern hier ein bisschen, ne? Aber mittlerweile hat er sein Praktikum reingeschissen. Der ist die ganze Zeit nur mit am Perlen am rumfahren, so ein bisschen wie der John. Aber John hat es drauf bekommen. Ja, Maul, dreckiger. Ja. Aber der ist raus. Auch mit deinem Kumpel Nick, ne? Der ist auch so einer, habe ich gehört. Oh, dieser Nickelodeon, gefährliche Finger. Ja. Der ist wohl der Hacker, Mann. Ja, so, gefährliche Finger passt. Hab ich auch gehört. Der kann aber nichts außer Würfel programmieren.
Wie weit immer was zu würfeln? Wie redest du über den? Das sage ich dem. Dreckiger Hurenbock. Ach ja, wir hatten ein Weihnachtsevent hier, ne? Im Junkie Park. Und? 170.000 eingenommen. Die Kinder haben Würfel geschnitzt. Ja, wo hast du die Würfel her? Ja, Kinder haben Würfel geschnitzt. Ich will auch Würfel. Wo hast du die Würfel her? Boah. 2000 Dollar. Naja, komm her, ich hab Taschen voll. Ich brauch noch keinen, John. Boah, wer hat Würfel eingeführt? Ja. Der muss ja voll intelligent sein. Und voll hübsch. Hab ich auch gehört. Mhm. Danke. Ja, zum Glück ist es nicht John, sondern Nick. Will einer um Geld würfeln? Wir sind reich geworden, ne? Ja, komm mal kurz. Um wie viel? Ich hab eine 1. Was? Ich hab eine 6. Willst du würfeln, Cody? Was für eine S? Um wie viel? Um 10.000 Dollar. Aber nur einmal. Nee. 10.000, lass uns 1.000 da machen. Was, 1.000? Als wäre ich rich? Mann, ich piss 1.000 Dollar. Boah, Cody, du bist so reich, Alter. Komm, 10.000 Dollar. 50.000. 10.000, nee, einmal. Komm schon. Nee. Komm. Das ist nicht zu viel Kohle. Mann, man darf nicht klein machen. Jetzt ruf mich der Branch wieder an. Ich werd schon wieder süchtig. Will einer um Geld würfeln? Brian, du hast immer noch Hausverbot. Das wird auch nicht besser, wenn du mich 1.000 Mal anrufst. Um 10.000, Schoko? Mhm. Bist du sicher? Wir machen aber gleichzeitig, ne? Okay. Was? Hast du die Würfel in der Hand? Ja. 1, 2, 3. Na, hey! Oh, nur einer, nur zwei. Wer hat mitgewürfelt? Ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Aber wer hatte jetzt die 6 Werte? Weiß ich nicht. Komm mal. Gleichzeitig ergibt auch gar keinen Wichser. Nee, wir müssen nacheinander würfeln. Warum? Ja, damit wir die Zahlen haben. Komm, also, das ist unser Schiedsrichter. Du würfelst zuerst und dann... Hä, ihr wisst doch, ob du gewürfelt hast, also ob du gewürfelt hast oder ob du gewürfelt hast. Das sind weiße Würfel im Schnee, rollen die hin und her, da weißt du nicht, welcher ist. Du Arsch. Ich fange nur Choco nicht, sonst keiner der Penner. Habt ihr gehört? Ja, wir gucken auf eure Hände. Ich würfel zuerst. Ja. Oh. Komm, würfel, Bitch. Okay. wo ist mein Geld, Bitch? Ja, wo ist mein Geld? 10.000 Dollar. Ich fahr gleich. Gleich? Ich hab immer Glück. Welche Autos haben wir denn hier? Da? Ja, Abfahrt jetzt hier. Wer will um 50.000 würfeln? Boah, ich zitter schon wieder, ne? Du sollst natürlich immer diese Casino-Streams gucken zu Hause. Ich hab das alles auf dem Handy. Nein, ciao. White also Shadow Brian Cube. Hat mich gerade angerufen und meinte, ob ich dem Junkie Park befohlen hätte, die abzustechen. Weil, ach, das ist ja verrückt, dass so eine Vermutung jetzt auf einmal wieder kommt. Weil es wird wohl gesagt, die sollen sich nicht im Codys prügeln, das wäre ein sauberer Laden. Und die dürften jetzt nicht mehr in der Stadt verkaufen oder so. Ja. Hat du ja, ich hab gesagt, keine Zufall. Ahnung. So, ich hab mit kriminellen Scheiß nichts am Hut. Der soll mich damit in Ruhe lassen, der hat eine Woche Hausverbot und gut ist. Ist 6 die höchste Zahl auf dem Würfel? Ja. Nee, 8 eigentlich. Achso. Nein, 10 ist die höchste. Ja, 12. Stimmt. Ich hab grad 10.000 Dollar gemacht. Warte mal, geht's um Drogen oder um Essen mit Verkaufen? Beides. Achso. Also, ich hab mich nur an diesen Hardy gewandt, weil er halt von der Essensfirma der Geschäftsführer ist. Das mit dem Essen halt. Und die Drogen, das muss ich mit Russland gleich alleine klären. Wer soll mit denen quatschen? Ja, ich würde aber noch auf Ballemeister und Johnny warten. Okay. Ich habe gerade 10.000 Dollar gewonnen. Gut, dass ich nicht mit dir gewürfelt habe. Tag, Max. Wer will's? Ich ziehe mich auch kurz um, mir ist ein bisschen kalt. Max, willst du um Geld würfeln? Oh, ich bin pleite, du. Ich habe gerade 10.000 Dollar gewonnen. Jetzt bist du ein armer Schlucker, ne? Und ich bin reich. Jetzt hab ich bloß noch 2. Wie geht's hast euch? Hast du 2.000 Dollar nur noch? Gut. Also, Millionen. Kann ich klagen? Ja, auch ganz gut. Danke. Will einer um 10.000 Dollar würfeln? Ich hab Bar dabei. Lass abgeben, 100.000. Oder wie? Nein, Spaß. 10.000, komm.
Ja, komm, hier, ich schläg vor. Scheiße, ich hab nicht so was Dummes gesagt. Jetzt würfel deine Eins. Nein! Oh. 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 Okay, ich schläg wieder vor. Oh, bitte nicht. Oh, oh. Ja. Scheiße! Ja, gib die Beat hier und dann passt das. Guck mal, ich muss euch Beat hingeben. Ich bin Profi-Würfler. Ihr habt über euren Job hinaus den Chess gemacht, so dann behaltet die 10.000, gibt die Beat hier und gut. Das kostet viel mehr. Der war gar nicht dabei, warum kriegt er jetzt Geld? Komm, Beat. Scheiße. Hallo, ich bin der. Ich bin der. Ja, ja. Scheiße. Endlich krieg ich Gehalt. Stimmt, hier hast du dein Gehalt. Das wird niemals wieder so passieren. Guck mal, der einen um 10.000 Dollar würfeln? Oh, nee. Boah, wir hatten richtig viel Kohle. Der Architekt hat Geld. Chap ist würfelsüchtig. Ich mach mit dem Architekten um 100.000. Du musst das aber auch bezahlen können, ne? Ich hab noch Geld, bisschen. Also Chap will mit dir um Autopapiere würfeln, wenn du das fragst. Lass mal so Würfel machen, wo nur 6 drauf sind. Du müsst ja eure Kinder hier anstiften, ne? Dass sie bessere Würfel machen. Boah, ich zitter schon wild, ich muss würfeln. Oder so. Zwei. Die 1 ist so eine kleine Metallkugel, dass der immer auf die 1-Seite fällt und die 6 oben liegen bleibt. Dass man bis 12 würfeln kann. Sollen wir um 10.000 würfeln? Sollen wir? Aber ich brauche einen Würfel. Oh, du Dreckiger, ja, warte. Ich hab die Taschen voll. Schnitz doch schnell ein. Ah, perfekt. Ja, ich hab die Taschen voll mit dem Scheiß. Alle okay, Deals. Okay, ja, ich fang an, warte. Eine 4. Ah, perfekt. Dann war schon mal los. Ja, gehen wir gleich abholen. Okay. Verdoppeln, alles oder nix. Komm, wir würfeln um 20.000. Okay, aber dann schuldest du mir 30, wenn ich gewinne, ne? Nein. Ist das nicht die Roulette-Taktik? Ach stimmt, nochmal, nein, nochmal. Nee, warte. Nochmal um 10 oder jetzt um 20? Ja, wenn ich dann gewinne, dann sind wir wieder quitt. Ja, also willst du 10? Ja, okay, um 10. Ich fange an. Okay. Nein! Nein! Boah, nein! Was hatte ich? 83.000, ne? Fuck, man. Egal, ich mach nachher so einen 50.000er Roll und dann gewinne ich. Fuck, man. Nix, der Waffendealer war gar nicht da. Also habe ich den noch nicht verpasst, weil der hat viel Real-Life-Stuff zu tun. Aber ich bin der Waffendealer jetzt und der Holik. Nur ich kann nicht mit mir selber RPen, das ist der... Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich an Waffen kommen soll, Alter. Ich kann nicht mit mir selber RPen. Oder mit dem Event-Char halt. Hat 10 von mir gewonnen. Ja. Ja. 10 gewonnen und nochmal 30 verspielt. Warte mal, wie viel Geld schuldig dir jetzt? Noch 10.000. Ja, aber wir haben die Charakter noch nicht und wir haben auch noch kein Konzept dafür, wie wir die spielen und bla bla bla. Muss ich halt gucken. Boah, ich muss jemanden finden, der um 50.000 macht. Ich hab 3 Milliarden auf dem Konto. Du hast keine 3 Milliarden. Pesos, du Arschloch. Wann kommt der Bademeister? Ist der nur eine Badewanne? Ja, ja, der macht noch die Enten ready gerade. Boah, wer hat Geld? Andere haben kein Geld. Reese hat Geld, ne? Ja, ja, gegen die Adi ist wirklich gehen, nicht. Oder? Das ist nicht umsonst Würfelpark. Das ist der Pernerpark. Da sind nur Perner. Och, Junge, warum ruft er mich jetzt an? Ja, guten Tag. Ist der Point of Incest? Warte mal. Was sind das da für Dinger, Alter? What is that? Was ist das denn? Ach so, okay. Ein Riss in der Matrix, oder was? Ja, Waffendealer-Streams. Aber da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Ich muss da ein kleines Konzept machen. Weil wenn ich das streamen soll, dann muss ich mir ein bisschen Mühe geben dafür.
Ja, Oma, ich glaube, der Juri hat vorhin geschrieben, dass er das schon weggemacht hat, ne? Nee, das ist den schon vor. Ja, die erkennen das halt so. Haben die das, nicht gerade auch geschrieben in der Telefon-App hier? Der Grenzkontrolle? Keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Irgendwas stand da gerade von wegen langsam fahren und sowas. Ja, aber da war irgendwas mit Verkehr da. Ja, aber die machen auf jeden Fall jetzt eine Grenzkontrolle da oben. Der Hund? Wir haben nur nichts bei. Nö, ich wurde gerade angerufen. Ganz dubios. Wir machen jetzt auf Hausbesetzer. Was? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Was für ein Haus besetzt ihr? Ja, wir in Mallorca. Wir setzen uns in eine Villa rein. Was für eine Villa? Oben, keine Ahnung. Gegenüber vom Golfplatz. Ich hab doch eine. Ja, aber also ich dachte. Quasi. Ja, ich dachte, also, ja, hier diese Hand ist nicht mehr im PD, ne? Wie, der ist nicht mehr im PD? Ja, der ist gekündigt worden. Also, nee, der hat gekündigt, so rum. Egal. Der hat das schon. Der ist den Deal schon eingegangen mit dem Architekt. Ja, also, na, ich denke mal, das hat sich alles verflüssigt. Mir wurde auch gesagt, dass der Architekt im Koma lag, ne? Also, ich weiß nicht, ob da der noch am Leben ist oder so, oder. Ich glaube, da muss nochmal nachhaken. Haltet Klappe! Ja, ich weiß nicht. Ja, egal, selbst wenn er nicht mehr im PD ist, dann ist der kein Kopf mehr, dann holen wir sie trotzdem. Dann schmeißen wir den von der Brücke. Ja, aber dann machst du das nochmal fertig mit dem Juri. Ruf dich nochmal an. Ich hab doch schon angerufen, da geht nicht dran. Achso, ja, vielleicht liegt der immer noch im Koma. Kriegen wir da Informationen aus dem Krankenhaus? Nein, die kamen hier selbst, also eigenständig her, haben nachgefragt. Oder haben uns halt angesprochen, dass er im Koma liegt momentan. Ba-ba-ba, Simon. Boah, das wird jetzt auch noch fehlen, ne? Ich will die Bilder 100 Pro. Mhm. Ist nicht da. Dann rufen wir mal den Mark an. Müssen wir das so dreckig machen wie mit der anderen. Wir haben da gestern 4 Autos reingestellt und ein Pounder. Warum besetzt du denn andere Bilder? Weswegen? Maxin will die haben. Welcher Maxin? Da, der da hinten läuft. Wir verkaufen sie. Ja, wir verkaufen sie wieder. Maxin, ja. Du kannst nichts verkaufen, du hast nur das Vorkaufsrecht. Ja, aber wir verkaufen ja, dieses Vorkaufsrecht. Ja, dieses Vorkaufsrecht ist absolut, das bringt dir gar nichts. Wer sagt außer, das? Junge, das Gerichte, alles, DOJ. Das bringt dir gar nichts. Kannst du nicht mal Autos abschleppen lassen von dem Grundstück? Ja, das ist nicht dein Grundstück. Du hast nur das Recht, falls es mal dazu kommen sollte, dass du Häuser dir kaufen kannst. Und dann, diese Villa wird mehrere Millionen kosten. Ja, dieser Typ hat kein Geld. Also, wer wohnt denn da? Das ist dieser. Boah. Knicker von dem. Was für ein Knicker, Junge? Das ist dieser Rote, der immer rot trägt vom Taxi. Der Rote? Hey, das, ja, so merke ich mir den halt. Das ist dieser Rote halt, der immer Taxi fährt. Ja, Taxifahrer mit einer Villa ist doch üblich. Ja, ja. Olli, Los Santos! Ich wünsche mir einen Bach. Und ich einen Damm. Boah, aber warum Geld liegt er im Koma? Was passiert? Weiß das einer? Nö. Keine Ahnung. Ich hab nicht zugehört. Sag nochmal. Warum der im Koma liegt? Haben die uns nicht verraten. Aber wann? Warte mal, der hat mich angerufen vor 3 Tagen. Ja, dann ist er wahrscheinlich wieder raus aus dem Koma. Oder wieder rein. Der hat mich am 13. angerufen. Ja, die kam vor 1,5 Wochen oder so her. Haben nachgefragt, ob du hier bist. Ja, dann ist der nicht mehr im Koma. V-Ak-Biturbo. Der hatte bestimmt V-Ak-Biturbo. Wir können ja mal zu seiner Villa fahren und klopfen. Sein Beatmungsgerät auf jeden Fall. Ja, aber der geht nicht am Handy. Ich glaube nicht, dass der. Und was mit seinen Freunden? Hast du eine Nummer von seinen Freunden? Schade. Ich hätte gerne brennende Mülltonne hier. Ja, Mann. Dann wären die Hände mal wenigstens wärmer hier. Oh, mein Schwanz. Oh, Chantal. Was? Der hat Bademeister so kommen. Aufstehen. Kannst ja mal ganz fest klingeln. Hallo, na klar! Coco. Ja. Sollen wir uns prügeln? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Coco, wo ist denn eigentlich die Steffi? Ich weiß es nicht. Hab gehört, sie macht Urlaub in Las Vegas. Gerade Schießerei. Hey, wo? In Abu Dhabi. Ja, wo, Max? Ja, bei den Dings. Bei den 44er. Oh, ja, was war die denn nochmal? Southside, King of the Grove. Mit wem haben die Stress?
Ich glaube mit Drips. Wer war Drips nochmal? Oh. Die mit dem beige rot. Also, ach, die Nights haben sie auch gelöst, ne? Telefonzentrale? Ja, aber mittlerweile sind das auch ziemlich viele. Ich glaube, da die Nights haben sich aufgelöst. Ich glaube, davon sind ein paar da hinten. Haben die DLC gekauft oder wieso claimen die United? Zwei Farben? Ja, die tragen. Ja, glaub schon. Ich glaube. Nein, die Raupe kann man nicht tun. 100%. Keine Ahnung, ich habe mich da. Also interessiert mich auch eigentlich nicht, was sie da wieder treiben. Haben die so Patchover gemacht? Ja, glaub schon. Flag Cross oder so ein Scheiß. Und die Pilzroute ist jetzt unter der Hand von der BOM wieder. Was ist eigentlich mit den Nadis passiert, eine Koksroute? Die sind da drauf. Oh, haben die sich geeinigt? Ja, ja, die machen da gerade zusammen Business. Also hat sich halt doch ein bisschen was getan. Ja. Es hat viel, also ich, das Problem ist, mir fällt das wahrscheinlich alles nicht ein, wenn ich nicht drauf angesprochen würde. Ja, die normalen Autos, klar, kann man die tun, Bruder. Bitte, stech dich gleich ab. Klar, Digga. Ja, klar. Ach, der Link macht bei uns Fälle hier. Wie der von Zelda? Ja, ja, ja. Hat der Zelda gekauft macht... von seiner Traumwelt? Die 187 und Kiez saßen ganz lange im Knast. Wegen Geiselnahme? Da war, ja, glaube ich schon. Ich war bei so einer Gerichtsverhandlung. Dann wurde diesem Link diese Staatsanwaltschaftslizenz da entzogen. Während der Verhandlung sind alle rausgerannt. Was ist das Link-Nummer? Link Balance, das ist ein Anwalt. Link Balance. Klingt wie ein Virus, wenn du draufklickst. Ja. Was der das schwer. Wie hieß der Typ Nummer? Nein, wie hieß der Nummer? Wer? Der die Mülltonnen küsst und so. Ach, der, oh, der sich auch in die Mülltonne reinlegt. Oh, der meint natürlich den Ben Lexer. Ja, Ben Lexer, ja, ja. Ich stelle mir vor, einen wunderschönen glänzenden Regenbogen. Gute Nacht, Bertha. Aber die Würfel sind schon dumm, ne? Irgendwie? Die sind warum? Die, nicht dumm. Ja, doch, schlau. Die sind rutschig, die fallen mir einfach aus der Hand. So. Ist halt, auch, das ist halt komisch. Ja, geh besser weg, Junge. Ich hab bestimmt voll Idiot geschnitzt, die Dinger, Alter. Irgend so ein Idiot hat die Bilder ins Land gebracht. Meine Würfel sind rund. Hört ihr das? Das ist die kleinste Violine der Welt. Das ist dein Schwanz. Auch. Mila ist drin und macht den Tannenbaum. Ui. Ja, wir mussten das Dach aufbrechen, weil wir so einen großen Kopf haben. Boah, warum drückt die mich immer weg? Weil du scheiße bist. Ey. Oshoko, kannst du dir mal eine andere Hose anziehen, bitte? Warum? Weil mein Schwanz weh tut, wenn ich da hingucke. Dann guck da nicht dahin. Warum guckst du überhaupt dahin? Das ist andersrum. Warte, dann dreh ich mich so rum. Ist noch schlimmer. Hör mal kurz was zu essen trinken. Arsch frisst Hose. Du siehst aus wie ein Hackepellner. Muss mich auch hübsch anziehen wie die Raupen. Was war das? Ich habe ein ganz hohles Geräusch gehört. Hallo, warum prügelt ihr euch? Weil der Junge hat gegen den Baum gehauen. Hast du das gehört? Ja, ich hab's gehört. Endlich bohren. Was? Ich dachte gerade, ich kriege eine ab. Warum schlagen die sich? Weiß ich nicht. Angefangen hat zu boxen wie so ein Spasti. Das sagt man nicht. Na, sowas sagt man aber. Na, hier geht ja die Post ab. Wäre ich mal drin geblieben. Haben wir ein Schneemobil? Die Rope, ne? Außer die Rope. Da hinten steht der Trophy Truck. Zeig mal, was denn neu habt. Pass auf.
Was ist denn ein Trophy Truck? Dieser komische Geländewagen da hinten. Hier den Comet hier, Porsche. Den Classic. Dann da den Classic Lambo. Torero heißt der. Drei Stück haben wir davon. Der weiße. Ne, das eine ist ein Ferrari, glaube ich, und das andere ist ein Lambo, ne? Stimmt. Da musst du schon noch Schlüssel nachmachen. Ja, und oh, da hinten ist das Schneemobil. Gib mir mal die Schlüssel. Warte. Was will das denn hier? Ich weiß nicht, hat Johnny irgendwo besorgt. Hat er bestimmt wieder gelutscht. Na, dann muss man eben gucken, wo der ist. Sieht echt cool aus mit den Weihnachtsmützen und so, ne? Mhm. Hallo, Tank. Da, Trophy Truck. Ist aber der einzige Schlüssel, den ich hab, ne? Müssen wir nachmachen nachher. Was ist denn hier los, Junge? Ach du Scheiße! Ja. Boah, eine Projektmappe geht vor die Post ab, ne? Ja? Hier liegen Leute mit so rote Dinge rum. Der Kurt sagt, eine Projektmappe geht vor die Post ab. Na, wir kommen mal rum. Okay. Könnten Sie einmal weiterfahren? Warum soll ich weiterfahren? Weil wir aktuell eine polizeiliche Maßnahme haben. Ja, aber du nicht hier. Ja, ich bin beim Telefonieren. Soll ich beim Fahren und Telefonieren? Können Sie rüber auf die Tankstelle fahren gleich? Ja. Perfekt, danke schön. Alter. Hast du jetzt abgeschlossen? Das ist gefährliche Gegend. Ich schließe aber auf. Wir hätten auch die Klassik-Autos nehmen sollen. Wie viele Leute hier sind, Alter. Wieso klettern die Grünen auf die Tankstelle drauf? Weil das deren Tank ist. Aber wer sind die Roten? Die Drips. Ach, tragen die jetzt rot? Ne, die haben doch dieses komische beige Hosen, rote Oberteil oder sowas. Ah, wo? FAB-Helikopter, ne? Jo. Da hat's wohl nicht geknattert. Da liegen die Lutscher. Und wer sind die da vorne? Gelbe Fleck? Ja, die? Vargas? Vargas? Ich denke mal, das ist Yadi, aber Vargas sollen ja auch wieder da sein. Aber die Yadis stinkeln! Ja, das ist eines finden.
Hallo, was macht ihr hier in meinem Turf? Stehen. Guten Tag, der Herr. Ah, gehen Sie aus dem Auto runter. Schön, dich mal wiederzusehen. Da gab's eine Knatterei. Ja, die ist hier. Ja. Wo ist der Kameramann? Bin da. Wie sind Jus? Bist du ja, gegen soll man den helfen und kuscheln? Nee. Dann kriegst du ein Pump ins Gesicht. Ach so. Ich war schon gerade da. Ich wollte eine Frau helfen. Da hieß es, wir sollen lieber gehen. Ach so. Warum haben die Stress? Keine Ahnung. Respektlosigkeit gegen die Familie. Ach, vielleicht hat er die Farbe gesehen. Gleich komme ich mit der Rope. Ja, räum mal die Autos weg da. Will einer um 50.000 Dollar würfeln? Hm. Aber du hast keine gezinkt. Eier, ne? Ich hab keine 50.000. Du hast eh gezinkte Würfel. Hab ich nicht. Würfel mal. Da kommt eh nur Sechsen. Stimmt nicht. Ja, Phil. Wir Punkt? Müssen reden mit den Yardies. Curtis, kommst du gleich mit? Ja. Alle kommen mit und nicht. Ja, können auch. Ja, ich hätte gewonnen. Scooty. Ja. Kannst du Ries anrufen und sagen, dass wir bereit sind zu reden? Ja. Ich danke. Ja, wir kommen gleich im Park. Haben wir irgendwie Stress mit den Yardies? Ja, bringe noch Waffen. Ja, bis gleich. Ja, ich weiß nicht, was sie wollen. Sie wollen irgendwas mit dem Anwalt. Ja, ich. Ja, habe ich denen auch schon gesagt. Ja. Junkie Park ist bereit zu reden. Wo wollen wir reden? Am neutralen Boden. Ja, auf neutralen Boden. Lass uns keinen Start reden. Er will bei uns in der Hut reden. Hallo. Was war das denn? Oh. Hä, was? War hallo? Was? Hallo? Echt, alles gut. Sonst auf jeden? Hallo? Wie ist es? Hallo? Jungs? Ich hab Angst. Hallo? Können wir schon hören? Hallo? Hallo? Ja, okay. Da bin ich ja heute wieder perfekt zurückgekommen. Oh, ich werd gleich bei Dex, das ist den Channel geswitcht. Ah, mach's gut, Finn. Was guckst du? Zack, Brett. Schubsen noch mal ein bisschen. Zack, Brett. Und du auch noch. Zack, du auch. Du auch. Oh, ach, wie zu gut. Du auch. Du auch. Und du auch. Hallo? Hallo? Hilfe? Hallo? 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 Oh mein Gott, wo bin ich? Was passiert hier? Hilfe! Ja, die haben wie Blubberbeeren. Hallo? Bam, Brett, Junge. Hallo? Hallo? In welchem Channel bin ich? Ich tritt gerade Leuten vor den. Ich tritt gerade Leuten vor den Kopf im RP. Weil die. Die haben Godmode an, die kippen nicht um. Oh, aber. Ah, du bist das. Bam. Was ist wieder los mit TeamSpeak? Was ist denn hier los? Hallo. Hallo. Tag zusammen. Tag zusammen. Ich hab dir gerade in die Fresse gehauen im MP. Was geht? Ich hab dir gerade in die Fresse gehauen. Arschloch. Bam. Boah, warum immer TeamSpeak, Alter? Nee, das ist der Server. Das ist der Server abgestürzt. Der Game-Server. Ja, ansonsten würdest du ja jetzt gerade Leuten in die Fresse hauen. Also, bam! Bam! Kann Dexus nicht reden? Dexus, hallo? Ey, das stinkt. Bam!
Warte, wo steht der Dexus hier in der Truppe? Steht er bestimmt auch hier irgendwo. Oh, ich hab eine Frau geholt. Backpfeife. Oh, wer sind die denn? Junkie, genau, was? Hallo, raus hier. Hallo, das ist mein Channel. 7 gehört mir. Das ist immer noch mein Channel. 7 gehört mir. Nein. Was ist das, der Fischer? Ich hab den Fischer gefunden, Junge. Ah ja. Bam, Junge, in die Fresse. Aber klar, mit der Schaufel in der Hand, der Alte. Und dann hat der Animationsbug und wundert sich, warum der nicht schießen kann. Oder warum der Kugel kein Damage macht. Channel heißt sogar so. Bam. Nee, das ist mein Channel. Nein. Bam. Da steht sogar Dexus seiner. Ja, nee, ist klar. Ich bin hier immer drinne. Zieht euch. Ich bin hier immer drinne. Mein Turf. Ich bin hier immer drin. Du. Armung. Du. Boah, was geht denn schon wieder eine Projektmappe ab? Keine Ahnung. Bam. Sich gegenseitig weggedribbelt. Knatterpommes, geil. Boah, ich hab voll vergessen, die Waffensounds wieder reinzumachen, ne? Die Originalen sind ja so scheiße. Danke übrigens, ne, für die Panels, Dexus. Hättest du mal weniger trinken sollen. Was? Ich trinke keinen Alkohol, Junge. Ich war nicht besoffen. War ich blau ein bisschen, ne? Geht. Wann denn? Boah, vorgestern oder so, Junge. Ich hab mich auf den Montag. Ganze Schnee, ja und? Hallo, ich bin Influenza. Ja, schön. Stress fickt meinen Kopf. Wo steht denn der Penner? Da drüben steht bestimmt Curtis rum. Hallo. Sterne Growth Tanke, komm hier hin. Ja. Lass PS3-RP machen, hallo Benson. Hallo. Wie geht's Kopf Ihnen denn? Wunderschön. Mir geht's super und selber so. Ja, auch gut. Redet ihr über was Spannendes? Ja, um reden über WoW. Ich mach grad Metagaming. Oh Mensch. Ist das echt Tagesprogramm? Das ist voll geil. Habt ihr am Skript gelesen, was wir machen im nächsten RP, ne? Welche Seite denn? 69. Oh geil. Nice. Hallo. Was denn hallo, wir sind hier alle live. Wenn wir untergehen, ja, dann auch, zusammen, auch. Alter. Ich glaube, das war mehr eine Begrüßung als eine Ermahnung. Ich hab schon wieder ein Mädchen gehauen, fuck. Tut mir leid. Das ist doch scheißegal. Wer bist du denn hier an wo steht denn der Dreck? Oben an der Grove? Wo steht der dreckige Dexus? Ja, ich bin an der Grove. Ich bin der den Schwanz draußen hat. Hat keiner einen Schwanz draußen. Das ist der mit dem grauen Mantel. Dem mit Schwanz. Dem ey, hier hat deine Flyer gar in der Zapfsäule. Der steht hier. Ah doch, da hinten steht er. Steht einfach ganz alleine ohne Freunde. Bam! Ja, 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 ja. Ja, ich musste gerade zur Seite gehen, weil ich Meta gemacht habe. Ich habe Stream geguckt. Der Blick nach links. Ne, nach rechts. Mein zweiter Monitor ist. Achso, okay, okay. Aber viele machen den auf linke Seite, ne? Verstehe ich gar nicht. Ich mach den mal nach oben. Links und rechts. Ja, wollte ich also eigentlich. Ich hab auch rechts und links. Ja, ich auch. Und oben. Ja, oben nicht. Übrigens, und auf dem Handy auf dem Tisch. Alle, die uns hören können, ne? Ihr seid ja alle live. Außer Nick. Ja. Wow. Bei dir war eh nur Mobot. Boah, was ist denn das? Ich denke, oh, jetzt mutet er sich, ey. Oh, sorry, gemobbt, Nick, ja. Ich liebe dich. Mhm. Ich mach nur Spaß. Ich hab Kürtis im Kopf. Obwohl, wenn ich live geht, 10er Mickey ist im Stream. Meinst du? Mhm. Kann ich Waffe ziehen? Oh mein Gott. Aber draußen. Bam. Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, um zu gucken, was clientseitig hier alles ist, ne? Also Menüs clientseitig. Schön zu wissen. Dein Menü geht auf? Ja, ja. Gut. Inventar geht auch auf, ja. Gehen Animation? Nein. Oh, geht nicht. Ja, auch nicht. Ist bei euch der Chat auch immer so müde? Ja. Voll die Langweiler. Da, schon spät. Ich mein Auto aufgelassen? Nein. Ich mein Auto. Was jeden du? Tag komme ich hier online, um die Leute zu unterhalten. Keiner sagt mal irgendwie, ja, voll cool. Und so. Die wollen immer nur Banküberfall cool. Mit mir im Chat machen. Was wollen die? Banküberfall. Achso. Dieses Chat-Game. Ja, ja, ja. Bei dir gar nicht. Und neidisch auf meinen. Neidisch? Neidisch. Oh, connected to the server. Oha. Ich hab richtig Flashbacks, ne? So wie damals. Ja, fühlt sich ein bisschen an wie ja, ne? Sag mal, Fräulein. Was war das denn? Schieß dir den Pips weg. Kannst du gar nicht, ist viel zu klein. Ich soll dich fragen, wie du auf Platz 1 gekommen bist, Curtis. Ja, ich hab reingegambelt. Ah, siehst du, sag ich doch, Chat. Glaub mir doch mal. Voll cooles Stream bis jetzt, dankeschön. Ich könnte doch gerne mal bei Benson oder Nexus oder Aero, der streamt ja auch ab und zu mal, ne? Oder bist du jeden Tag online? Ja, wenn
Wenn ich nicht arbeiten muss, dann ja. Jetzt und wenn ich Lust habe. Arbeiten, schmarbeiten. Bei Tankstelle explodieren im Singleplayer eigentlich schon. Geht schon, aber nicht vom Gegentreten. Doch. Ich habe gegen geschossen. Dauert nur ein bisschen. Ah, okay. Dann mache ich weiter. Ich habe eine Knarre in der Hand, ich schieß drauf. Bam. Ich auch eine, ich habe meine Minigun noch. Hey. Geht nicht zu Dexus, sein Charakter hat Midlife Crisis, schreibt die Oma. Schon wieder? Ja, wegen schon wieder? Was soll denn das sein? Verdauernd irgendwie Stress. Also ich bin ja voll dafür, dass du endlich mal anfängst mit Cringe AP. Der macht er ja schon. Ja, ist das, aber das ja, aber ist so, weil der Stream läuft. Der muss das so richtig machen, zu 100%, so Mount Chiliad und so. Nee, kann ich nicht. Voll unangenehm, Alter. Die ist voll geil, ich krieg immer Gänsehaut. Ich auch. Vor Ekel wahrscheinlich. Sitzt er. Nein, das berührt mich im Herzen. Oh, ich berühre mich dann auch immer, wenn ich sowas sehe. Ich berühre mich auch im Herzen. Du berührst dich woanders, Junge. Oh ja. Oh, Cringe-AP, geil. Ist doch voll geil. Der Washington braucht auch mal eine kleine hat Füße. Der hat eine? Ja. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich werde eingeladen zu der Hochzeit. Nee, ja, gibt's nicht. Warum nicht? Genau aus diesem Grund. Weil er selber schwer. Ich bin halt immer noch voll dafür, dass wir Kinderwagen und so reinbringen. Oh, wie lustig wäre das? Kinderwagen. Oh, Rollstühle wären cool. Erstmal Treppe runterschieben. Rollstühle wären echt cool. Direkt Treppe runterschieben, das Ding. Oh, Server geht wieder. Erstmal Kinderwagen wegdrehen. Erstmal von Mount Chiliad kicken. Hallo. Kackflag. Wir werden keine Kinderwagen wegdrehen. Na, hör mal. Nein, natürlich nicht. Hallo, wir reden ja hier nur von den Kinderwagen. Hier ist RP und nicht Real Life. Wir schubsen doch keine Verletzten oder so. Immer auf die Minderheiten. Hallo, warum kommt bei mir nicht kein Bild? Oh, bei mir geht's glaube ich nicht. Ah, nein. Ich glaube, das war der Fake. Uns hört da keiner, lass gleich alle Park treffen. Okay. Welchen? Ja, den einzigen Laden natürlich. Das geht. Das steht aber jetzt so nicht im Skript. Mirror Park? Nee, nix Mirror Park. Boah, Ruhe. Ah, oh, jetzt. Hallo, wer ist der Bennig? Das ist Lackner. Ja, moin. Hallo, Lackner. Grüß dich, Müsli. Ich wollte nicht mehr so alleine sein. Ach so. Ah, okay. Du okay. Meinst, du kommst hier einfach hin? Ja. Freue mich. Guten Tag. Herzlich willkommen. Guten Tag. Du bist bei mir gemutet, aber ich Big bin Case eigentlich nicht gleich weg. Tag zusammen. Hallo? Ach du Scheiße! Tschüss, Lugi! Hallo? Ja, wo ist der Schnee hin? Bruder, wo ist der Schnee? Wo ist der Schnee? Jetzt habe ich eine Stunde Schnee gehabt, Junge. Ach ja, ich habe Schnee geschoben mit der Raupe. Weg ist er. Klau den Heli, ich klau dich gleich mal. Kollege Tunchu. Oha. Dankeschön. Die kann man übrigens nicht mehr kaufen, die ist richtig viel Geld wert. Aber ich gebe dem die gleich wieder. Das wäre jetzt Abuse. Wegen dem Crash Guard. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt.
Da müssen wir kurz spielen. Was war das denn, Junge? Schnee ist wieder da. Habe ich so auch noch nie gesehen. Der gute Schneefall, Junge. Ah, wahrscheinlich setzen die den über ein Admin-Comment oder so. Bei Rage gibt es eh irgendwelche Probleme, glaube ich, mit dem Schnee. Chat, geht's euch gut? Danke übrigens für die Resubs und Subs und Bits und Liebe und alles, ne? Ihr wisst, ich komme da manchmal nicht hinterher an manchen Tagen. Vor allem nicht an so etwas wie heute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Weil da gibt's Plätzchen. Ich mag Plätzchen. Mir geht's gut und du hast das gut gemacht. Dankeschön. Tschüss. Was? Mahlzeit. Tanksam. Guck mal, wie der Typen, den kenne ich da, der gerade einsteigt. Den habe ich vorhin auf die Schnauze gehauen. Alle stehen und denken sich, boah. Weil der Angst hat. Alle stehen und denken sich, boah, mein Kiefer tut weh. Das ist wie bei, wie hieß der Film Switch? Mit der Fernbedienung? Ja, mit Adam Sandler. Adam Sandler, ja. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber das ist traurig. Mhm. Ich habe geweint. Ach, bestimmt, wenn ich ihn in den Arm nehmen soll. Nö. Was zum? Ja, würde ich auch nicht. Ah, Grüße. Sind Sie der Herr Scully? Ja, bitte. Ich habe gerade was aus dem Auto geklaut. Und das können Sie nicht wieder. Die Tür war auf. Warte, was hast du geklaut? Du Wasser. Ach, Digga, du Dreckiger. Kann ich bitte. Was bekomme ich nach Finderlohn? Worin der Helm? Was hast du mitgenommen? Gefechtspistole. Oder nicht? Was? Hallo? Warum? Nein, ich hab grad. Mein Gott, schon wieder, Junge! Ich hab ja, grad nur gestartet. Oh, ein wunderschön. Tag zusammen. Ja, Tag mein RTL. Mein RTM. Ih, Alter, voll in die Hand gespuckt. Ja, flutscht besser. Jetzt kannst du Gas geben, Junge. Boah. Hey, die schönen Pferdewärmen. Ja, wer braucht RP? Einfach im Channel-Hocken, Junge. So ganz stolz. Erster. Oh, geht wieder, geht wieder. Oh, oh. Ruhe. Hey, ich stand da immer noch auf Spiel. Ich muss mein Spiel wieder neu starten. Oh mein Gott. Ey, du musst nicht restarten. Ich war im Spielerauswahl. Ach so. Also, Spielerauswahl. Dings auch im Hand nach, egal. In Spielerauswahl, ne, by the way. Ja, ja. Charakterauswahl. Das kennen wir alle, die Spielerauswahl. Oh, atme nochmal so. Die Gänsehaut. Das ist geil. Das ist geil. Oh nein, ich hab mich mit Kräuterbutter beschmiert. Wie schafft man das? Geil. Alter. Schick Foto, Motze. Schnappte. Schnappte Hühnerbrust. Fuck, Sheesh crazy. Bruder. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ich in die Budizeste, Mama, geiler Flua. Behindert, Alter. Was ist das? So eine Duftkerze, Junge. Erstmal schön ziehen. Sag es wieder, komm. Aber was ist denn jetzt mit der Kräuterbutter? Kriegst du da weggeleckt oder nicht? Ja, hab ich ja schon alles weggeputzt. Wie, krieg ich jetzt kein Foto? Nee. Nein. Weil das klingt so eklig, wenn einer isst und dabei redet, ne?
Oh ja. Das macht Texas jeden Sonntag immer. Oh ja. Das war verteiltes Avatar. Erzähl mir mehr, gibt's da Videos? Ah ne, der hat sie wieder weggemacht. Warte. Gibt's da gibt's keine Videos. Was für Videos von ich wem? Ich hab gehört, Dexus soll so groß sein. Du bist 2 Meter oder so, ne? 1,97, ja. Was? 1,97. Boah. Dreckiger Riese. Boah. Küss dein Glatze. Er kann Regenrinne einfach auch durchfegen, Junge. Nummer 1 rein. What the fuck? Geht's euch gut, oder? Viva l'America! Ey, Nick, kannst du mal bitte Server reparieren? Danke, wofür bezahle ich dich? Oh, Akt Bitubu. Ich baue gleich ein. Geht doch, dankeschön. Nee, ist das wieder steht da, oder was? Geh wieder an! Nee. Kabel wieder reinstecken. Ich probiere es mal auf, gut Glück. So, jetzt erstmal. Habt ihr euch zu Weihnachten gewünscht? Seitenstiche. Willst du das wirklich wissen? Ja. Was? Seitenstiche? Also, seitdem ich in der Wohnung war, habe ich noch nichts im Badezimmer gemacht. Und meine Mutter hat mich gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Nein. Mama, ich will Duschgel. Kannst du mich einseifen? Okay. Hallo. Oh, ja, hallo. Lassen Sie mich bitte jetzt ausreden. Das ist interessant. Ich meine, ich habe da noch nichts renoviert. So, weißt du, da steht ein Schrank drin und Spiegelschrank und fertig. Bisschen Familien-Action. Hast du für Zahnbürste so einen Becher? Coca-Cola-Glas. Das ist Coca-Cola-Glas, ja. Pennerbude, Alter. Hallo, nur im Badezimmer. Ja, Badezimmer ist voll wichtig. Ja, deswegen macht Mutti jetzt, habe ich Mutti gesagt, besorg mal Deko und so. Und wann Farbe kannst du mir zu Weihnachten schenken? Ja, macht sie. Aber ich habe keine Ahnung, was das wird. Bestimmt, ja. Also dann doch lieber Schlipper, ey. Bei mir würden die einmal halt 4 Monate noch vor der Tür rumstehen, bevor ich da irgendwas mache. Ja, deswegen habe ich auch die erste Januarwoche noch Urlaub. Da kann ich direkt anfangen, da rumzupinseln. Natürlich machst du das. Ja, nee. Mach doch so Stream. Stream hat doch wieder da Dings. Malt. Just working. Der Chat kann dann mitbestimmen, was gemalt wird. Und wo noch eine Stelle fehlt und so. Will die Wand streichen. Das was ist so ein riesen Schmarrn. Oh, Backseat-Maler, ey. Geil, Junge. Du machst das falsch. So, was wieder da? Stimmt überhaupt nicht. Lüge. Ich log mich gerade ein, ihr blöden Schweine. Ja, stimmt. Dann ist das der Fake-Login. Oh, fuck. Also, ich stehe hier noch mit der Glatze rum. Ja, jetzt will ich da nicht mehr. Jetzt ist blöd. Jetzt ist. Oh ja, das sehe ich uns. Nee, so die Chat, Alter. Ich glaube, ich das. Sag mal. Hi, kannst du mich noch auf dem Minecraft-Server whitelisten? Mach das bitte. Ja, mache ich jetzt. Okay, super. Add mir mal dir, Schwertbruder. Duschvorhang aus den 80ern, nee. Nee, du hast Verbot, du bist ausgeschlossen. Ich bin wieder drin in der Minecraft-Pommes, Junge. Hör auf. Minecraft FP, Alter. Hallo, hast du Emeralds? Schäm dich. Aber du hast ein schlechtes Gewissen. Was? Ja. Hallo? Packt ihr manchmal auch mit Licht aus? Was machen wir? Nee. Server geht wieder. Lüge. Lüge. Wallah, aber der Kuran nieder geht. Ja, jetzt geht jetzt wieder. Hallo. Ah, jetzt geht's auch mal. Oder auch nicht. Ah, doch. Nee, ist doch kein Schnee an. Doch, ist Schnee an. Sagt. Also, die ersten rutschen schon ins Weiß. Also, wird wohl gut aussehen, du. Oh, guck. Ich rutsch gleich in dich. Oh mein Gott. Anmelden. Ich muss raus hier. Gänsehaut, Moment. Es geht schon wieder deshalb nicht. Deshalb ist die Kräuterbutter auch gerade runtergerutscht, ne? Oh ja. Da die Kräuter sind richtig. Der hat das geplant, Junge. Die guten Kräuter. Mach dir einen auf Miracolix. Mein Mirac. Hallo? Also? Halt die Klappe, TK. Ich hab dir ein Schwert, ich hau dir auf den Kopf.
Immer mit der Ruhe. Ja, Mann, Tee kann ich mal sub. Tagsam. Boah, irgendwie hab ich Bock auf Kräuter, aber gell. Ich auch. Dann die Kräuterbutter über den Bauch zu verteilen. Das ist ja mein Bebe Ulla. Diese Apfelkugeln, einfach köstlich. Hallo, Matze. Die Rotoren machen mir Angst. Guck mal, ein dreckiger Yadi. Der kam aus dem Gulli, das ist ein Poster. Junge, halbe Vogel, der Junge. Der ist gesprungen, der war... Weiß ich nicht, der könnte Weitspringer werden. Also. Also, Digga. Hoffentlich rutscht wieder aus. Guck mal, der steckt direkt wieder in sein Auto ein, weil der Angst hat. What's back? Fahr den Yadium. Tagsam. Tagsam. Kannst du denn blind, ne? Machst du dich schon warm? Warum willst du dich prügeln? Nee, mit dir nicht. Aber. Ich fetz dich, du Lutzer. Ja, du kämpfst unfair. Ja. Wer kämpft unfair? Curtis. Warum? Du haust mir mal einen Nacken. Und? Da klatscht das. Klatscht mal so. Baby, mach nochmal. Dankeschön, Gemma, und herzlich willkommen. TK, bei dir kann man gar nichts haben, du Lügner. Und Biohazard und alle anderen, vielen Dank. Dubidubdub. Eine für euch. Oh, ich mach das an. Der dreckige Helikopter. Was damit? Der soll Rote ausmachen. Ich hab Angst. Du, kennst du das schon mit uns? Ja. Mila hat aufgenommen. Ich weiß. Mhm. Soll ich das mal anmachen? Nee. Warum ich nicht? Ich hab Musikallergie. Oha, warum? Krieg ich immer Pickles. Hallo, Nerbo. Ja? Sag mal, wenn die Bullen kommen, ich nehme mir hinter dir gerade den Laden hoch. Okay. Was ich okay. Tue. Dann bleib im Handy. Ja. Machst du Überfall? Ja, ich mach Überfall, aber der ist schon raus, der Opa. Also. Mach nur noch die Kasse auf und also. Träum das oh Geld rein. Oh mein Gott, nein, ich bin's nicht, ich bin auch dabei. Hallo, Film. Ich bin auch dabei. Ich bin auch in der Jana. Ja. Ja, Ich fahre den großen Köln mit Schienen.
Mann! Oh, Hilfe! Was ist denn das für ein Auto? Piss sie alle! Boah, gerade miese Fetzerei gewesen, ne? Ja. Boah, die ganzen Lutsche da hinten lagen. Der eine Grüne ist gerade schon in sein Auto gestiegen und weggefahren, weil er Angst hatte. Oder wieder so eine Schelle bekommt. Da kommen keine BT. Ich glaube, du hast den Alarm nicht ausgelöst. Besser ist es. Was macht der? Warte, steht der in der Tanke drin? Sag, der räumt halt die Tanke aus. Ja, das muss Fehlalarm gewesen sein. Ich hab grad was von den Nadis geklaut, ne? Was denn? Eine Gefechtspistole. Cool. Ja, ich gebe dir was zurück. Die ist nicht teuer, ne? Die gehört dem Schoolie. Kostet 40.000 oder so. Ja, 40 bis 60.000. Das ist lächerlich. Warum? Ja, also, jetzt mit den Waffenpreisen, wo die erhöht wird, wird die wahrscheinlich auch teurer. Ja, das stimmt. Jetzt ist die bestimmt locker so 2 Millionen wert. Wir haben noch eine Machete, ne? Will jemand Machete kaufen? Ich will die kaufen. 700.000. Nö. Dann. Was ist da eigentlich passiert? Knatterei. Wir müssen gleich zu Yadis. Warum? Boah. Okay. Wo ist der Ballermeister? Das Gespräch, der ist gerade im Kleinungsladen. Wollen wir da auch hin? Ich warte auf Beatty, der räumt aus. Und ich muss auf Scully warten wegen dem Knall. Achso, ja, dann warten wir kurz. Aber wenn Beatty. Was ist mit den Yadis? Ja, wir müssen da hin. Wir müssen da reden. Also, mit dem Bademeister und mit Ries. Gibt's Ärger? Nö, aber wahrscheinlich nur. Keine Ahnung, die haben mir das auch nicht gesagt. Ja, wahrscheinlich wegen dem Anwalt. Ja, wegen diesem Link. Link Balance oder so. Balance. Auf die Grove bekommt es nicht mit, dass sie die Dings da ausräumen, ne? No. Aber eigentlich haben die nichts zu melden. Ja, die haben früher mal gesagt, das ist deren Tanke. Du. Dann hätte ich gerne mal den Schein dafür. Ja, richtig. Behind. Attack. Ich bin high. Scully. Ja? Ja, was willst du? Scully. Ja? Scully, Deckel. Ja? Also dein Knabel, oder? Ja. Komm, ich bin alone. Was mit Finn? Ich bin hier. Komm sie her. Ja, du kriegst Finn alone. Boah, schon eine geile Karre. Ich hab die gleich leer. Yeah. Ja, Finderlohn. Dankeschön. Ja. Bitte. Was? Ich bin gleich reich! Ja, gut, dick mal weg. Was? Wow. Wo, wer? Da liegt der Lutscher. Hab ich doch gepostet, das Gold-Unicorn. Komm, der hat sich doch um den Baum verhangt. Gefesselt. Verhangelt. Der ist bestimmt rausgeflogen aus dem Helikopter. Wie lange brauchst du noch? Bitte? Beat hier am Telefon. 2 Minuten. Wo ist Wodka? Ja, voller Weg. Soll ich mir eine Kletterschuhe anziehen und hochklettern? Nein. Zieh dir Schlittschuhe an, geh ein bisschen Schlittschuh laufen. Mein Bauchnabel ist so haarig auf einmal. Curtis! Hm? Ja? Was bist du am Essen? Hm? Ach du ekelhaftes Schwein. Was denn? Was hat der gesagt? Achso, ich hab mit meinem Zungenpiercing. Der redet so leise, hallo. Red mal lauter. Der hat gefragt, was ich gegessen hab. Ja, was isst du? Blutkohl. Ekelhafte Scheiße. BT. Ja. Jala, wir müssen weg. Ja, ich bin jetzt fertig, warte. Ich muss danach nur noch. Gib mir direkt deine 10.000, Alter. Warum? Ich wollte mir die Schuld ist. Ja, machen wir nachher. Walla, Schwörbruder. Ja. Sein. Doch, Chat ist immer AFK. Chat, zeig mir nur die Duplo. Ha, geil. Mashallah. Diese Kontostand wild. Mashallah, mach nochmal. Nichts passiert. Okay, wo fahren wir hin? Erstmal Kleidungsladen. Gucken, ob der Bademeister drin steht. Halt? Ja. Wer fährt mit mir? Was ist das für ein Trophy-Truck? Von wem ist der? Von uns? Das ist unserer? Ja. Ah. Also.
Ist da jemand drin, ne? Nö, ist keiner. Okay, ich ruf kurz an. Sieht gut aus! Achso, ja, dann komm, lass den Yardis, der ist schon da. Ich mag das Auto. Oh, leck das hier. Warum fährst du nur mit der Kucke? Was? Warum fährst du mit der Kucke-Auto? War da mit der Dings, Digga. Laden. Boah, das ist doch der von Too Fast and Furious, ne? Ja, Funkgeräte ist schon chilliger. Oh Gott, das parkt wie ein junger Gott, ey. Was? Du parkst wie ein junger Gott. Warum, mir fällt keinen durch? Ja. Doch. Wer denn? Bulldozer ab und zu. Alle zwei Wochen. Ja, Wochen, zum Beispiel. Scully, halten Sie eine Klappe. Wo ist denn der Ries? Ja, der Bude, der kommt gleich. Minigolf spielen. Schlittschuhfahren. Mit Colgate in den Tal. Schlittschuh fahren. Hm. In der Badewanne. Immer hin und her. Danju, hallo? Ey. Den komm mal kurz mit. Du bist nicht hin. Was zum Teufel war das? Das ist nichts für deine Ohren. Ja. Schöne Frisur. Danke. Cooles Outfit. Danke. Siehst aus wie Kai Uwe Stollner. Geil, ne? Ja. Auch ein cooles Outfit. Oh, der Mo ruft an. Wir sind bei den Yardis. Hä, fährt da mein Auto? Okay, bis gleich. Das ist unser Auto. Bubble nicht. Du bubbelst. Was sind denn das für Grafikfehler? Was ist das? Habt ihr das gesehen? Da, schon wieder. Da, schon wieder. Auf dem Boden. Da. Ach. What is that? Hilfe. Ja, und sonst so? Nicht viel. Geh nichts. Also. Auf Reese warten, bis er seine Minigolf-Serie vorbei oder zu Ende geschaut hat. Also. Ja, das sind Grafikfehler von Arne. Tag, Mo. Wie geht's? Gut. Und selber? Hä? Wo waren sie? Ja, auch. Ich habe den Körbsen weggebracht, auf so eine Insel. Damit der frei rumlaufen kann. Ja, das ist auch besser so. Ich hoffe, da sind nicht noch andere Leute. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe den einfach nur auf die Insel drauf getan und bin weggefahren. Mit Schiff. Ausgesetzt. Den Cousin müssen wir auch noch dahin bringen, ne? Welchen Cousin? Ja, der 499. Von 5 Millionen. Aber das verstehe ich nicht. Egal. Meinst du den Z? Nee. Den Cousin? Achso. Ja, genau, der Cousin. Oh, jetzt ruft er schon wieder an. Guck, der ruft direkt an, der hat das gehört. Hallo, Mr. Russland. In dir. Hallo, kommt ihr noch hoch? Ja, oder jemand ruft irgendwas? Dich gleich an, weil ich habe keine Ahnung, was geht. Ja, ich auch nicht wirklich. Ja, aber ja, ja. Ich sag ihm gleich Bescheid. Alles klar. Bis dann. Wir haben Stress mit Russland. Mit was? Mit Russland. Was? Ach, was irgendwas denn? Wegen Essensmafia oder so. Ja, Mann, meine Pommes. Grüße. Tag. Das sind doch keine Grafikfehler, das sind Dinge, die eigentlich despawnen müssten. Hans-Peter schon angerufen?
Machen die jetzt wieder so Besprechungen in kleinen Runde? Weiß ich nicht. Mann, dieses Handy, ne? Wie geht's, Mo? Ja. Mo Mitchell. Geht so, Kiki hat mich heute sehr viel arbeiten lassen. Warum? Oh. Ja. Durftest du mal wieder rein? Was? Nein, ich wohne nur bei der. Grüße, du wolltest wahrscheinlich was verkaufen, ne? Also. Ich schieb dir keinen Riegel rein. Du, Mo? Lass das, ich ruf dich gleich an, wenn soweit ist. Wie viel hast du? Ah, weißt du, was okay, das ja, ist? Klar. Das dann sind Tuning-Teile, die nicht richtig. Bademeister. Ja. Dann gehören die vielleicht nicht drauf. Achso. Der Curtis. Ja, Russland hat schon wieder angerufen. Ja, deswegen wollte ich gerade mit Bademeister darüber reden. Der Russland, das ist doch dieser Cube-Besitzer. Der hat gerade Curtis angerufen. Ja, der will sonst, also will sich mit uns treffen. Ja, das ist immer nur um der Gefahr, ob wir hochkommen. Ja, ich würde ihn gleich anrufen und sagen, dass wir in einer halben Stunde vorbeikommen würden mit uns. Und wir schreiten das aber ab, ne? Dass wir das waren. Was denn? Ja, war gestern schon. Ja, ja. Wir haben gestern den Cube-Steiner-Typen. War dabei. Ja, wir schreiten das aber ab. Aber ich würde dann im gleichen Atemzug dann sagen, warum die dann Joints verkaufen im Club. Ne, doch, mit den Joints würde ich noch warten. Ja, aber wir brauchen eine halbe Stunde. Ja, also. Das ist schon lange, ne? Ich weiß auch nicht, wie lange Resets wir brauchen. Ja, aber nee. Leon, Leon. Ja, Leon der Profi ist mein Spitzname. Ey, Junge, du brauchst erstmal ein Connection Lost, Alter, du Losty. Oh, das ist ganz schlimm. Kreis der P-Beste. Ja, aber ja. Wir müssen. Würdest du den dann nochmal extra drauf ansprechen oder ich würde es direkt heute machen? Also. Ja, wenn du denkst, ja. Du, das ist eine kluge Idee, das direkt heute zu machen. Ja, weil, also, wir könnten das halt dann auch risky machen, die an die Wand stellen und so, aber ich würde es direkt heute ansprechen, wenn das dann halt, wir können ja nach der Wochenende schauen. Denk an die, wenn der Russland mit dem Architekten gut befreundet ist, denkt an die Villa, ne? Das könnte ja, halt. Aber denkst du, dass die Villa noch zustande kommt? Weil der Hand ist nicht mehr bei der CTF, das, ne? Ja, umso besser. Ist egal, dann nehmen wir uns das Ding. Der M-Will, dann nehmen wir uns das Ding oder der hat keinen Schutz mehr von den Kopper. Aber ich sorge gerade schon dafür, dass wir die Villa von Knicker bekommen. Aber vom Knicker die Villa, scheiße. Na, wir nehmen einfach beide. Und ich sag dir ehrlich, den Juri brauchen wir dafür nicht, dass wir die Villa bekommen von Hand. Tyrese behält den Doch, der hat doch schon aus. Nee, ich mach das über den Architekt. Ja, das kannst du gerne machen. Aber du kannst es ja weiterhin versuchen. Liegt der Architekt nicht im Koma? Ich hab da doch letztens. Nur, der hat mich angerufen vor drei Tagen. Ich hab auch vorhin jetzt nochmal im Krankenhaus angerufen. Also, der liegt auf keinem Intensivbett. Okay, dann ist ja die Bestätigung, dass er wieder da ist. Ja, dann lass gucken. Aber nebenbei machen wir ein bisschen Druck, falls er mit der Villa doch nicht klappt. Jojo. Dann ja, also nehmen wir einfach die vom Knigger, dieser Taxityp. Ja. Also wollen wir nochmal warten mit den Joints? Nein, darum geht's nicht. Ich meine jetzt nur, dass die nicht komplett zerfetzt. Nein, das ist auch keine Intention. Nein, das ist auch nicht unsere Intention. Die sollen ja weiter in den Club machen. Das ist auch besser für uns, wenn aber die, der wenn Russland wir dann hat mir gerade schon im Telefon gesagt, der hat auch keine Ahnung, um was geht. Und ich ja. Denke mal, dass wenn ihr dem das sagt, auch das mit den Drogen, dass er dabei sein deuten kann. Auf die Finger haut. Nein, dieser Russland, der vertickt es im Club. Wir versuchen das so auf dem Wege. Ja, und wir werden Freitag Leute in den Laden schicken und gucken, ob die Drogen angeboten kriegen. Und es ist auch für uns besser, wenn die Partyszene boomt. Ne? Dann wird auch MDMA und so mehr verkauft. Ja, dann soll der wenigstens uns beziehen. Richtig. Und ja, das ist es ja. Ja, weil die haben in ihrem Club haben die ihre eigenen Drogen am Checken. Ja, die haben halt drei Arbeiter auf der Route. Das sind die auch, die dieses Diner da machen. Und das fickt halt richtig rein. Und die dürfen eigentlich nicht verkaufen, ne? Ohne von uns zu bekommen. Die machen das halt so und die haben auch nichts in die Yardies abgegeben. Das wollen eigentlich Problem. Arbeiten für die Yardies, aber anstatt da abzugeben, behalten die das für sich und verkaufen das wahrscheinlich im Club am Wochenende. Ja, aber verarschen die dann nicht die Yardies? Ja, richtig, aber uns auch. Hier? Ja, die Cube-Leute. Wo ihr noch gar kein Dope von gesehen habt, obwohl die schon etwas länger auf der Route sind. Das war alles Schwabbel. Cube. Ja, das ist doch der Adam, Hardy und. Ach, Digga, die, Alter. Über die brauchen wir gar nicht reden, aber die sind. Ja, ich weiß. Der Typ hat mich schon zweimal umgeschossen. Ja. Perfekt, ja, und du lebst immer noch sehr froh. Aber frag mich nicht, Schwabbel. Du bist ein Lost-Name. Ich hab das gehört. Alter, ist nicht umsonst, Skalle, Junge. Man of Steel, Blit. Hallo, Kraftmeier, Chat ist am Mude. Wo ist Resets? Er hat die Hand, der Hans, Bruder. Jeder ruft an. Oh. Hans, wie ihr das ja, ich hab gehört, die Villa ist vollgestellt von meinem Mitarbeiter. Oh, ihr Gott, für Gibbs, was hast du gemacht? Vielleicht war der mit Mel Gibson. Ui. Oh, wow. Bah! Wow. Ja, ich glaube, der Vater wollte nicht, dass du erben willst.
Oder erben sollst. Ja, na gut. Welcher Vater? Inko? Nee, nicht der Vater. Nix gegen meinen Vater, Junge. Aber dann hätte auch vom Inko Krieg, kommen können. Alter. Da brennt die Matrix. Pass auf. Da hast du kein Internet mehr, wenn du nach Hause kommst. Ja, auch. Aber jetzt gerade mein Zeitplan ist ein bisschen kurz. Geht das auch später am Abend oder bist du nicht so lange da? Alles klar, ich rufe dann zurück. Danke, tschüss. Könnte Vater vom Hansi ist einfach über den seine Beine hier fahren. Ui. Kann er jetzt noch Taxi fahren? Wo ist denn der Reset? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Ja, gute Frage. Wie lange geht der Sandmann noch? Muss wieder durchs Fenster rausschleichen. Ja, fliegen so Fliegen rum, seht ihr die auch? Mhm. Ganz schnell immer. Ja, Sizzua. Oh. Qualität von Nickelodeon wieder. Das sind Endermans hier, Digga. Da muss ich gleich wieder los. Wer ist denn das? DJ. Wie heißt der? DJ. Also, DJ. Boah, Junge, schon wieder so DJ. Einer. Ach du Scheiße, Alter. Der Jax Green. Jax Green. Ich hab gehört, wollen wir Musik hören? Nee. Warum nicht? Machen wir doch mit Jax Green auch immer. Ich hätte Bock auf Musik. Der Jax Green ist ich aber schon seit Tagen. Der Jax Green ist aber schon seit Tagen nicht mehr da, ne? Der meldet sich nicht in nix. Was? Weil er wieder Schulden hat. Ja, der hat Schulden. Ich glaube, der Schulden ist. Können wir dann nicht hochfahren und dann mit Reese gleich sprechen, wenn er noch 50 Jahre braucht? Sagt er jetzt schon, wir fahren jetzt hier los. Ja, und dann kommen sobald wir. Sobald wir oben angekommen sind, kriegen wir den Anruf, dass er hier unten da ist. Boah. Der wohnt da nicht. Ach, der wohnt da gar nicht. Wo wohnt der? Wo wohnt der? Du kannst auch, ey, du kannst auch hochfahren mit dem Reden und für ich uns so, dann bleib Ahnung, ich hier unten. Geht. Nein, lass es so machen. Nein, zusammen machen. Aber lass ihn doch warten, Junge. Der will was von uns. Ach, okay. Aber lass ihn warten. Wir bei den Ropen klären was anderes. Ja, aber es lohnt sich jetzt nicht darum zu stressen, wenn ja, der was von uns will. Ja, aber lassen die Balle! Ja! Beiden! Devi ist sie gar nicht hier. Ich hätte gerne. Mach dir doch einen. Du bist langweilig. Okay, warte. Merkt man gar nicht. Ihr könnt auch noch... Na, nee. Ach, der, ich hasse Release, ne? Immer stresst er rum und dann ist nie selber da. Ja. Boah, jetzt bekomme ich voll Bock. Ich hoffe, dass der stirbt. Was? Oha, ey. Oha. Das sagt man nicht. Ich hätte ihn schon mal fast umgebracht. Bitte, wie lief eigentlich die Tankstelle? 30 Riesen abgesandt, Digga. Grove jetzt Insolvenz. Ich ruf den Grove an. Da war sogar einer, der stand neben mir. Der ist wieder rausgegangen. Weil er einen Schein kaufen konnte, weil ich gerade ausgeraubt habe. Aber der hat nichts gesagt. Jetzt locker $10 mehr gekriegt, aber der hat einfach mitgenommen, die Ware. Ja. Hallo Chat, seid ihr im Pommes-Modus? Ja. Ach. Wir übernehmen jetzt Benny. Vor allem, warum warten wir auf den, wenn wir nicht mal wissen, ob der kommt, Alter? Ich will nicht wissen, wie viel Scheine die machen beim Benny also jetzt. 10 Uhr. Ja, das könnte passen. Locker 4. Mindestens. Ja, die machen locker eine Mille am Tag. 3. Boah, ist echt gerade zum Einpennen, Alter. Ich hasse das, auf Leute zu warten. Ich bin ein Alkoholiker. Ja, dann lass doch hochfahren. Ja, scheiß auf den, ja. Ja, dann lass hochfahren. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ich auch nicht. Das ist so mit dem Paleto. Ach du Scheiße. Wollen Scheiß. Wir nach Paleto fahren? Ja. Dann mal runterkommen, Alter. Ja. Ey, kommt mal runter jetzt. Hier. Oh ja, das sieht aber wild aus. Boah. Das ist der intelligente Fuckout, ne? Ja. Da ist er mit dem Marschschiff ausgerutscht. Das haben wir erst auch. Early haben wir auch. Was ist das für ein... Ach du Scheiße, Digga, der fliegt ja. Junge. Das war ein Türstopper. Das war ein Einkaufswagen. Ah, der nächste. Ja, ihr habt euch echt... Ihr wart echt kreativ bei der, beim ja. Autokauf. Mensch. Danke. Hallo Haki. Der Gärtner.
Hallo, warum schlägt denn auf mein Auto? Ich fick den, ne? Sag mal, hack das! Mach den Kopf dicht! Bleib stehen, du Schneemann! Bleib du stehen! Tritt noch einmal gegen meine Karre und fick ich dich! Knallt gleich, Kollege! Knallt du gleich bei dir! Wichser! Scheiße, Adis! Stinkt dir von der Scheiße! Reese, komm raus spielen! Reese! Was zum Teufel soll das denn sein? Pauak Bitubu. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich weiß ja auch nicht, warum wir das wieder gewesen sein sollen. Es ist halt wieder diese Aussage der Junkie Packers. Keine Ahnung, das fuckt mich jetzt schon wieder ab. Ich hab Hardy letztes Mal in der Metro getroffen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und im Park, glaube ich. Der hat Joints von mir gekauft. Ah, war da nicht direkt Businessmodell. Wo bleibt der? Die tragen gar keine Bänder. Guck mal, das ist das gleiche Problem, was alle mit uns haben. Alle sagen, wir tragen das orange Bandana oder so ein anderes scheiß Bandana. Wir tragen gar nichts. Sucht euch mal ein Erkennungsmerkmal. Ja. Ja, echt mal. Genau, der. Die, der ist mal eine Flecke, ja, dann hat sich das ja geklärt. Der die Kutte aus, du Wichser. Wie die Kutte aus, du Wichser. Ja, ich fick die, das ist mich. Ja, aber. Ja, aber ich hab da ehrlich gesagt keinen Plan von. Und also, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, dass das aufgehoben ist, weil sonst werd ich vielleicht irgendwie in den Arsch gefickt. Also, ich hab da. Als ob der da Nein sagt dazu. Wir haben, also. Wir sind gestern nur rumgefahren. Kannst du meine Fresse halten, Max? Nein, wir sind gestern nur rumgefahren und wir waren gestern bei Cody's und dann bin ich auch wieder pennen gegangen. Und die Jungs von mir auch, also keine Ahnung wer oder wie, wo, was. Aber wir waren es auf jeden Fall nicht. Boah. Ja, halt Schnauze jetzt, Junge. Schabbel. Jetzt ist der weg. Ist okay. Man braucht nicht kommen. Boah, ich hasse euch so sehr, ne? Ruhe! Ah. Oh, hat jemand ein paar grüne Steine dabei? Halt auf jetzt! Mit so einem Scheiß Handy. Sag mir Bescheid. Ja, sag ihm Bescheid. Pommes! Lakus guckt jetzt. Wallah, du hast dich verändert, seitdem du diese Rollkragen polierst. Was? Was? Das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht witzig. Boah, hey, was zu trinken? Hat da irgendjemand was? Ich hab mein letztes gegessen und getrunken. Ja, klar. Achso, gut. Nee, dann lass ich von den Drecken, ja, die Wann was kommt geben. Denn Reese? Der miese Motherfucker. Ja, Junge, das kann auch dauern. Ja, warum Jeder stehen wir denn dauern. Hier? Ja, dann Finn klärt doch gerade, dass der runterfährt da so der zu seinem Hotel. Der ganze Staffel Minigolf oder was? Wer fährt so was für ein Hotel, Junge? Ja, Finn hat gesagt, ich habe keinen Bock hochzufahren. Ich sagte, er soll jetzt zu seinem Hotel kommen. Ja, aber was für ein Hotel? Junge, es ist einfach das nichts davon, was zu trinken, Scanny, Alter. Er gibt mir zwei... Ey, Junge, Alter. Gut, wir müssen nicht mehr hochfahren. Ja, und jetzt? Wo kommt der hin? Ja, gar nicht. Ich hab's geklärt am Telefon. Oh mein Gott. Ja, aber wolltest du nicht mit dem noch reden wegen dem Cube? Nein, ist mir jetzt scheißegal. Wenn mir ganz hier das heißt, wir stehen jetzt eine Stunde hier rum. Wird, hab ich keinen Bock drauf. Sag ich ehrlich. Ihr wollt, dass ich das die Scheiße kläre? Nein, keine Ahnung, Mann. Ihr fuckt mich ab. Ihr wollt, dass ich die Sachen kläre, die ich irgendwo hinbestelle? Und dann fuckt ihr mich die ganze Zeit ab. Dann hab ich keinen Bock drauf. Du könnt jeden mit den Was? Was war das denn? Was war der Inder, Junge? Da kriegt der Alk wieder rein. Ja, wir sind wieder besoffen. Fahrgulasch gekocht. Jeder? Immer noch? Hat jemand Streuseltee und Korn für mich? Ja, aber du musst das klären, du bist der OG. Ja, nö. Da machen die Ropen das. Ich will nicht mehr spielen. Da gibt's nicht mehr zu klären. Doch, ich klär das gleich. Wenn du jetzt anrufst... 500k, das knallt. Ja, dann mach.
Ich klär das gleich. Nein. Ich halte meine Hand über die. Nein. Du machst doch gar nichts. Wir werden doch. Wir werden da gleich auf spontan hochfahren. Dann nochmal das Gespräch so mit dem suchen. Ich hab keine Ahnung. Ja, und dann ist der nicht da. Ja, dann ist mir scheißegal. Dann klären wir das Freitag. Ach, dann so, können wir jetzt hochfahren. Nein, wenn wir das hier geklärt haben, ich habe keinen Bock auf den Zeitpunkt, mich jetzt festzulegen. Warum bist du jetzt so aggressiv? Wohl ich mich Witz, was soll das denn jetzt? Man darf keinen Schnee essen, Gelbe. Ich bin gelb. Das kann ein bisschen dauern, ne? Wer ist denn das? Wer? Ist das Abo? Ja. Abo, verpiss dich jetzt. Coole Patches, Abo. Woher? Ah, auch an der Stelle auch auf. Schnell weg. Wie gesagt. Ja, kennen wir ja. Du Wichser. Der hat dir nichts mehr zu suchen. Wer sind Sie denn? Wer? Hallo? 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 Mahlzeit! Boah, lass da einfach Stadtpark gehen. Junge! Junge, schau jetzt ab. Ah, Pata-Zombie! Ne, ich warte jetzt nicht hier, bis einer einloggt, Alter. Wer bin ich denn? Black Temple, kommst du mit? Da war er blöd. Boah, ein bisschen. Au! Was ist los passiert? Herr, warum trittst du gegen das Auto? Weil du mich angefahren hast, du Schwein. Was quatschst du? Geh nix, hab ich. Kein Bock, da jetzt 5 Stunden zu stehen, bis nein, aber aus der Bude kommt. Was ist eigentlich für eine Möhre hier, Alter? Wapitubo. Sollen die Robben das klären? Ich weiß gar nicht, worum es geht, Alter. Weißt du, worum es geht? Nö. Irgendwas wegen Essen. Das ist eine schöne Stadt. Bei Tuf und Finn gleich nochmal. Die ganzen anderen Raupen hin. Keine Ahnung. Mila schmeckt den Weihnachtsbaum. Schon seit ein paar Tagen, glaube ich. Ja, wir haben einen großen Busch gekauft. Die machen ganz ein Baumhaus, Alter, aus Tannenbaum. Der hört nicht. Ich rufe den Film mal. Was ist denn hier los? Was zum... Was denn? Komm mal da rechts, links. Ja. Hallo, sind Sie nur aggressiv? Nö. Hallo, ja, was ist los? Warum bist du so aggressiv zu mir? Ja, weil ihr mich nervt. Warum? Ich hab nichts gemacht. Junge, ihr schreit die ganze Zeit. Ja, lass doch, warte doch einfach mal. Doch, ihr habt auch genauso umgekickt. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, egal. Ja, was ist los? Soll ich schon mal mit dem quatschen gehen, um so einen Überblick zu bekommen? Ich hab das gerade alles am Telefon mit ihm geklärt. Okay, also mach nix. Ich hab abgeschritten, dass wir das waren, dass sich wieder Leute als uns ausgeben und uns das auch abfuckt, halt auf die Masche wieder. Und weil ich mich so abgefuckt hab, machen wir es jetzt Freitag so, wie wir es geplant haben vorher schon. Wir stellen die Sonntag, bevor das Creep auf, Freitag, bevor das Creep aufmacht, alle an die Wand. Beziehungsweise suchen sie das Gespräch mit denen und sagen, es wird nicht mehr im Cube verkauft, ohne dass sie es von uns beziehen.
Okay. Ja, das klärt sich aber Freitag. Oder wenn die, wenn das abends, also heute Abend nochmal was passieren sollte, dann klären wir es morgen oder heute Abend. Okay. Aber, ja. Aber diesen Russland, der ist scheißegal, ruf die nicht an. Okay. Okay. Dann bis gleich. Ja. Immer alles aggressiv. Boah, hier ist Weihnachtsmarkt. Das ist schon eine Weile so. Ja, ich hab den nicht gesehen. Kann man nur was kaufen? Nee, ich glaube nicht. Der sagt, wir sollen nicht hochfahren. Lass mal beim Architekten gucken. Du warst voll hübsch, ne? Das ist voll seltsam. Why, Kiki? Why? Au, 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 au. Oh, Entschuldigung. Warum sind die so alle aggressiv? Weiß nicht. Du findest hier keinen. Heute ist Geiselnahmen Donnerstag. Ach nee, heute ist Mittwoch. Ne? So scheißegal, die war schon mal der Geiselnahme. Manchmal reden die auch. Mit der Verhandlungsführung, ja. Und sagen, abgeknallt. Arschloch. Oh nein! Oh. Geht's dir gut? Ich bin auch krank wacken. Verweile. Alles tippidi-toppidi. Boah, es geht ja gar nichts heute, Alter. Was ist denn jetzt los? RP kaputt oder was? Stadtpark zwei Menschen. Boah. Was ist denn Johnny? Ist nicht. Hab ihn schon ein paar Tage nicht gesehen. Also. Aber ich war auch nicht so oft aus Haus, Dicker. Wo die Waffe in Becken war, die klauen. Sollen wir uns hier ein Geld nehmen? Hm. Ich mag das Auto, ne? Das fährt schon an einem guten Schnee. Bist du hässlich, Alter. Du bist hässlich. Ja, ich weiß. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Pau ak bitubu. Willst du was von meinem Eisbecher? Du hast keinen Eisbecher. Ah, wo, Digga? Was von euch ist kein Eisbecher, Digga? Klopf, klopf. Was ist. Was? Halt der Motor rum. Was? Was sind. Was zum Teufel? Fuck, Alter. Das sieht aus wie so ein schlechter Einkaufswagen. Ich höre alles. You suck. Du suckst selber noch. Boah, ich habe nicht die Nummer. Was geht ab? Ja, hat dich jemand angerufen jetzt? Jo, ist geklärt. Ihr wart das anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Was ist denn überhaupt passiert? Hä? Hardy wurde abgestochen. Wer ist denn Hardy? Der Fette, der so Dinge der verkauft. Den erkennst du am Gang. Ja, und was soll der Park damit zu tun haben?
Keine Ahnung, es wurde... Wir haben vorhin nur mitbekommen, irgendwie orangene Bandanas. Und dann ist noch das Wort Junkie Park gefallen. Und da habe ich mir gedacht, gut, rufst du dich mal an. Ja, aber egal, was dir passiert, ist immer Junkie Park. Ja, das habe ich vorhin auch schon mitbekommen von einem Kollegen. Tracks. Wir sind keine Gang. Ja. Wir sind eine Truppe, die Spaß haben will, Freunde und so. Keine Ahnung, wer das sonst war. Auf jeden Fall wurde... Also YOLO und Brian haben sich bei Codys gekloppt. Und dann wurde Hardy dafür abgestochen und dann haben die drei oder wer auch immer, haben dann Stadtverbot bekommen. Was ich allein schon schwachsinnig finde. Stadtverbot, Mann. Ja. Wir haben noch nie zehn Jahre gesagt Stadtverbot. Oder Southside-Verbot, was auch immer, keine Ahnung. Weißt du, was mit dem anderen Juri passiert ist? Der lag im Koma. Warum das denn? Er ist vom Mount Gilead gefallen. Wie, das vom Mount Gilead Fahrradtour gemacht und dann ist er runtergefallen. Und geht's ihm wieder besser? Ja, ich glaube, so langsam geht's ihm wieder besser. Aber keiner hat irgendwie Bescheid gesagt, dass er im Koma lag. Puh. Ja. Der geht nicht im Handy. Schläft bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Der wird noch fertig sein. Hast du dir die Nummer von dem Typen, der angerufen hat, gespeichert? Nee. Ja, wenn noch mal irgendwie sowas kommen sollte, dann ruf wieder mich an. Alles klar. Dann geh verdreckt zum Park. Ja. Okay. Alles klar, ich danke dir, ne? Ciao. Der Architekt ist vom Mount Chillard gefallen. Von dem Berg da hinten. Klar, das ist... Ja. Ja toll, der ist auch nicht da. Lass mal zur Villa fahren. Der hatte bestimmt auch Diamantenrüstung an. Hast du mitbekommen, dieser Hand, dem die Villa gehört hat, ist nicht mehr im PD. Ja. Das bedeutet auch, der hat keinen Schutz mehr. Und wenn es ein Ex-Cop ist, auf der Straße halt eh verkackt. Lass ihn ficken, ja, Salami! Aber dem geht's wieder besser, dem Architekt. Der geht's besser? Geht dem gut? Wundergut? Ja, wo ist der denn? Wenn dem gut geht. Der John meinte, der ist nicht im Krankenhaus. Frechheit. Ich verstehe jetzt aber nicht, warum die jetzt noch eine Villa besetzen. Ich hab das nicht mitbekommen. Was ist das denn, Alter? Lost MC hat aufgestockt. Locus Squad. Das ist ein Loco FND Drake. Alles klar. Boah! Boah! Putzbach! Boah! Erwachsenenvollzug! Boah! Kann man euch helfen? Wir wollten nur gucken, was hier los ist. Also, ist das hier Putzbach? Wir wurden weggekegelt. Wer wurde gekegelt? Ja, wir im Jugendamt. Ja. Scheiß Kuppers. Ach, die Police. Tschüss. Man sieht euch gar nicht im Schnee. Ja, Mann. Ich weiß, wie... Die sind bestimmt nicht illegal. White Knights. Hallo, das ist kein Parkplatz hier, ne? Ich ruf gleich die Cops. Die sind doch schon da. Parkt ihr oder haltet ihr? Na, hör mal. Boah, guck mal, wie der driftet, Alter. Der wäre fast in uns reingefallen. Lass sie mal nach Ausweis rumzufragen. Dann machen wir eine Akte auf. Wer war das? BOM, ne? Ich glaub schon, ne? Schneepanther. La Clica. Die waren erstmal frech, dann haben die dich gehört, dann waren die auf einmal ruhig. Ich verstehe nicht, warum. Ja, weil ich bin einer von 6 OGs der überhaupt bin. Ich dachte, wir hätten 20 OGs. Bei uns ist jeder OG, damit es keinen Ärger gibt. Und keine Unstimmigkeiten natürlich. Boah, ich rutsche mal aus beim Klitschefahren. Wir können gleich mal zum Tuna fahren. Wegen den Cocksnicky. Der braucht eine Verlängerung. Der ist geboren. Der ist so geboren. Oh mein Gott. Aua! Hast du wehgetan? Nein. War doch nur ein Huckel. Ich weiß. Die da mag ich so sehr. Ach, Kopfschmerzen. Aua, mein Kopf. Aua. Echt jetzt?
Ach, geht wieder, alles gut. Ich hab kurz Imo geworfen, Bruder. Gut, Diesel. Pharmaindustrie, ich bin ein Befürworter. Das unsere? Mhm. Auto steht immer noch hier. Oh, der hat sogar Kamera. Aber keine GoPro. Zu welchem Tuner kommen wir denn? GoPro, ne? Dennis? Oben im Norden haben die Jungs immer getunet. Wir bekommen da bestimmt irgendwo Prozente. Meinst du? Na klar. Woran das wohl liegt? Nicht wegen mir. Nee, natürlich wegen Codys, weil wir uns so gut mit dem verstehen. Und die auch mit dem. Haha. Woo. Yeah. 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 Apata, Svanny. Oh, das ist so ein Weihnachtsbaum. Fucker you all. Hier ist halt geht nichts los. Oh. Da tot diese. Kaputt. Hat der Cody's auf? Ja. Vielleicht ist ja jetzt dieser Reißzahn da. Ja. Ins Auto. Doben? Keine Ahnung, wo wir sind. Ich nix sehen. Boah! Butzbach Couch! Das ist T-Ring, da musst du V-Sync ausmachen. Oder anmachen? Irgendwie so. Na, ist da. Telefoniert von Jan. Jetzt schon kein Bock auf die hohe Stimme. Mahlzeit! Mahlzeit! Hör, was geht ab, Curtis? Was geht ab, Curtis? Coole Stimme, woher? Man weiß nicht. Gefunden auf Auto.de. Haben wir bei irgendeinem Tuner Rabatt oder so? Ja, bei Nies 10%. Okay. Bei der Gröf, ne? Genau. Können die schon Nappas Kinderleder verarbeiten? Was geht? Nichts bei dir? Das haben wir noch nicht gesagt. Ah, bleib hier. Sind hier political Crackdown, ne? So, die bitte nicht, Kollege. Und wie geht's euch? Bestens. Ich bin high, Junge. Richtig high. Fisch oder dicht? Dicht, Junge. Anwo? Bist du dumm, Junge? High Fisch, Junge. Bist du dumm? Junge. Alter, ihr habt einen Fernseher, SLME. Ja, klar. Warte mal, der aber Architekt, das Bild friert habt ihr das so aus dem Norden geholt alles? Ja, das eine habe ich aus Dings geklaut. Da hatten bei der 187 stand noch so ein paar eingepackte. Da habe ich hier rangehangen. Der Generator auch? War für Yves übernatürlich großen Vibrator. Den habe ich auch mitgenommen, weil der läuft mit 5 Kilowatt die Stunde. Ja, nee, und die Sofas haben wir. Ach, ist ja dafür auch der Generator da hinten rechts? Nee, das war ja ihrer. Ach so, sorry. Nee, den Dildo habe ich nicht mitgenommen. So was fasse ich nicht an, Kollege. Das ist Haram, weißt du? Sex ist eklig. Juni? Mach dir da mal Arschbombe drauf. Ein Sex vor der Ehe. Önkel? Ein Sex vor der Ehe. Ja, hier ist mal der Önkel ist jetzt mal eine Bitch geworden. Sag nicht mal Tag, ne? Hab ich doch. Also. Ja, machen die beim Tuner jetzt auch die Inneneinrichtung? Wie Tine Bitte? Bei paar Karren. Tagsam. Tagsam.
Aber Jungs, hier der Tuner oben in Paleto, der ist auch relativ gut daran interessiert, Deals zu machen, wenn ihr viele Autos habt. Naja, da steht noch was im Raum. Da müssen wir erst noch was klären. Ich hatte mich heute erstmal sehr erschrocken, als der Cookie da rangegangen ist. Ja, das ist halt sehr inhaltlich. Das ist ein Triple. Das wusste ich nicht. Russland-Cookie-Leute da, die haben jetzt so eine Kette, Cubes Diner, der Club und oben das VD Customs gehört jetzt auch denn. Ach, dann gehört dieser Adam ja da auch mit zu nennen, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Alter. Die haben auch so eine, ja, die haben auch so eine Website. Oh, Peace, Geld. Ja, Reese, ne? So eine Auto-Website. Ich zahl kein Geld. Ritzmann. Ja? Hier, wir wissen auch, dass sie im Cube verticken mit den Joints, die eigentlich euch gehören, ne? Oh, was? Ja, ja, dieser Yum Yum, Adam und Hardy, die sind ja die Arbeiter von euch. Mhm. Und die haben ja, also Schwabbel meinte zu mir, dass sie noch nichts abgeliefert haben von an euch. Und wir wissen, dass sie im Cube verticken und die und es bringt keine Leute, also keine Dealer von uns oder anderen Dealern, die Sachen in den Cube. Und dieser Russland hat auch letztens... Gut, aber da kümmere ich mich drum. Ja, da kümmern wir uns drum. Nee, das ist das, worum ich mich kümmere. Nee. Die machen nein, so Straßenverkauf. Nein, vergessen. Ja, das ist doch ganze Knicken. Digga, das ja, aber die machen so Straßenverkauf kaputt. Und im Club. Wir sind schon das mit denen am Klären, also lass doch mal die Finger weg. Wir kümmern uns darum, dass im Club wieder wir verkaufen und ihr kümmert euch darum, dass die den Stoff ja nicht bei euch ranbringen. Ja, richtig. Das ist mir scheißegal, wo die mit deren Joints kennen. Solange die von uns beziehen. Oh, endlich wieder kuscheln, erstmal einen Track raushauen. Ja, ja, übel, ja, ne? Mann. Ich hab's richtig vermisst. Naja, es ist Winter, ne? Es ist kalt. Richtig. Ja, nee, weißt du, Curtis, ich hab einfach Angst. Weißt Hast du Angst, deine Machtposition zu verlieren? Ja, absolut, ohne Witz. Also, oh, es ist mit der Logen ruft mir von Oh, ne. Der Logen ruft an, wie kommt das denn? Kommt, warum das denn? Ach Mensch, Füße. Das kann ich jetzt nicht kommen. Bleib mal hier. Dreck. Ja. Also, sowas sag mal nicht. Ja, wieso Dreck? Der Herr Logan ist sehr nett. Ja, ist so richtig. Das ist ein Nutten. Hallo. Nein, hallo. Na, hör mal. Ja, besser ist das ist ein Sohn einer im Prostitutionsbereich geschiedenen Frau. Hört auf, so zu sagen. Warum? Ich mag den nicht. Der Sohn von einem Hund. Kollege. Oh, was? Hallo. Ja, aber ihr habt auch wieder rekrutiert, ne? Am Stadtteil? Nein. Nein. Klar. Nicht? Wir haben einfach viele Cousins. Achso. Ja. Aber warum? Wer ist der Neue? Niemand. Und die Frau ist neu. Nein. Ist dumm, das ist... Ist das Kollege? DJ? Was? DJ? Digga, das ist meine Freundin, du Fotze. Achso, ja, ich meine die Tuner jetzt, ne? Wer weiß. Durch hier. Hallo? 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 Langsam. Dreckiger Jadi, geh außen rum. Verdammt nochmal. Ich sitz auf deinem Schoß, Nick, ist das okay? Ah, wer? Der Nick. Ja, der Nickelodeon, ist sein Spitzname. So, was hat er gesagt? Ach, der Lügen hat mich angerufen. Was wollte der denn von dir? Der will sich mit uns treffen, so schnell wie möglich. Ja, sag grüß zu den Jadis. Also, lass mal treffen mit denen. Am besten, hallo, wir haben gleich auch noch einen Termin. Am besten in einer kleinen Gruppe und einer kleinen Runde, weil wir haben eine Snitch bei uns. Warum? Safe an den scheiß Anwalt. Ja, deswegen den Anwalt. Ich geh den suchen, ich schwör. Wir wissen das so, und dass der Link sich da jetzt nochmal weitermacht, obwohl wir es direkt im Gesicht gesagt haben, den Typen da. Ja, was? Der mal bei unserer Verhandlung da sein. Ja. Selber schuld. Geil, kommen wir mit allen dahin? Ja, ne? Ja, der meint ja kleine Gruppe, aber... Ja, wir sind ja eh nicht so viele momentan. Wir wissen es doch. Juckt doch nicht. Ich hab einen Bauchnabel. Mit oder ohne Vorsicht? Babel sagt, Johnny und Curtis fahren dahin. Vielleicht, ja doch, Johnny und Curtis bei den Vertrauen. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Was muss ich sagen? Sagst du. Komm kurz. Wohin gehen? Wohin ist Weg? Ist der unerfahren? Ist der aufgeklärt? Lizzie, was rufst du mich an? Wo bist du? Ich bin nicht aufgeklärt. Ich weiß. Ich kann es noch nicht sagen. Okay, Herr Jonathan. Wo bist du, Stück Scheiße? Erklär mir. Die Jungs von uns. Hast du ein Auto? Ja, aber, warte mal. Ich hab Auto. Ja. Ich hab Auto auch hier, deswegen. Sollen wir mit dem da fahren? Ja, vorhin. Ich hab Komet da. Achso. Pass auf. Der Bademeister. Mm.
Er ist hingegangen und guck mal, als wir die Gerichtsverhandlung hatten, ne? Ja. Ist der Typ einfach nicht mehr aufgetaucht, der Anwalt von uns. Dieser Link-Typ. Dieser Kiez-Anwalt von einmal Link, Tag, ja. Bitte. Das ist aber kein Porsche. Ja, da vorne. Einfach... Okay, er hatte Gerichtsverhandlung, neuer Anwalt ist nicht aufgetaucht. Ja, der ist nicht aufgetaucht, hat uns einfach hängen lassen. Und dann ist der Bademeister hingegangen und hat beim Gericht oder bei den Cops mit den Jagdsprühen eine Aussage getätigt, ne? Ja. Und diese Aussage, warte, ich geb dir mal direkt einen Schlüssel für die Karre, ne? Ja. Diese Aussage beinhaltet Folgendes, dass der Link den, ach warte, weißt du was, ich rufe den, weißt du, der Bademeister soll dir das erklären. Und der Logan wird sich jetzt treffen, weil wir eine Ratte bei uns haben. Ja, genau. Und der obwohl sagt gleich den Bademeister, oder? Wir haben den Link sogar schon in die Fresse gesagt, dass der Bademeister da war, ne? Ja, aber Zugfahren. Was hat der Bademeister gesagt? Wie? Oder Bademeister, komm mal her. Nein. Bademeister. Ja, warte. Wir treffen komm uns mal her. Mit irgendeinem. Ja, ich komm. Was denn? Erzähl nochmal, was hast du da nochmal gesagt bei der Polizei? Erklär nochmal. Mit 187, wo der Jax für in den Knast gegangen ist. Mit dem gefälschten Ausweisdokument war das. Also pass auf, der Jax ist im Knast gegangen für die für den Logen. Für die Einsack Zwiebeln? Ja. Hat dafür Geld bekommen, wo der hat noch dafür Geld, hatte damals. Hat dafür Geld bekommen und die haben halt irgendein Dokument gefälscht dafür, damit das klappt. Okay. Also der Link hat das gefälscht. Ja. Ja, also der oder? Hat das gefälscht. Ja, ich glaube schon, dass er gefälscht hat. Ja, das ist das, was ihr gesagt habt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Ja. Und der Jax hat das auch gemacht. Und der Jax hat Geld von der Bademeister vom Logen, gekriegt. Also vom Bademeister. Ja, dafür hat er die Aussage gemacht. Das weiß der Link nicht. Aber das weiß der Link nicht. Warum Link bezahlen wir den Jax, damit er für den Logen im Knast gilt und wir bezahlen das? Ja, ne, ich hab das bezahlt, dass der eine Aussage macht gegen den Link. Also. Verstehst du jetzt? Damit er seinen Job verliert. Warte, erklär nochmal, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube, der hat das nicht gerafft. Warte mal, der Jax ist im Knast gegangen für 187. Der ist genau. Damals in den Knast gegangen, als der, kannst du noch dich dran erinnern, als der die $250,000 Schulden hatte bei uns und sich statt hier Schulden abbezahlt, einen Jugendler gekauft hat, genau. Da ist er für Logan von der 187 in den Knast gegangen, wegen dem gefälschten Dokument, was die da vorgelegt haben. Das okay. Ist aufgeflogen. Dann haben die gesagt, der Jax hat das gefälscht und wegen dem ist das jetzt da passiert und sowas. Okay. Und dann ist der, oder der sollte in den Knast gehen, aber das wurde wohl alles fallen gelassen oder so. Hat aber trotzdem irgendwie, ich glaube, 100 Riesen dafür gekriegt. Ja, aber was will der Logan uns jetzt sagen? Ja, dass ich den Link bei den Cops verraten habe. Das will der euch jetzt sagen. Obwohl der Link schon hier war und der Bademeister dem auch in die Fresse gesagt hat, dass er dass er eine Aussage gemacht hat. Weil der Jax den darum gebeten hat, quasi mit dem dahin zu fahren und mit dem die Aussage zu machen. Im Endeffekt ist es voll unnötig, dass der Logan jetzt mit euch reden will, weil der Link weiß oder so, dass Johnny das weiß. Weil Johnny habe ich ja dazugeholt. Oder Johnny hat ja, oder stand daneben so. Und der Logan will uns jetzt quasi sagen, dass du irgendwas verraten hast. Ja, genau. Der Hund? Pass auf, das Ding ist jetzt, bleib mal da in der Nähe und du bleibst hier bei mir am Telefon. Ich bleib am Telefon? Bei mir, ja. Ja, alles klar. Ruf dich gleich an. Ja, okay. Meinst du, der schiebt jetzt Welle? Wenn ich dem sag, ja, ich weiß das. Mann, wenn der Welle schiebt, dann machen wir das Barrio zu da unten. Ich kauf den ja, ganzen du weißt Laden. Ja, du weißt ja nicht, was der jetzt gleich vorhat da. Weißt du, wenn ich da mit dem Curtis alleine bin. Und wegen hier, ihr kriegt keinen Koks mehr und so, weißt du? Ja, aber was daran so schlimm, dass der das so verpetzt hat? Ja, weil der ein Anwalt war. Der jetzt ja, Job, aber der Anwalt der ist eh ein dreckiger Wichser. Ja, erstens das und zweitens ist er jetzt sein Job los. Der kann ihn nicht mehr vertreten. Das ist halt deren Problem. Und aus jetzt. Welchem Grund haben wir dem verraten quasi? Erstens, weil der zu viel Geld wollte von uns. Ja, weil der uns erpresst hat.
Nein, nicht weil der uns erpresst hat. Guck mal, der wollte pro War das nicht die Sache, wo der jede Woche irgendwie 150.000 haben wollte? Auch, ja. Aber der wollte, 75.000 pro Kopf haben, wo das mit dieser Verhandlung da war, letztens mit Johnny, Jack und wer war das noch? Finn? Max. Ja. Und da wollte der 75.000 pro Kopf haben und kommt noch nicht mal zu unserer Gerichtsverhandlung. Ja, aber dann haben wir doch einen Grund, den zu ficken. Klären. Was? Dann haben wir doch einen Grund, den Typen zu ficken. Ja, haben wir. Hab ich ja, verlangt jede Woche Geld von uns, 75.000 pro Kopf bei der Verhandlung und taucht dann nicht auf. Ja. Und fickt uns damit, ne? Und riskiert, dass wir in den Knast gehen. Aber und dann kriegt er halt seine Retourkutsche. Ich hab dem eins vorgegaukelt, halt, dass der Jax das eingefädelt hat. Aber das sollte der halt nur glauben, solange der noch Anwalt ist. Aber jetzt ist er eh kein Anwalt mehr, von daher kann er ruhig die Wahrheit wissen. Lass einfach hinfahren. Macht ihr euer Ding. Was soll passieren? Warte, ich ruf den an, ich frag den mal, wo der sich treffen will. Soll der doch rumholen, weil sein Anwalt gefeuert wurde? Mir juckt das. Digga, das hört mich überhaupt Letztens nicht. Kam der her und meinte, ich fick das FAB, gib mal Infos. Jo, wo soll man hinkommen? Ja, ich komm mit dem Curtis. Vielleicht ist auch Curtis die Snitch. Ja, klar. Ja, mir ist das auch egal. Lass okay. Mal und chillen. Ja, bis gleich, schau rein. Der ist auf jeden Fall weit weg, weil der wird wahrscheinlich gleich rumschreien. Wir fahren jetzt zu denen. Alles klar. Ruf an, wenn du da mit dem laberst. Ruf dich jetzt schon an. Ja, oder so. Bin dir dann ins Telefon. Warte, lass mich hier am besten aussteigen. Mir war egal. Wir halten uns dann keinen Gangster-Codex. Chat ist müde. Wir ja. Schon 11 Uhr, Alter. Ja, begibt euch mal da in die Nähe. Hm. Ja, okay. Ach, Quatsch, Mann. Ja, falls er doch installiert, so weißt du. Sehr halt. Sicher. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Wenn die was vorhaben, dann würde ich denen raten, dass die uns umbringen. Oh, Helikopter. Oh, FMI. Hier war voll eine Knitterei. Ich glaube, die Drips gingen 44. Ui. Und die Drips sind jetzt United? Hä? United ist irgendwie zu den Drips rein? Ja? Die haben sich verbrüdert, ja. Die haben so Patchover gemacht. Willst du mit dem Lügen reden? Ich hab darauf gar keinen Bock eigentlich. Ich ne? Hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Du weißt doch jetzt, was los ist. Ja, aber. Ich weiß genauso viel wie du. Lass doch erstmal hören, was der zu sagen hat. Aber Bademeister hat doch einen Grund, den zu ficken. Ja, ja. Mann, ich bin Dingens, Mann. Ich bin Logan aus der Wizard, Mann. Dann gibt kein Koks mehr für euch, Mann, wenn ihr Snitches seid, Mann. Tagsam. Also undercover kennt er, ja? Wie? Ja, kommt rein, Jungs. Ich dachte gerade, ihr werdet ein Fächer von uns, Alter. Ach so, da, ja, gut, dann aber hätte ich ja auch reinfahren Rosa. Können. Warum haben die Beine hättest du, ja? Ja, gut, also. Ich denke, ich komme direkt mal auf den Punkt, dann brauchen wir auch nicht drum herum reden, weit. Erzähl, hau raus. Also ihr habt das Snitch bei euch zu 1000%. Zu 1000%? Zu 1000%. Ich weiß nicht, ob der so heißt bei euch oder ob der sich so nennt, aber der nennt sich Bademeister. Was hat der, wo hat der was gesagt? Der hat gesnitcht, Digga. Der hat bei den Bullen was unterschrieben und hat mich gefickt damit. Ihr kennt doch Jack Safe, oder? Ja. Pass auf. Ich habe damals Jax benutzt, damit er so gesehen eine Falschaussage tätigt beim PD, hat Kohle davon gekriegt von mir, 120.000, damit er eine Falschaussage tätigt, damit ich in den Knast komme. Ist so alles ganz gut gelaufen.
Bloß hat dann wohl Bademeister das mitbekommen und noch irgendjemand, ich glaube, der heißt Finn. Kann das sein? Ja. Der hängt da wohl auch mit drin. Haben den wohl ab an eine Seite geschleppt und haben zu dem gesagt, yo, für was hast du die Kohle und so ein Scheiß. Und dieser Jax ist natürlich so eine hohle Fritte, Alter, und hat natürlich auch alles erzählt. Lass dich drüber reden, so. Ja, genau. Richtig. Er hat direkt erzählt, so, ja, ich habe für Logan eine Falschaussage gemacht und habe dafür 120.000 gekriegt. Wo ich mir halt denke, ja, das ist da. Lass über den nicht reden, mit dem habe ich eh schon abgerechnet. Aber warum, okay, aber dann hat der dich doch verpetzt. Ja, richtig, jetzt pass auf. Bademeister ist damit zu dem Bullen hingegangen und hat Jax eine Knarre an den Kopf gehalten, hat zu ihm gesagt, sollte er das nicht bestätigen, was er bei dem Bullen aussagt, macht er ihn weg. Bademeister ist zu dem Bullen, zu Lange und noch jemanden, Lange ist Staatsanwalt, und hat dort gesagt, dass er eine Falschaussage getätigt hat und dass das so gesehen, dass ich ihm 120.000 gegeben habe. Und Bademeister hat den ganzen Wisch unterschrieben. Ich weiß das aus ganz sicherer Quelle, weil Link, ich denke, Link kennt ihr, oder? Mhm. Link hat heute seinen Job verloren, seine Lizenz als Staatsanwalt, weil er gesnitcht hat und so gesehen Link den Kontakt zu Jax mir ermöglicht hat. Und genau so haben die das gesagt und Bademeister hat das auch genau so bei den Bullen unterschrieben. Warte mal, ist Link der Anwalt? Ja, richtig. Der 75.000 von uns wollte pro Kopf und dann nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen ist? Das weiß ich nicht, Digga. Was? Das ist er. Was jeder macht, für die ist keine Ahnung. Und das hat dir dieser Link erzählt? Ja, richtig. Und es ist auch schon bestätigt von der Dings aus, weil ich jetzt, wird dieser ganze Fall wieder aufgerollt und ich werde wieder belangt in kompletten Maßstraf. Also komplette Strafe soll ich jetzt bekommen. Aber warum sollte Bademeister hingehen und den Jax dazu zwingen, dich zu verraten? Keine Ahnung, Digga, warum er das gemacht hat. Also ich will dir mal was über den Herrn Jax mal was erzählen, ne? Ja, der ist eh eine Niete, Digga. So ja, pass auf. Damit du mal weißt, was das für eine linke Ratte eigentlich ist, ne? Ja, hau raus. Wir haben den schon öfters angeboten, dass der für uns arbeiten kann. Damit der halt nicht irgendwo auf den Erdbeer fällt oder beim Holz oder beim Mehl irgendwie arbeiten muss. Und der hat es bis jetzt immer wieder verkackt. Ich habe den sogar eine Woche habe ich den sogar noch eine Chance gegeben, ne? Und habe den gesagt, pass auf, komm, ich bin so gut, ich gebe dir noch eine Chance. Du darfst noch mal arbeiten so. Wenn du mir einen Joint vorbeibringst, kriegst du $170 für einen Joint. Und je nachdem, wie gut du arbeitest, kannst du auch vielleicht mehr kriegen dafür. Ich meine, das ist immer noch mehr, als wenn der irgendwo auf dem Erdbeerfeld steht und so. Ja, safe, natürlich. Weitaus mehr. Nachdem der gesagt hat, geil, machen wir. Ich habe sogar noch zwei andere, so, die ich mitnehmen könnte und so. Oder ich sage, ja, pass auf, gucken wir erstmal mit dir und dann gucken wir weiter mit den anderen beiden. Ja, super. Das hat, glaube ich, keine 2 Tage gedauert. Dann ist der junge Herr Jax Grün rüber zu den Yardis gegangen. Und hat sich da ein Angebot Angebot reingeholt, ob er nicht da vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegt für einen Joint. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Was eine Diese Fotze, kleine linke Ratte. Da müsste man mal. Der hat sich vor 2 Tagen $140.000 an Geld geliehen von einem Typen, ne? Weil er gesagt hat, der hat überall Schulden. Hat die Schulden auch bezahlt, die 140.000, aber hat im gleichen Moment für 131.000 sein Auto getunt. Hä? Was ist das denn für ein Holzkopf? Ja. Das ist der Herr Jax Grün. Ich glaube nicht, dass Bademeister hingeht und dich explizit verrät oder so. Wenn das passiert ist, muss das einen anderen Grund haben. Und der wusste nichts davon, dass du damit drin hängst, mit irgendwas. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das was mit diesem Link zu tun hat. Also, weil der die hier sitzen lassen hat. Jungs, versteht mich nicht falsch. Mir ist das eigentlich letztendlich scheißegal. Bloß er hat seine scheiß Unterschrift darunter getätigt, bei einem Wisch, wo ich jetzt am Arsch bin. Darum geht's mir. Und ich habe keinen Bock jetzt für was einzufahren, Alter, was über 8 Wochen her ist.
Und nur wegen seiner scheiß Unterschrift, der jetzt wieder neu aufgerollt wird und ich dafür tagelang in den scheiß Knast reingehe. Wie, der hat mit Bademeister unterschrieben? Was weiß ich, Digga, mit was er unterschrieben hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass er es gewesen ist. Ja, aber du sagst, du weißt das, aber hast du das Dokument gesehen? Nein, das Dokument habe ich nicht gesehen. Also kann aber dir irgendjemand eine Scheiße erzählen? Prinzipiell schon, aber was ich nicht glaube, weil das Ding schon ein bisschen länger rumgeht. Da müssen wir gucken. Am besten, wir holen alle zusammen. Auch diesen Jax und diesen Anwalt. Und da müssen dann ein bisschen Zähne ausgeschlagen werden. Irgendjemand labert auf jeden Fall Scheiße. Ja, herzlich willkommen in Los Santos. Los Santos Tag und Nacht, meinst du, Alter? Keine Ahnung, frag Bademeister. Ich kenne den nicht. Wie gesagt, ich habe mit dir nichts zu tun. Ich habe nur eine Handvoll Nummern von euch, mit denen ich Kontakt habe. Das war's dann auch. Ich weiß, über diesen Link-Typen weiß ich nur, dass der pro Woche von uns irgendwie 150.000 haben wollte. Damit der für uns hier den Anwalt macht. Okay. Und dann gab's eine Gerichtsverhandlung, da wollte er 75.000 plus die 150.000 die Woche. Ja, ich habe den damals gesagt, pro Kopf. Das lohnt sich nicht, vielleicht mit den 150.000, weil wir nicht so auf dem Knast sind. Und dann war die Gerichtsverhandlung und der ist nicht aufgetaucht. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann müsste ich jetzt pro Kopf 75.000 nehmen. Ja, wahrscheinlich, Alter. Für ich glaube, man hat ein, zwei Stunden im PD oder so, ne? Ja, dann verteidige ich mich lieber selber und mach wahrscheinlich nur 75.000 Strafe oder ja, so. Ja, Bruder, du bist doch ein Anwalt, ne, Logan? Und wir mussten uns am Ende selber drum kümmern, dass wir uns selber verteidigen und so eine Scheiße. Wir standen am Gericht am Ende selber da, ne? Und wir hatten Glück gehabt, dass das Ding fallen lassen worden ist. Ja, aber kann es sein, dass Bademeister den gepfickt hat und gleichzeitig auch dadurch, ohne dran zu denken, Logan quasi gefickt kann hat? Sein, ja, natürlich kann das sein. Aber der wird wahrscheinlich nicht mit dem Kopf dran gegangen sein, von wegen, ja, ich muss jetzt hier die 187 oder den Logan ficken von der 187, verstehst du? Also, soweit ich weiß, wusste er explizit, dass es um mich geht dabei. Dass Jax eine Falschaussage für mich getätigt hat. Und das weißt du von diesem Link, dann soll dieser Link doch mal dieses Dokument geben. Und das weiß ich auch von Jax, das hat er ja gesagt. Ja, aber Bruder, der Typ. Ja, aber ich kann ja nur das glauben, was mir gesagt wird. Du weißt ja selber. Bruder. Ja, das. Junge, der macht dir Drift-Pommes, Alter. Also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Bademeister mitgegangen ist, wegen dem Link, so, ne? Aber wahrscheinlich nicht wegen dir oder so. Und der wird wahrscheinlich auch nicht dem Herrn Jax eine Knarre am Kopf gehalten haben. Und das ist es halt, wenn der. Guck mal, wenn der ihm versagt, der Bademeister hat mir eine Knarre am Kopf gehalten. Und deshalb hat er das gemacht. Dann ist der nämlich aus dem Schneider. Als ob der Bademeister hingeht und zu dem bedroht mit einer Knarre. Der fegt ihn halt einfach so weg. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne den Bademeister nicht. Außerdem macht der Typ sowieso alles, was man ihm sagt. Ich habe mich ja eh schon direkt maximal verarscht gefühlt, als jemand meinte, der ist Bademeister. Jochen Flo. Ja, lass den Typ doch mal ranholen. Also mal ab, ich ruf mal Link an. Mal gucken, was er dazu sagt. Das muss natürlich gegengesteckt werden, ne? Die Dokumente, was der macht, kann ich auch mit Paint machen. Ja, Link, komm mal bitte zu Hut. Ja, bis gleich. JP, geh mal bitte vorne gucken, dass er kommt. Jax bringt die. Soll ich den Bademeister Jax hinrufen? Green. Meinetwegen kannst du gerne machen, wenn er da ist. Boah, ich sag dir aber, wenn der Typ lügt, ne? Der rastet aus, der schlägt ihn zusammen. Also nicht, dass der böses Blut herrscht dann. Das ist kein Problem, mein Alter. Gott, dieses dreckige Handy, Alter. Den hängen wir einfach in den Weihnachtsbaum rein. Und der hat jetzt dann seine Lizenz verloren. Ja, richtig. Ist das nicht der Anwalt vom Kiez? Komm mal zur. Ja, hat eine eigene Kanzlei, ne? Ja, scheint nicht gut zu laufen. Ohne Lizenz nicht, ne? Jax Green bringt Los Santos zum Wackeln, Junge. Der gehört aufs Feld, Junge. Ja, kein Plan. Wie gesagt, er hat es ja bestätigt, ne, dass das auch rumerzählt hat. Wer hat es rumerzählt? Jax. Er hat mir das ja erzählt, dass er als Bademeister gesagt hat, ein Bademeister ist mit ihm dahin marschiert. Und dass der Bademeister ihn unter Druck gesetzt hat, wegen Kohle und all so ein Scheiß. Wir haben mal ein Auto von dem gehabt, weil er seine Schulden nicht so gezahlt hat. Das haben wir so ein bisschen eingeparkt und der wollte mit einem Pounder kommen und das befreien damit.
Dann weißt du, mit was für ein Typ du zu tun hast. Der wollte mit einem Pauner andere Autos wegschieben und wegrammen, damit er in sein Auto rankommt. Also ich kenne den Typen eh nicht ernst nehmen. So. Ich habe dem gesagt, hey, pass auf, du schuldest mir jetzt Kohle, 60.000. Am nächsten Tag kam er, sagt er zu mir, ja, nee, kann ich nicht bezahlen. Ich so, ich habe dir eine Woche Zeit gegeben. Wie kannst du am nächsten Tag schon wissen, dass du es jetzt noch nicht schaffst, Alter? Und am nächsten Tag darauf aber ist er gekommen, hat mir die Kohle gegeben. Ich so, was hast du das denn jetzt gemacht? Arsch verkauft oder was? Erperfeld. Oder woanders Schulden gemacht. Ja, er hat nur erzählt, bei euch aufs Feld darf er nicht mehr. Oder will er nicht mehr. Bruder, oder irgendwie der hat bestimmt schon fünfmal die Chance gehabt, da irgendwas im Park zu machen. Der tut mir ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin, ne? Also uns. So, der wird immer überall weggeschickt. Digga, schon und verarscht. Wieder Heli. Ich glaub, nee, Cops oder? Kommen. Die machen Razzia? Nö. Ich höre ja Autos rumrum, ne? Mhm. Ja, ja. Ach, Bruder, was ist jetzt los? Einfach mit Schneeball werfen. Habt ihr Bullenautos überall? Boah, das sind ganz schön viele. Wer sind die denn, Alter? Wer sind das? Er hat voll die Paranoia, Junge. Wer sind das? Keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, dass ich schon mit dem Link und mit dem Bademeister zusammenstand, ne? Der Bademeister vor dem Link dazugegeben hat. Ja, aber der lügt. Wer soll beweisen, dass Dokumente echt sind? Der Philly redet, also spricht jetzt die Dingens aus. Wahrheit. Ich glaube, ihr solltet lieber abhauen hier, nicht, dass eine Razzia passiert. Wir schenken euch noch ein bisschen Zeit. Probiert so viel rauszuholen, wie geht, ja? Herr Brumm! Wahrscheinlich Razzia, Digga. Ich hab Knarre dabei. Ja, ich hab gar nichts, Digga. Kram wegpacken können und so. Machen die echt Razzia jetzt? Sagen, es kommt doch nichts hier hin, Junge. Das wäre doch mal richtig wild, oder? Okay. Zähl dir gut aus, du Wichser! Was? Onkel, wohin fahren wir? Hallo? Hallo? Herr Polizei, machen Sie Razzia hier? Wir haben gerade Drogengeschäfte zu klären. Sie nerven. Und dann will ich gar nicht stören. Ja, dann verschwinde. Hallo? Können wir die Razzia dann verschieben auf 10, 15 Minuten? Wie viel? 10, 15? Ja, so 10, 15 Minuten die Razzia verschieben. Glaub mir, wollt ihr nicht einreiten, wenn wir hier sind? Ja gut, dann rufe ich mal eben wohl durch, wa? Wir haben Leute auf den Dächern und so. Und ja, auch. Wir haben Leute hinter den Leuten auf den Dächern. Wir haben drei Helikopter. Ich hab vier. Ich hab einen Schwanz. Zeig mal. Klein, Lümmel. Zeig. Glaubt ihr nicht? Der eine, also bleiben wir jetzt hier oder fahren wir jetzt weiter? Oder macht ihr eine Razzia? Herr Washington, darf ich dich was bitten? Was denn? Wenn ihr jetzt hier wirklich einreiten wollt, lasst kurz warten. Wir müssen kurz mit denen da drinnen reden. Soll ich jetzt durchfolgen? Ja, warte kurz 2 Minuten oder was? Ja? Ja, du kannst das einrichten. Nein, der steht hier noch. Alles, warte mal, wir klären gerade. Ja, ich kann viel, aber warum soll ich das tun? Mhm. Weil ich dich drum bete. Mr. Washington? Oder bitte, so rum. Ja, es muss ja keiner verletzt werden, ne? Ja, bis gleich. Das ist richtig? Ja. Oh, das Fahrzeug wurde gerade gestellt. Oh, toll, jetzt können wir jetzt hier reinfahren, ne? Dann können wir ja reinfahren jetzt. Okay. Will, komm rüber. Tschüss. Ja. Komm mal. Ja. Also, Curtis, was hast du gesagt? Der soll jetzt nicht die Wahrheit sagen? Ja, entweder sagst du die Wahrheit einfach. Doch, warte, ich hab Plan. Oder du sagst halt, du wolltest den Link ficken, aber nicht den Logan. Das war halt, ne? Ja, ja, das gehört zum Beispiel. Ich sag ich die meine, Wahrheit, im Prinzip aber ist das ja auch so. Komm, lass dir rechts in die Gasse reinfahren. Dingens ist da, ne? Der Kiez ist jetzt auch da. Jo. Ja, sollen die. Und dieser Link kommt auch, ne? Jo, der ist schon da. Also. Wollten jetzt einen Razzia machen? Keine Ahnung. Hui! Boah! Käfer! Es tut mir doch so leid. Girl, ich würde alles tun. Okay, wenn die jetzt hier einreiten, ne? Ach. Alles gut. Kommt rein. Ui, ich hab schon mal knallere Darts benutzt. Brola! Ja. Bitte schieß sie nicht, ich bin in Gefahr. Das sieht jeden Tag anders aus. Ah, scheiß auf den. Aber eine 385. Grüße. Schlange, Digga.
Wenn der jetzt gelogen hat und die machen Razzia, ne? Boah, ich hör immer mehr, ich hör immer mehr Sirenen, Alter. Hä? Hä? Die sind nicht mal bei uns. Ich glaube, die verfolgen irgendwas. Ach nö. Sag doch ein. Willst du abhauen? Ja. Und das? Hallo, was soll das? Dafür kann ich nichts. Was ist denn schon wieder los hier? Hier sind Leute, die versuchen reingelaufen. Da müssen wir natürlich. Ja, wo ist denn hier einer reingelaufen? Ja, so ein Typ. Ja, dann knall den weg mit Schneiper. Ne, der gehört ja dazu. Ach so, bist du sicher? Hundertprozentig. Können wir den Vater wieder weg? Könnt ihr euch mal entscheiden? Ja. Hallo, Mädchen. Hey, was ist los? Und Mädels? Kannst du mich kurz rüberbringen? Na sicher. Ja, wir bringen dich, ist doch gar kein Problem. Soll ich euch Geleit geben? Ja, ganz ruhig. Wir sind schon zumindest kurz wieder weg. Zumindest kurz. Ich bin Aragorn. Ja, ich kann nicht versprechen, dass wir gleich wieder da sind, auf der Matte stehen, ne? Ja, dann bin ich so eine Sirene. Was wollt ihr? Ich hab Migräne. Na sicher. Aber das klären wir ja dann. Ach so, okay. Tschüss. Ich bin Aragorn. Wiederschauen. Der Gärtner. Der Gärtner. Und ich bin Alkoholiker. Kann ich euch helfen, oder was? Alles gut, moin. Was ist denn los hier? Jungs, ich bin Alkoholiker. Ich bin Kevin Hinter. Ich bin gerade hypnotisiert. Ich war die großen Pretty Mary Queen und so. Ja, komm mal, Marvin, fahr zurück. Hast du gesehen vor uns? Du weißt, was da ist. Das ist Schnee, Schnee, Schnee. Boah, die können sich auch nicht entscheiden, ne? Die Kollegen sind schon dran. Oh, Ron. Und der Gärtner. Oh, ich glaube, der Bademeister ist weg. Ach so, ey. Ey. Hallo. Ja, Band, ja. Da sind doch. Was ging hier ab mit den Cops? Die haben irgendjemanden verfolgt. Warum sind die jetzt wiedergekommen? Wo ist denn der Bademeister? Keine Ahnung. Aber. Hallo, ich komm. Bin der Werner. Aber läuft erstaunlich gut mit der alten Maschine hier. Alkoholiker. Das wundert mich echt, hab doch nicht eine CPU-Spitze oder so. Oh, von den FPS und so, ich merk nichts, Junge. Geil, Alter. Grafik ist komisch, die anderen haben vorhin gesagt, das ist genau wo gleich. Wo ist der Heli hier? Ich guck nachher, wie Hinter uns irgendwo. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Kadatonga, Kadatonga. Wenn dieser Link Fax macht, der fickt seine Hand. Was denn? Das ist eh vom Ding aus der Mülltonne. Was der? Reingerutscht bestimmt. Von Kieselstein, machst du eh nicht. Nö, ich hab nix, ich hasse die nicht. Doch. Nö. Doch. Ja, dann sollen die den doch beschützen, wenn der Faxe macht und Scheiße labert, dann kriegt er Stiche. Stiche. Hört, hört. Ich hab leider kein Messer dabei. Hot, 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 hot. Hat mir gestern Schlagring für 8000 gekauft. Nee, Jonix, den kann ich nicht verkaufen. Ich brauche jetzt Backup. Oha. Schuhe SM7B? Ja.
Habt ihr das da jetzt fertig geklärt oder was machen wir jetzt? Wo ist Finn und Bademeister? Ja, ruf die doch an. Sag, ich ruf die jetzt an. Lag, ruf die an. Wir sollen ins Café kommen. Was, Junge? Ja, wo bist du? Warte, ich guck mal. So wie letzte Mal? Oh. Ja. Nein, nicht so wie letzte Mal. Das kann, was weiß ich, weswegen sein, ist mir egal. Was ist denn hier schon wieder los? Da hat er die Waffe draußen, will er eine Klatsche haben. Zugepackt. Bist raus? Ich knall ihm jetzt eine. Kollege. Mahlzeit. Temperaturen. Was geht ab? Was ist denn hier schon wieder los? Komm, in Washington hat immer noch so komische Schuhe an. Mann, lass meine Schuhe in Ruhe. Ah, Washington. Das sind deine Jahresschuhe. Grüße, was macht die Hochzeit? Das ist ja eine Lüge. Hallo? Ja, Grüße. Kommen Sie nochmal zurück, ja, die sind alle weg, die Eierköpfe. Ah, okay, korrekt. Bis gleich. Ja, ich habe noch eine Polizeikontrolle. Kann ich kurz, wann bist du denn da? Das ist für einen Hüftschwung. Ich lass mein Ding baumeln. Dann lass 19 Uhr machen, okay? Ein. Bei der Hose? Na, alles klar, bis morgen. Der ist klein. Ah. Aber der baumelt ja doch gar nicht. Ja, doch. So. Der hängt ein bisschen. Habt ihr Hangover mal geschaut? Ich muss gerade an diesen Chinesen denken, ne? Ich hab irgendwie Bock auf Kräuterbutter. Wo ist das Problem, Officer? Ich hab kein Problem. Haben die neue Schutzwesteln? Ich verstehe das nicht mit der Kräuterbutter. Das ist nicht schlimm. Insider. Das ist ein Meter. So? Ist das schon ein Insider? Ja? Ja? Ja, ja. Habt ihr neue Schutzwesteln? Mhm. Ja, sieht die mal testen? Nein. Die haben nur andere Farbe. Das gibt's neu. Aber irgendwie ist das hypnotisierend, ey. Hat sein Rubier wackel? Ja. Das macht mich nervös. Wo guckst du auch hin, Alter? Oh, der baumelt so schnell. Die Glocken läuten gerade. Hängt euer Lachen duschen auch mal bis zur Knie? Mit warmem Wasser? Dürfen wir jetzt wieder hin, ohne dass da ein Ratzer gemacht wird? Ja, alles gut. Cool. Könnte aber knallen, ne? Könnte ruhig wieder hinfahren. Nein, es knallt. Knallt gleich. Positiv. Feuerwerk. Oh, der hat durchgefunkt, dass es gleich knallt. Warum hast man du denn die Hose in den Sockeln? Ich? Ja, hol dir doch direkt einen Tardicap. Du Bushido. Hast du einen? Mach ich auch, du Penner. Willst du Digimon-Duell? Mhm. Verlierst du eh wieder. Wäre nicht das erste Mal. Ich hab den schielenden Drache mit eiskaltem Blick. Ja, ja. Heute hab ich Lagnar, der macht dich kaputt. Lagnar, komm ran auf den Meter. Ja, komm. Fall damit mal beim Logen rein. Mach mal. Mach ich gleich auch. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt noch brauchen da. Wo fährst du hin? Weiß nicht, ich wollte mal hier gucken. Doch schön, ne? Oh, schön. Kann man hier parken. Gut, gut. Oh, das geht da rum. Mach auf. Geht nicht auf. Hier auch. Oh, zu. Wie viel? Baba genug. Also, ich sag dir jetzt mal was, ne? Mhm. Irgendwie, wenn ich hier lang fahre, ne? Ja. Boah, hier riecht halt immer so nach Maisschnaps, ne? War das hier? Ja. Damals der Laden? Ja, ja. Als der klein war. Ja, ja. 100.000 LKW. So viel Warenwert hat der gehabt immer, wenn der vorbeikam. Wenn der eingeräumt hat. Beruhig dich. Guck mal hier, ui. Guck mal, auch schön hier, ne? Schön gemacht. Guck mal mit Baum. Ich merke, wenn du mich ablenken willst. Ich merke das. Ja? Ja, ich kenne dich. Weswegen will ich dich ablenken? Weiß nicht.
Vielleicht Falle? Ja. Vielleicht akzeptierst du nicht, dass ich OG bin? Oh. Aua. Deswegen, was heißt das jetzt für dich? Wenn ich mich so hinstelle? Ach so, cringe. Nee, nee. Geh mal zum Kofferraum. Fang, lass mal hinfallen. Ja, ich muss doch warten, bis der Philly da fertig ist. Fang mit Kyle an. Oder sollen wir jetzt alle da reinfahren? Und alle Energie, die du hast und alles an Equipment und nur den aufwerten und nur den verbessern. Also. Oder willst du das? Och, der Phil ruft an, nö. Ist ja schön. Ja. Ach, bist schon da. Ich bin auf dem Weg, dauert nicht lange. Dude, bis gleich. Machen Sie, Dude. Ja, aber wo sind die anderen? Weil der ist hübsch, der ist neu. Tagsam. Tagsam. Wie? Oder wollen wir dazu? Weiß nicht. Das gibt Bretter jetzt. Du bist ein Brett. Danke. Eigentlich wirklich voll die Bretter. So schwabbelt hinten wie du. Guck mal, die haben sogar Graffiti 187, Junge. Boah. Und Weihnachtsbaum, Alter. Wir haben nicht mal eine brennende Müllschon. Ey, das ist meiner, ne? Wenn der gleich weg ist. Den werde ich anpimmeln. Den verstecke ich in meinem Arsch. Was für anpimmeln? Was? Dann pimmelst du aber den Weihnachtsbaum. Was? Den werde ich anpimmeln. Ja, aufhören, in den Nacken zu atmen. So, Kurs da kommen da. Gut. Ich bin da wieder locker. Wer ist denn dieser Link hier? Ich bin immer mit der roten Jacke. Ich würde sagen, Link, fang doch einfach mal an. Ja. Jo, erstmal Luft holen, ne? Ja, wenn man Job verliert, ist schon hart. Dex kam vor kurzem zu mir und hat mir erzählt, dass er beim PD gewesen ist, eine Aussage gemacht hat. Kein Dex kam zu mir. Kann ich das jetzt notieren, oder? Ja, ja. Okay. Wir führen Protokoll. Ja, okay, das ist gut. Er kam zu mir, hat mir gesagt, dass er eine Aussage beim PD gemacht hat und dass er mit dem Bademeister da gewesen ist. Der Bademeister hat ihn angerufen und gesagt, dass er da hinkommen soll. Dann hat Jax ihn aber gefragt, was er aussagen soll und so. Und haben die drüber gesprochen und hat Jax den Bademeister gefragt, ob Link darüber Bescheid weiß. Und dann hat der Bademeister zu Jax gesagt, ja, er weiß Bescheid, brauchst du keine Sorgen machen. So. Dann sind die mit Lange und Harris ins PD gegangen, haben ihre Aussage getätigt. Unter anderem, dass ich Informationen an Gangs verkaufe, dass ich Flatrate-Verträge habe oder mache, dass ich das und das an Geld nehme von jeweiligen Gruppierungen, dass ich Dokumenten fälsche, und der Bademeister hat für Jax die Aussage gesagt und Jax hat das die ganze Zeit bejaht. Und Jax hat dafür vom Bademeister $50,000 bekommen für die Aussage, und die Aussage belastet mich natürlich aufs Übelste und fickt dementsprechend auch Logan, weil die Falschaussage, die Jax gemacht hat, die ist für Logan gewesen. Da hat er $120,000 für bekommen. Ich habe Harris drauf konfrontiert, hab ihr das gesagt. Sie hat ein ziemlich schlechtes Gewissen gehabt und, denke ich mal, bangt auch derzeit gerade um ihren Job, weil sie scheinbar weiß, dass es eine Falschaussage ist. Und sie hat auch schon bestätigt, dass Geld dafür geflossen ist. Woher weißt du denn, dass die Aussage da getätigt wurde, um Logan zu ficken? Hast du einen Beweis dafür? Weil sonst knall ich dich direkt ab. Jax hat mir das ausgesagt. Ach so, Digga. Ja, also. Ja. Also. Pass auf. Ja, okay. Ist das hier ein Ikea-Tisch oder hält da was aus? Weil ich will jetzt meinen Schwanz rausholen. Boah, sieht schon fett aus, der Schwanz. Hau raus. Lass mal Maßband rausholen. Nein, Spaß. Du weißt doch schon alles. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier uns noch treffen. Falls das dich jetzt nochmal belastet, Logan, das tut mir leid. Ich habe gehofft, das ist verjährt. Falls du dafür nochmal einsitzen musst, ich bezahle eine Strafe dafür und du kriegst noch einen kleinen Bonus von mir. Ja, aber dann sag den Logan und direkt, warum. Wenn du das gemacht hast, warum? Ich hab das nicht gemacht wegen Logan. Ich habe das gemacht, um Link, in die Pfanne zu hauen. Weil Link so dreist war, von uns Geld wollte und dann noch nicht mal zu unserem Gerichtstermin kommt. Und weißt du, was noch dreister ist? Du standest bei uns, hast uns ausgefragt, wir haben dir alles bestätigt. Jetzt machst du auf Hinterrücks noch so eine Scheiße. Na klar, was bist du für ein illegaler Scheiß? Weil der jetzt gefickt wurde und dann zieht der Logan jetzt mit da rein und denkt sich, ah, jetzt wird richtig gebrettert. Na gut, das wollte ich. Pass auf, dass du deinen Job verlierst. Pass auf, dass du deinen Job verlierst. Das war mein Ziel, habe ich geschafft. Das war eine ganz schön linke Nummer.
Ja, Mann. Linke Nummer. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Digga. Schämst du dich nicht, Digga, bei den Bullen auszusagen? Warum? Warum? Haben wir einen Gangster-Kodex? Sind wir eine Gang? Wir sind irgendwelche Junkies, Junge. So, ihr lebt denn noch im Turf, Mann. Wir sind irgendwelche Idioten. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Warum hast du keine Einsicht? Wäre das nicht ein bisschen Disrespect für euch, wenn wir sagen, wir wären eine Gang und halten uns dann einen Gangster-Kodex? Wir rennen rum in Badeschlampen und so. Und kurze Hose, Junge. Mit pinker Haare. Ja, Junge, ich mach das, worauf ich Bock hab. Und wenn er mir ans Bein pisst, dann pisse ich ihm zurück ans Bein. Dann hast du gesehen, worin das endet. Wie gesagt, mir geht's nur darum, in meiner Perspektive weißt du ja, dass diese Scheiße wahrscheinlich jetzt aufgewühlt wird, dass ich nochmal belangt werde dafür. Nein, aber du wirst nicht belangt. Was dazu gesagt? Logan, ist ja, wir haben auch Kontakt, da wird geh nichts kommen, Junge. Pass auf, wenn das, falls dann, wie heißt das, wieder aufgerollt wird, obwohl das schon verjährt ist, dann, wie gesagt, zahle ich deine Strafe und du kriegst noch ein bisschen oben drauf von mir. Nein, da wird sich einfach drum gekümmert, du gehst nicht in Herbst dafür. Oder so. Wir haben da auch unsere Führer. Meinetwegen hole ich dich auch aus dem State wieder raus, wenn du da drinnen sitzt. Ja, mit Kofferraumhydraulik. Ja. So, keine Ahnung, Link. Ich weiß, du willst mir jetzt in die Fresse hauen, aber du kannst nicht. Hier, guck dir nochmal mein dickes Grinsen an. Aber piss mir einfach nicht nochmal. Ja, aber piss mir einfach nicht nochmal ins Bein. Ich rechtlich klären auf jeden Fall. Ja, mach das. Ach, Junge, komm her. Weil ich dir jetzt schon... Ja, versuche erstmal da irgendein Recht zu kriegen. Was ich jetzt schon sagen kann, da ist kein Geld geflossen, weder von meiner noch von den Cops-Seite. Der Jax war einfach nur dumm genug und hat das einfach machen lassen. Und wir haben dich verarscht da im Park, ne, by the way. Ja, scheiß auf dich. Wenn 187 irgendwas zu klären hat, dann klären wir das mit denen. Aber deine linke Art hier hinzukommen und sagen, ja, Logan, jetzt haben die dich gefickt, das war nur wegen dir. Eigentlich müssten wir dir dafür den Kopf schießen. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Das hast du gerade gesagt, Junge. Auf linke Art oder sonstiges. Nee, du hast gerade gesagt, dass der die Aussage halt die Schnauze jetzt. Nix, hey, Bruder, nix halt die Schnauze. Du, Digga, entspannt euch mal. Wer redet ihr, Alter? Wer seid ihr denn? Ja, wer bist du? Ihr kleinen Möchtegern-Junkies, wer seid ihr denn? Wer bist du denn jetzt? Ja, sonst ruft die Bio aus, sonst reiten die in euch rein. Digga, du weinst wegen einem Hund rum, du weinst wegen einem Hund sechs Wochen rum. Wenn es zu weinen geht, dann musst du erst mal richtig fressen. Und in Schwanz, weil du die ganze Zeit irgendwelche Geiselnamen starten willst, Junge. Ach, Digga, wer bist du? Du bist doch das größte Klärbaby, was gewundert hat, Schnauze. Du Arschsohn, du kleiner Dreckiger. Hat wer Taschentücher für den kleinen Can? Ja, lass den rumholen, der ist gleich wieder ein Herbst wegen Geiselnahme. Ja. Halt die Schnauze. Schwede, du schlug dich überhaupt rein. Ich war diesmal ohne den Herr. Und jetzt, wenn ja, ich bin trotzdem der Beste. Aber kein Scheiß. Was für Vollaffen ihr seid, Digga. Ihr seid so peinlich. Halt die Schnauze. Ihr seid so peinlich, Digga. Halt doch einfach die Schnauze, was mischst du dich rein? Das mit der BOM. Ja, halt einfach die Schnauze. Wer bist du denn? Hol das mal vernünftig los, bevor du mit mir redest, du Fotze. Bist du behindert oder so? Sag das schon. Scheiß auf euch, Digga. Ja, wir hauen ab. Kussi. Sollen die das unter sich klären? Hunde ja, eben, warum Digga? Denn nur nicht? Ist der dumm, Alter? Wie gesagt, Logan, ja, ist wenn da was ist und da nochmal was aufgewühlt wird, melde dich bei mir. Auch erst mal los, warte mal, Logan. Ja, was geht um dich, Link? Logan, es geht um dich. Es geht eine Sache um uns jetzt. Und was hat der Kiez jetzt damit zu tun? Der Kiez wollte dabei sein. Ja, warum? Ja. Weil ihr jetzt mit euch das Zeug machen, nachdem wir keinen Bock mehr auf die hatten? Das hat damit gar nichts zu tun. Richtig, die Helden, sich hier wehrlose Leute zu schnappen und dann Welle zu machen. Was so für wehrlose Leute? Ja, doch eure scheiß Rücken, das verpisst euch, Junge. Du bist mein Schwanz, Digga, du Missgeburt. Junge, jetzt wird's wild, Junge. Ich werde sein Herz umfolgen. Wenn, dann ist das eine Sache zwischen uns, schon. Alter. Da muss ich kein Kiez und sonst was einmischen. Er hat doch auf sein Recht gerade plagiert, oder wie Scheiße heißt. Dann soll er auch kommen mit dem Scheißrecht. Ja, gut, alles klar. Also von meiner Seite aus ist das dann geklärt. Pass auf, wir kümmern uns drum, dass du nichts bekommst. Ja. Hast gehört, weswegen das gekommen ist. Und wie gesagt, wenn du was bekommen solltest, geben wir on top noch irgendwas drauf und bezahlen die Strafe. Und du siehst, Bademeister kommt her und sagt die Wahrheit. Nichts vertuschen, nichts gar nichts. Ja, alles cool, Mann. Wenn es jetzt Stress zwischen uns gibt, dann ist das so. Ist halt Strafe. Für dich ist das wahrscheinlich jetzt so ein Unding, weil ich das gemacht habe und normalerweise bei euch Leuten so, da redet keiner mit den Cops und sowas. Aber ich sag dir ehrlich, später wirst du mir vielleicht sogar noch dafür danken, dass ich jetzt ehrlich dafür war. Und dann siehst du, was das für Leute sind, die gerade hier waren. Übrigens, die waren auch schon bei den Yardies, ne? Und haben versucht, die Yardies auf uns zu hetzen. Waren die... Ja, weil wir ja, aber wir keine Geiselnahmen jetzt mehr mit denen machen, jeden Tag. Wir wollten nicht mehr mit denen irgendwas zusammen starten, weil das immer nur in irgendeinem Chaos geendet ist und dann auf einmal stehen die bei euch vor der Türe. Ja, bevor... Ja, wie gesagt, Digga, ja. Also ist doch egal, ich fühle das, dass du die Wahrheit gesagt hast. Das fühle ich, safe.
Aber ja, ich will nicht bei Bullen auszusagen. Das ist mein, meine Seite, ne? Was ihr macht, wisst ihr ganz genau, ist mir scheißegal. Das ist aber euer du hast Ding. Die Aussage eigentlich nicht getroffen, von daher. Ja, richtig. Wie gesagt, was ihr da macht, ist mir scheißegal. Ich fühle das nicht bei Bullen. Egal, ob du Gang bist oder nicht Gang, aber das ist euer Ding so. Du hast die Wahrheit gesagt, Digga, ich bin durch damit. Ich wollte einfach nur wissen, was dran ist und alles ist gut. Und die Aussage über dich mit dem Fall, falls er nicht verjährt ist, die hat der Jax getroffen, falls er das nochmal zurückziehen kann, dann kannst ja, du ja, aber dich, die drehen das doch jetzt so, als hättest du dem Jax buchstabiert, was er sagen soll. Das ist ja auch nein, das Problem. Der hat das selber ausgesagt. Ja, aber das sagen die. Nein. Weil die sich Alter, wieder aus der Schlinge ziehen allein, wollen. Allein, dass du weißt, wie das abgelaufen ist. Ich habe den Jax angerufen. Ich habe schon seit 2 Wochen nicht mehr mit dem geredet. Ich rufe den an, ich sage, ey, kannst du kurz zum PD kommen und mir einen Gefallen tun? Der sagt, ja klar, warum nicht? Er kommt zum PD, ich sag kurz zu dem, ey, da oben, kannst du dich noch daran erinnern, als du Geld gekriegt hast, okay. Dafür? Der meinte, ja, kann ich. Ich sag, dann gibt's gerade jetzt gleich wieder, was du, so, woran ne? Du dich noch erinnerst. Und unterschreibst, unterschreibst du, was du gesagt hast. Du bist eh die größte Nutte, Alter. Ja, keine ist Ahnung. Es auch. Digga, der schuldet verkauft jedem doch seine Mutter, Alter, für alles. Ja, weil der jedem in der Stadt Geld schuldet. Boah. Und anstatt selber dafür arbeiten zu gehen, leiht er sich immer wieder neues Geld. Junge, der leiht sich Geld, weil er Schulden zurückzahlen muss und gleichen Atemzug tunt ein Auto für, weiß ich nicht, für die gleiche Anzahl. Er hatte das Geld, um Schulden zurückzuzahlen, aber er tunt lieber ein Auto und macht noch mehr Schulden. Wie macht man das nicht so? Ja, keine Ahnung, also ich mach's nicht so. Na ja, gut, alles klar, gut. Weiß ich Bescheid. Wie gesagt, melde dich, wenn irgendwas da jetzt nochmal wie in dem Fall kommt. Wir kümmern uns darum, dass da nichts passiert. Gib dir mal deine Nummer. Ja, ja schreib dir auf. Mein Kennzeichen wurde geklaut. Ach, das ist nur EP. Janna kann es einfach. Hast du dreimal die 5? Temperamentvoller nee, Mensch wie, warte, warte, warte. Wie Hase so. Das ist chillt einfach. Ich musste das mit nach 3 machen. Du warst jetzt Bademeister, ne? Das war unser Kennzeichen. Bademeister oder Phil, wie ist es egal, wie du dich einspeicherst. Ja, das ist klar. Aber das ist klar. 5-6? Ja. 5-0? Ja. 5-6? 9. Ja. Das ist doch gerne eine Nummer, Alter. Ja, ja, das kannst du auch gerne anrufen, wenn du willst. Ja, ich bin mal kurz durch. Und auf meinem Komet habe ich jetzt D-Funk. Soll ich einspeichern oder nicht? Nee, auf ganz Ehre musst du aber Fotz mit PF schreiben. Ja. Ist. Ach so. Ist jetzt. Gut, alles klar, Jungs. Das wär's von meiner Seite aus eigentlich. Korrekt. Wie gesagt, wir kümmern uns darum, falls auch noch was kommt, meld dich. Ja, mach ich. Alles klar, perfekt. Gut, haut da rein. Haut rein. Bis dann, guten Abend noch. Gut, ciao. Wir müssen Taschentücher kaufen gehen und die beim Kiez rauslassen. Mein Gott, dass die sich wieder hinstellen und bei einem zuhören müssen, ne? Junge, die werden von der BOM gefickt. Ja. Das ja. Wie, was hat ein Kiez bei Alice gesagt? Hä? Was hat denn der Kiez bei den Jalis gesagt? Nix, der Link ist zu den Jalis gegangen und hat denen gesagt, dass wir, dass der Bademeister gesnitcht hat. Ja. Hallo, wir kloppen uns nur gegen Wehrlose. Ja, Mo. Ja, ich komm dahin, wo ihr stand. Tag, die Herren. Mensch, 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 Freunde. Juni. Ja. Wenn er was zum Kiez kommt, redet ja nicht mit Jana, kann redet nur mit Frank. Den Typ kann ich nicht. Ich hab grad einen Anruf von der Link bekommen. Erzähl. Direkt, Junge. Sagt, der Junkie Park ist hier. Ja, macht Ansage. Bademeister hat gesnitcht. Ja, holt Schwanz raus, sagt ihm direkt in die Fresse, dass er das gemacht hat, um ihn zu ficken. War einfach ja, und? War der einfach Einzige, wild, der sich beschweren könnte, wäre Logan. So, weil der halt mitgezogen wurde. Der, ja, dieser Typ soll die Fresse halten. Perfektes Angebot. Der denkt jetzt, weil der Kiez hinter dem steht, das ist doch der Anwalt vom Kiez, ne? Ja, ja. Könnt ja, ja. Dicke ist Eier auch unser Anwalt. Ja, und dann kommt er zu euch und labert, dass Bademeister gesnitcht hat, ja, damit ja, ihr uns ja, in den Rücken fällt. Ist der dumm? Sind die dumm? Ja. Weiß doch jeder, dass wir kuscheln. Ich freu mich einfach nur drauf, Junge. Das wird einfach ein Ereignis. Da werden sich nochmal meine Enkelkinder drüber lustig machen. Das sag ich dir, wie es ist. Kicks gegen Junkie. Ja, das war eine ganz linke Nummer, ne? Hab ich gerade schon gesagt. Warum ist genau mit Kiez 187 zusammen? Hm? Oh, ich werd von meinem ja, Cube, was los? Ja, ich stehe gerade in der Westside bei der Junkie Park. Wo der Motherfucker ist. Ja, ja, Junkie Park ist jetzt in die Westside gezogen. Die machen jetzt gemeinsame Sachen mit 187. Das ist ganz abgefuckt, Junge. Ja, ja, safe. Hör auf, das zu sagen, Mann. Du sprichst wieder rum.
Curtis, hier ist dein Taschentuch. Ja. Ist das ein Steuerprolog? Scheiße, Bruder, das sieht echt abgefuckt aus, Mann. Boah, da, wegen dem Stress brauche ich jetzt das mal drei Wochen. Ja, alles gut. Ich bin Westside gefahren, hier mit James, und habe ich hier zwei Autos getroffen. Ich glaube, ich wollte Nummer drei. Ja, und deswegen, und dann, ja, habe ich Anruf bekommen und so weiter, aber ich komme gleich wieder. Ja, na klar war das toll. Digga, als ob 187 was mit so einem Schmutz für den Dragonpark machen würde mit Spieß, Junge, die haben noch ein bisschen Würde. Oha, was sagst du da? Hat der wohl recht eigentlich, ne? Gut, wir kommen gleich wieder Straße, alles gut. Ja, machen sie das. Junge, ich bin im Wald eine Geisel, ich merk's schon. Mhm. Die ZSZ-Gang habe? Scheiße, Mann. Mhm. Manchmal, guck mal, so viele beschweren sich immer, ja, es gibt nur Schießereien und so, dann sind da halt die Leute doch nichts vor unseren Data geredet wird und diskutiert wird. Kann doch jetzt sein, dass Logan sich dazu entscheidet, zu sagen, ja, so, ich fahr doch mal jetzt, oder? Wir machen jetzt irgendwas gegen die wegen Bademeister. Also hast du das einfach schamlos ausgenutzt, dass du ein Jahr die bist. Du einfach auch wieder nur RPW juckt die Scheiße, Alter, in 2020, Mann. Ah, hast du das gesagt? Der Cube von der Jahr, die ist ja gut. Ich dachte, er ist JP. Okay, Digga. Okay. Ja, soll doch eine Schießerei enden, solange weiß, das RP das irgendwann wieder beenden kann. Ich bin schon länger als du hier. Ist auch wieder nur eine Story von vielen. Okay. Ja gut, wir kommen nicht in die Straße. Ist alle Dude, dass du da, ne, dass du dann White Knight gespielt hast, kann man jetzt sich drüber streiten, so, aber wäre jetzt Doppelmoral, wenn ich da rumheulen würde, deswegen alles gut. Aha, Ries ist also ein White Knight. Cool. Gar kein Problem. Ja. 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 Bist du dumm? Nix, Nico. Alles Schoko. Ja, dann. Digga, der soll jetzt auflegen, der soll nicht so viel nerven. Ich komme jetzt nicht raus, ich kenne das da, Digga. Einem. Das ist super schwierig, sich mit dir zu unterhalten, wenn ich hier, keine Ahnung, Digga. Ich fühle mich richtig beobachtet, wir fahren jetzt nach Hause. Nein, nerv nicht, peace. Oh, wir fahren jetzt. Platz da. Okay, Digga. Ganz schön rutschig auf dem Schnee. Was denn? Ich check das immer noch. Ich check das nicht. Was denn? Was ist denn da jetzt passiert, das genau? Wir haben gequatscht. Bademeister hat die Wahrheit gesagt zu Logan. Oder, ne, ja. 187. Ja. Dass der verraten hat, um diesen Link-Typen zu ficken. Ja. Und auf einmal quatscht der Jan vom Kiez, die standen da. Quatscht der von der Seite rein und sagt so, was denken? Ja, die haben zugehört. Die haben zugehört und dann quatscht der so rein, was denken die eigentlich, wer seid und also nur Scheiße. Dann sagt er zu mir, ich bin 2 Tage da und dann wieder 12 Wochen weg. Keine Ahnung, was der meint damit. Der soll die Fresse halten, Hilfe, Alter. Und wir würden nur auf wehrlose Leute gehen, weil dieser Linke ja so ein Wehrloser ist. Ah, ja. Der rennt zu den Yardis und sagt, Bademeister ist am Snitchen. Der rennt zu Logan, sagt, ja, Bademeister ist am Snitchen, will alles gegen uns aufhetzen. Der soll die Schnauze halten. Aber die ganzen Geiseln, die ihm führen, können sich wehren, oder was? Ja. Da weiß auch keiner eine Antwort drauf. Das ist doch Quatsch. Der ist halt ein temperamentvoller, ne? Ich nehme dem das jetzt so nicht übel. Ist mir irgendwie komplett egal. Der hat ein bisschen Würze. Ja, der hat ein bisschen Feuer in der Marsch. Wenn ich das mitbekommen hätte, puh, weiß ich nicht. Würde ich schon, boah, ne, egal. Aber Bademeister hat dem Logan jetzt angeboten, wenn da was kommt, dass Bademeister es zahlt und wir uns drum kümmern. Entweder nimmt er das an, also er hat es angenommen. 1 Million von Kiez? Aber kann jetzt sein, dass, Was für 1 Million? Kann halt sein, dass sie sich trotzdem dazu entscheiden, ne, auf Kackzone. Ja, wenn die auf Kacke hauen, dann kriegen die aber auch nicht die Scheiße, ne, sag ich ehrlich. Ja, nein, dann ist ja der Riegel quasi geplant. Sollen die sich mal wagen, was auf die Kacke zu hauen bei uns? Nein! Ja, kann nur sein. Mahlzeit. So ist das halt auf der Straße. Mahlzeit! Ja gut, dann können wir ja wieder fahren. Aber könnte sein, dass sie jetzt genauso wie die Maxis machen. So, schönes Spiel, weil der meinte ja, war ja korrekt, dass er ausgesagt hat. Ja, aber so. Das ist deren Ding, die sollen machen, ja. Aber wenn die uns jetzt hinterrücks ficken und ja, so. Ja, lass uns Park, oder? Uns ja, er hat schon gesagt, dass er das richtig scheiße findet und ich mit den Cops geredet habe.
Ja, ja, aber dann kann dir doch egal sein. Dann kann sein, dass wir keinen Koks mehr bekommen, dann müssen wir das halt von den Jahren beziehen. Ja, aber es ist so eigentlich riesig. Auch besser. Oh, ist, so schlimm. Ja, ist eigentlich auch besser, dass wir das von denen beziehen. Ja, gut, lass fahren, oder? Da ist der Weg gar nicht so weit. Aber ey, beim nächsten Mal, ne, wenn irgendjemand so ausrastet, ne, lass mal einfach alle zusammen. Das ist viel geiler, Alter. Oh, Mann. Wie kann man den Scheiß so hart fühlen, Junge? 2017. Vor allem haben die nicht mal was damit zu tun, außer dass das deren, in Anführungszeichen, Anwalt ist. Dann sollen die sich auch kümmern, dass deren Anwalt keine Faxe macht. Einer von uns behandelt keiner wie ein Hund. Da Zwiebeln. Da bist du einmal ein paar Tage nicht da, Alter. What did you say, Chad? Hast du eine PUBG-Jacke für... Ach, Hetzmaul, Junge. Du alten Dieb. Sei froh, dass ich das dir nicht erzähle. Was geht ab, Moonwings? Jungs, ist alles nur EP. Brauchen wir uns drüber nicht streiten. Meinst du, dem ist ein bisschen Sabber aus dem Mund gelaufen, als er so geschrien hat? Ich hab den Kumpel verstanden. Das hab ich doch gesagt, er soll erstmal durchatmen. Nee, das ist eine Story, die bleibt privat. Herr Walter, bekloppt? Drive-by, Junge. Bist du bekloppt? Küss mich! Ich hab den voll gefickt damit, Alter. Ich bin OG von Los Santos, weil ich die Sache hier richtig ernst nehme. Und ich fühle mich auch im Real Life so wie so ein richtiger Killer. Ich sitze hier auch mit Bandana und so. Doch, doch. Doch, doch, doch. Wer war denn das Phase? In dem Auto? Keine Ahnung. Vielleicht Vierer, also 44s. Ja, die tragen angeblich rot, ne? Nein, diese Drips tragen rot. Nee, aber ich hab anscheinend, deswegen war die Schießerei vorhin. Also. Oh, ich glaube, Kiez kommt. Baby, Brettchen. Du willst ein Brett. Nee, ist Scarlett noch da? Ja. Hallo? Echt? Ja, hallo, ich bin hier. Ich bin jeder, der du sein haben willst, möchtest drinne. Was? Wer seid ihr? Mich kennst du. Wie heißt Lars du? Skittles. Niki. Mach mal A. B. Was wollt ihr in unserem Turf? Habt ihr ich nicht dachte, ich bin super schwer. Scheiße, knall mich nicht ab. Was ist denn das für ein Was Auto, heißt? Alter? Was? Halbe Zebra? Halbe Zebra. Wie kann man nicht helfen? Ich dachte, Scarlett wäre vielleicht noch da. Aber es wird, dann wollen wir nicht stören, wenn wir stören. Hast du gesoffen? Ja. Gut, steig die Zunge beim Reden aus? Ja. Hast du auch einen Zungenpiercing wie ich? Nee. Funkelt denn nachts? Nur eine Zahnspange. Also, lass mich, ich bin vergeben. Weiß ich. Alles gut. Coole Zöpfe. Danke. Ist kein nicht Problem. Zum Ziehen da. Ach so, Digga. Also, könnt ihr bitte gehen? Wir haben Gangbesprechung. Ja, nee. Ist mir egal. Gegen also. Die. Also. Ich glaube gleich den Reifen. Halt. Was ist denn das? Dann Piu-Piu. Mal ins Platten hier rein. Ey. Was? Weg. Ey. Was klicken da so? Fährst du mit Tastatur in dein Auto? Mach mal ram, bam, 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 bam. Hast du keinen Lenkrad? Doch. Du? WD-40 kann ich dir empfehlen. Jetzt nee, geht. Auch so. Hilft auch bei Latten. Und jetzt. Piu, piu. Mach keinen Driver auf euch. Ey, das funktioniert nicht. Gleich wer. Okay, ich hol die Rope. Oh. Hat sie was?
Curtis, mach die Platz! Fahr die weg! Los, los, los! Heb die hoch! Los, los, los! Die haben mich angefahren, die Wikeser! Der Herr da! Komm dir sogar entgegen. Kannst du uns anschieben? Nein, ich mach das nicht. Bin lieb. Nee? Okay. Ja, wir sind eigentlich auch lieb. Ja, ich würde. Aber Ruby, das stimmt nicht, Alter. Es gibt Leute, die tausendmal krasser sind, ey. Das Ding ist, wo der vielleicht der Unterschied ist im RP, dass die Leute, oder ich sag jetzt mal explizit, die Nachtschicht, die haben halt keine Angst, so. Weißt du, was ich meine? Guck mal, 49 oder wie die heißen, die leben in der Eastside und dann kommt BOM. Und beide Parteien spielen so Gang-RP. Ne, tragen diese Hemden und Flags und bla bla bla. Und die beiden Parteien haben Krieg. Und 49er ziehen aus ihrem Turf quasi aus. So, warum? Weil die Angst haben vor irgendwas. Vielleicht haben die Angst zu verlieren oder keine Ahnung, das haben wir halt nicht. Wenn wir verlieren, wenn wir auf die Fresse kriegen, ist das dann einfach so. Ist auch, wie ich gerade gesagt habe, einfach nur wieder eine Story. Ist einfach wieder ein Kapitel so. Man muss sich nur darum kümmern, dass dieses Kapitel auch irgendwann aufhört. So wie beim Lost MC, ne? Zwischen uns und Lost und so. Klar, gibt's ein paar Schießereien, aber das Kapitel soll auch wieder aufhören, damit wieder EP gemacht wird. Wen juckt das in 2020, Alter, ob du im EP noch irgendwie gewinnst oder so? Wer war das jetzt? Wer? Achso, das weiß ich nicht. Das war, glaube ich, die Freundin von diesem AK. Also, von Overgrown. Mhm. Ja, ja. Der Amerikaner schnell macht. Aber das ist ehemalige 28. Keine Ahnung, was die hier wollen. Ey, Curtis. Wer ist das da vorne? Das ist ein Mädchen. Curtis, auf dem Hof vom Kiez liegen jetzt zwei Taschentücher mehr. Ja, pff. Der Bademeister ist hingefahren. Ist da nicht der Kiez? Wir sind da hingefahren. Ja, aber ist da nicht der Kiez? Ist ja. Man kann ja nicht sagen. Nur weil Jana Khan jetzt irgendwas gesagt hat, dass es Kiez ist. Nein, aber trotzdem. Er hat Temperament vor, was willst du machen? Ja, aber wenn der Bademeister Aussage macht, sind wir auch dran schuld. Die beschützen diesen Anwalttypen, aber die kümmern sich nicht darum, dass der keine Faxen macht. Guck mal, wir fahren auch zum Logan und holen einen Bademeister und der soll dafür gerade stehen, was der gemacht hat. Und Chance. Wir hätten jetzt auch sagen können, nein, Logan stimmt nicht. Die lügen alle. Aber haben wir nicht gemacht. Fast gekotzt. Interessiert mich auch. Ich hab zu Johnny gesagt, wenn da was kommen sollte vom Kiez, soll Johnny mit Frank reden. Und mit keinem anderen. Oder mit diesem Davis. Wo ist Johnny? Weiß ich nicht. Ich glaub, der muss halt kacken. Wo ist meine Kampfpistole? Weiß nicht. Im Auto. Ich glaube, ja. Viel Spaß beim Suchen. Nee, ich glaube, das ist sogar in meiner Lagerkarre, aber die aber ist... Aber Mö, ne? Du hast Schnapper gemacht, ne? Die ist viel so. Wert jetzt. Echt? Nee, natürlich. Das stimmt. Ja. Boah, hätte ich schon mal mehr gekauft. Wie viel ist die jetzt wert? Weißt du das ungefähr? Weiß nicht. Aber wie viel hast du bezahlt? 40? 40, ja. Ja, dann auf jeden Fall mehr. Ja, biet aber ich nicht. Okay. Ich bin zum ersten Mal in meinem voll Leben der Oldie, Alter, ich kann gar nichts mehr. Ja, ich park schon gleich so, mit dem. So, das ist diese junge Generation, davor, ne? Die da so krass drin ist, ne? Fahren wir dann schon mal los. Nein, aber das im Vergleich nicht. Auf Unity ist gar nichts zu den Leuten meinst, auf G4MP und so, Alter. Da gibt's richtig heftige, Alter. Wie crazy okay, zum Beispiel der im Park unterwegs ist oder war. Der momentan nicht so viel Zeit hat, so, das ist die ganz junge Generation. Da kann man den Körbs nicht hinschicken, der macht das alleine. Gegen die hat man einfach keine Chance mehr. Genau wie die Psychopathen von den Yardis. Oder hier Bademeister. Hat die Mila sich gut um dich gekümmert? Warum? Ich war nicht da. Ich habe ihr den Körbsen weggebracht. Ach so. Oha. Die hat gesagt, die kümmert sich gerade gut um dich. Hat die geflunkert? Ne, ich war mit Mila seit 3 Tagen mehr zu Hause. Aha. Aber ich war drin, weil das war noch Suppe da. Aber das hat die mir vor 4 Tagen gesagt. Ja, wir haben FaceTime gemacht. Und der kam von China. Ein Tag Unterschied. Und
Und Mila hat gesagt, dass sie Durchfall hatte. Und das hat ganz Ube gestunken. Das kann sein. Deswegen bist du weg. Das stinkt immer. Mhm. Wer ist denn die Frau da jetzt? Darf ich dazu fragen? Sind da Kacken Frauen? Nein. Ach so. Komischen, also die sind dann. Darf ich zuhören? Die sind dann zu diesem Hardy gefahren und der war dann irgendwie im Krankenhaus oder dergleichen. Ne, ich meinte, wann haben die dich nochmal drauf angesprochen? Weil ich habe Docker vor zwei. Vor einer halben Stunde ist YOLO auf mich zugelaufen und hat gesagt: Ja, das war der Chunky Park, das war der Chunky Park. Achso, ja, diese YOLO. Nach 5 Minuten hatte ich einen Anruf von ihr. Nee, das war doch nicht Chunky Park. Die haben sich vertan. Also, okay. Keine Ahnung. Ja, wir haben halt, ich habe mit diesem Russland von einer Stunde oder so telefoniert, habe halt gesagt, dass es irgendwelche Copycats hier von uns sind, die genau das gleiche machen wie wir halt ganz am Anfang. Aber keine Ahnung, wer da wieder auf Welle macht, wer da Stress schiebt, wir waren es auf jeden Fall nicht. Und ich habe dem Russland gesagt, wenn sowas vorkommt, soll der einfach herkommen. Ja, also erstens das, und wenn Russland halt wissen will, wer die Leute sind, dann soll er uns ein bisschen Geld geben, dann suchen wir die. Ja, also das war gestern ja schon total wirre, was die für Themen aufgestellt haben. Was? Hm? Was denn? Ja, wie gesagt, wenn du uns ein bisschen Geld zusteckst, dann kriege ich die Leute schon raus. Kannst du mir andrehen, oder der YOLO da andrehen, falls sie dich weiter nervt. Ja, hat dir immer einen Ansprechpartner, wo die hingehen kann, damit die nicht dein Ohr wieder voll heult. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die einfach jedem die Ohren voll heult. Ihre 500 Kontakte in ihrem Handy. Oh. Skala, warum stehst du hier? Ich dachte, du gehörst zu den Ropen. Dann darf ich nicht hier stehen. Die ist doch jetzt Ärztin. Ja doch, aber du stehst hier so, als hättest du Angst. Fühl dich frei. Pinkel überall hin. Mach, was du willst. Ich... Okay, dann Revier. Ich habe keine Angst hier. Achso, okay. Nee, ich stehe nicht so auf. Okay, dann zieh meinen Finger. Was passiert dann? Ja, das ist doch der Game Crucible Open. Achso, ja. Du hast aber schon lange kein Raupen-Menü mehr bestellt. Was ist los mit dir? Ich bin nur seit 2 Tagen mehr zu Hause. Vom Auenland. Beutlin! Okay, jetzt verstehe ich das auch gerade. Nein, nicht Vegas. Was ziehst du eine Waffe hier? Oh. Warum haust du mich? Ey. Entschuldigung, ich wollte die hauen. Hä, was für ich hab jetzt eine Waffe in der Hand, Alter. Oh mein Gott. Hä, bist du bescheuert? Du hast mir ins Gesicht gehauen. Tut mir leid. Hab ich jetzt wieder Parkverbot? Okay, ich geh. Ja. Fühl dich, warte mal. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Okay. Doch, das ist einfach ausgeschlossen. Arsch. Habt ihr den eingesperrt? Nee. Ausgeschlossen. Mhm. Genau. Ich hab kein Bierschwert bekommen. Als würde ich die Waffe hier ziehen. Ich hab die Tore zugemacht. Wie geht's eigentlich deinem Heißluftballon? Halt die Klappe. Mir fallen die Würfel immer aus der Hand. Mhm. Guckst du dann wenigstens drauf, was du dann würfelst? Warum hast Schande. Du jetzt beleidigt, das jetzt? Schande! Ruhe! Eckiger. Was ist jetzt mit der Pfau? Wer macht Ärger? Weil wir sind der Junkie Pack, wir gehen gern gegen Wehrlose. Weil andere trauen wir uns nicht. Ach so, ja. Wir gehen nur gegen Zivilisten. Komisch. Ja, das gegen ist... alle, die es nicht wehren können. Sagst du da? Der Zug ist abgefahren. Hogwarts. Mittlerweile reden zu viele Leute über den Chunky Park. Ja, alle reden. Wenn sich einer bunt anzieht, ganz traurig. Wenn sich einer bunt anzieht, wann wir das so? Das ist, ich weiß, das ist mega traurig alles. Ich finde es lustig. Ja, auch. Meinst du? Ich habe bald Villa. Und dann bin ich weg hier. Ja. Und dann hau ich nur noch auf Werbung. Oha. Komm, so wir gehen im Kreis, das Kuschliger. Ja, Rebe, du meinst den Domov, der sich, obwohl Ballers und Schwarzwasser und alles so das Sagen hatten auf dem Server, die sich aufgebaut haben, ohne dass das einer gemerkt hat, ja. Aber die Kreativität im RP ist einfach weg, auch bei mir, siehst du doch.
keiner macht sich mehr so wirklich krass Mühe und keine Ahnung, ganz komisch. Aber macht trotzdem Spaß. Ganz, ganz cool. Mhm. Auf einmal fängt ihr halt an, so Cuts zu ziehen da, weißt du? Ja. Weil dieser Shorty halt von denen jetzt da ist. Vielleicht hätte auch Schwanz in die rein und vielleicht kriegt ihr bald ein Kind, vielleicht ist es auch deswegen. Hallo! Hä? Achso, Curtis, ne? Sag du! Hä, warum? Hä, ist doch normal, dass Leute Schwanz in irgendeine Frau reinhalten. Nein, das heißt, man macht Liebe. Achso. Curtis. Man parkt den Loris in der Garage. Wenn die Scarlett mitnehmen wollt, ne, erzählt ja nix. Die ist nicht mehr vertrauensvoll. Ja, die ist sehr komisch geworden. Ihr könnt die immer noch mitnehmen, macht Scheiß mit der, aber nichts. Ist das so ein Petsleese? Ja, wir haben einen kleinen Verdacht. Also, die wird, ich weiß nicht, ob die Pets, aber das landet, wenn dann in der falschen Ecke bei den Sister Sisters und so. Und auch wenn die Schnauze hält, aber es besteht immer die Möglichkeit, falls der halt, wie gesagt, da irgendwie da was passiert, einfach dass nur zum was vermeiden das von Leben ist wie ein Wasserfall. Lasst einfach fließen. Okay. Ich weine nur im Regen, das sind immer meine Tränen nicht. Wenn du einen Damm baust, kommt nichts mehr und dann ist einem langweilig. Deshalb lasst einfach fließen, Jungs. Ich hab grad fließen lassen. Ja, das war halt. Ja, ich bin gespannt. War man Bein? Das Leopardenmuster im Schritt sieht man gar nicht mehr. Alles dunkel. Geil. Da bin ich. Kiez, komm. Ach nee, ist ja unser. Ich hab mich schon gefreut. So, wann gehen wir wieder auf Wehrlose, die sich nicht wehren können? Weiß nicht, wann machen wir die nächste Geiselnahme mit Kiez? Ah, nee, die Geiseln können sich doch wehren. Die Geiseln können sich wehren, deswegen machen die das ja. Achso, da war jetzt vor ein paar Tagen auch eine Geiselnahme im Lowly, ne? Ja, ich weiß nicht, wie die das konnten war. Sich bestimmt auch wehren. Deswegen lagen da auch zwei Leute angeschossen davor. Ja, weil die sich gewehrt haben. Genau. Eine Waffe habe ich aber nicht gesehen bei denen. Was wird der Logan denn bekommen für die Sache? Was hat er überhaupt gemacht? Boah, der hat irgendwelche Sozialen aufgerückt bekommen. Deswegen ist aber, das ist schon so lange her, das war da schon verjährt, wo ich das ausgesagt habe. Und jetzt, mittlerweile keine Ahnung wie lange her. Das ist jetzt schon dreimal verjährt gefühlt. Außerdem dreimal. Wurde das schon fallen dann, gelassen bei dann Jax. Geht doch zu eurem Kontakt, den ihr da habt und klärt da irgendwas für den. Ja, und dafür gibt ihr dem Typen andere Informationen. Also ich muss da so nochmal mit dem reden. Und der denk dran, ne? Denk dran, wir haben immer noch ein paar Schutzwesten und sowas, was wir bieten können. Ja, wollen wir die Kopfsachen verkaufen? Johnny wollte das über jemanden, der so Auktionen statt machen. Also die Marke, die wir haben, die ist richtig viel wert, ne? Mindestens 500.000. Die Marke hat aber Steffi und Steffi ist irgendwo abgehauen. Ja, ja. Die ist undercover. Ja. Okay, dann ist RIP. Boah, die ist durchgezogen mit der Marke. Die ist abgehauen. 700.000 von Jeff. Na, ich glaube, die hatte Stress mit Schoko. Oha. Und dann hat die geweint. Schoko, ist hier Bulle in einem alternativen Leben. Böse Steffi. Ich glaube, die haben Beziehungsstress. Vermisst sie ein bisschen, ne? Ich dachte, die waren nicht mehr zusammen. Das war dann unsere Undercover. Ich mache die keinen Blue-Flar mehr zusammen. Freundschaft Plus war das und dann haben die sich das Plus weggemacht. Und ein Minus draus. Genau. Oh, wow. Das ist eine Anzeige. Ne, warte, Minus und Minus ergibt Plus, oder? Ja, nein. Minus und Minus. Ja, Doppelminus. Ja, bei ein Strich, Minus und Minus ergibt Strich. Genau. Was ist Plus und Plus? Minus. Okay, ja, dann haben Plus. Die noch... Nee, mal, oder nicht? Bademeister. Ich bin kein... Dann versuch, was rauszuboxen und wenn Johnny das Go gibt, weil der redet ja nicht. Doch. Dann nehmen wir ein ganz kleines Stück davon und werfen den das hin. So als Gegenleistung. Ja, am besten ist halt, wenn wir dann eine Liste fertig machen, was wir haben, damit wir sehen können, was wir abgeben können. Ich habe auch schon eine Idee, aber das erzähle ich morgen. Ich muss darüber nachdenken. Was machen wir für den Tag, Donnerstag, ne? Heute haben wir viel zu tun, ne, Jungs? Heute haben wir viel zu tun. Warum? Achso, wir müssen uns jetzt noch mit dem Knigger treffen, ne? Nein, der ist Penn. Morgens. Oh, ich hab euch das gesagt, ja, da kam alles dazwischen. Ja. Ja, dann lass nochmal drei Autos oben hinstellen in seine Villa. Wäre eigentlich mein Plan. Ja, machen wir gleich. Oder okay, also Leerräum für 1000. Also Verwaschstelle ist voll von mir, ne? Aber der Link ist jetzt kein Anwalt mehr, ne? Nein, ist kein Anwalt mehr. Perfekt, da muss ich keine 75.000 mehr bezahlen. Ich hab schon Angst. Ich hab dir noch eine Bombe gegeben, ne? Als weggelaufen ist. Wer? Ich hab dir noch mal einen gegen Hinterkopf gegeben. Eine Schelle. Mit dem Link. Gut.
Ach, apropos, das ist ein bisschen. Haben sie den Cross ja schon deaktiviert? Ist auch schwierig, wenn du drei Blocks weiter bist. Ja. Aber das Klatschen hat man gehört. Benutze deinen Grafikmann für die PS3, na klar, Bruder. Replux heißt der. Mit seiner Hohlbirne. Hast du Zeit, ist dringend und wichtig. Ich hab gesagt, ist dringend und wichtig. Mann, geht um die Sache mit Link. Was geht? Ach, ich hab verloren so. Junge, wer ist denn da? Was? Jufu. Was tut ihr denn jetzt so? Jufu, alles haust du. Curtis wird da, Giffy wieder da. Nee, Giffy war die ganze Zeit da. Ja. Eigentlich müssen wir behaupten, Curtis da, Beatty da. Giffy, wo ist eigentlich dein neues Auto? Hast du nicht einen Sterling jetzt? Nö. Vorher muss wieder auf den Hund geschossen werden. Ja, aufpassen, nicht so viel sagen gegen Beatty, sonst fühlt er sich ausgeschlossen. Lass dich schon. Du kleiner Wichser. Eine Dreckspussy. Erstmal gleich einen Schluck aus meiner Laura nehmen. Ey, der zieht sich nur ausgeschlossen. Warte. Halt meine Jacke hier. Halt meine Jacke, Curtis. Komm. Fick ihn. Oh. Ich trinke Saskia Wasser, der trinkt Laura Brola. Aus der Laura-Quelle? Aus der Laura-Quelle. Richtiger Jazz Balille. Bis einer weint. Oder einer ausgegrenzt wird. Aber ich muss echt sagen, einer zum Mitläufer wird. Sieht echt schick aus. Was denn? Der Sohn zur Garage. Ja, Vorhang, ne? Weg. Ja, aber nur noch da hinten. Dahin aber die Autos so passen nicht zu dem Park. Das auf keinen Fall. Das stimmt. Was ist mit der Villa? Ja, ich erreiche den Architekt nicht. Ja, wie gesagt, wir sind gerade schon dabei, dass wir ein Backup haben. Nö. Ja, aber ich will meine Villa. Ich will eigentlich auch die Curtis hat, aber wenn die halt wirklich gar nicht geht, dann müssen wir nach an. Also, ne? Nee. Doch. Gar nichts. Ihr habt Keiko 10 nie warum benutzt. Bagger? Lüge. Ja, das stand schon. Das ist die Rope. Und hat neue dieser Adder ist so hässlich, ne? Ja, der hier in Rot, ne? Verpiss, mach den weg, Alter. Das ist halt vom Fick-Crack. Fahr den ins Wasser. Wo ist der Fick-Crack überhaupt? Ja, aber das neue ist besser, mal so. Ewigkeit nicht mehr gesehen. Genau so wie der Jamar, ne? Und Luni, Abi, danke schön für die Wisdom Zeit. Und Freaky, Checks. Ich glaub, die sind oben im Wald, haben sie. Cello, sind Zelten oder so. Blexium, Savio, Eltimos, Springnick und anderen. In dem Hippie-Dorf da oben auf dem Berg. Das neue ist viel besser. Jetzt sind der nackte Verkauf, ich bin Gameboy. Die ist viel süßer. Was sind? Okay, John, Dings. Was? Ach, da. Tschüss, Mäsel. Erstmal wieder reinkommen in die Pirmes, Alter. Alles verpasst, die Kacke. Perfekt. Max ordnet die Autos. Sehr schön machst du das. Bisschen weiter links noch, bitte. Was guckst du so? Was willst du jetzt? Mach mal Jetpack. Wie ja, Jetpack? Achso. Ich gebe auch gleich direkt die neuen Emotes in Auftrag. Hey, der rechte muss bis weiter nach rechts. Zauberer. Ja. Der Dodge-Mode? Mashallah, sieht hübsch aus jetzt. Mashallah. Können wir nachher nochmal trinken klauen gehen? Wo willst du denn trinken klauen? Bei Codys? Da, oder? Ich stelle und dann renne ich weg, ohne zu bezahlen. Oha, das würdest du niemals tun. Doch. Aber was steht da vorne die ganze Zeit so daneben? Wer steht wo? Ja, guck von der Straße. Hier kann man lernen. Wer steht, was denn? Ja, mit Scarlett. Ja, der quatscht immer. Der ist ein liebebedürftiger Mensch. Ja, der hat halt Bock mit Frauen zu reden. John. V-Akbitubu.
Ja, und was ist davon noch so interessant? Hallo, das ist ein Mädchen. Ach so. Ja, dann kommen Sie mal bald hinter. Wir müssen dich, glaube ich, mal was sagen. Ja. Ja. Boah, irgendwie dann kämpfen die. Tag. Tag, Sam. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber ich glaube, wir sollten Scarlett nicht mehr so viel erzählen. Warum? Weil die sehr komisch ist. Warum? Weil die komische Sachen macht und mit komischen Leuten rumhängt. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ja, die hat so einen komischen Freund da. Und Dungeon meint auch schon so, dass die jetzt ein bisschen komisch geworden ist. Ja, der Shorty hängt jetzt irgendwie bei den Sisterfister mit drin, ne? Ja. Mhm. Und die hängt da auch irgendwie mit drin. Und der Dungeon meint auch, dass sie sich ganz komisch verhält, so seitdem jetzt die ganze Sache ist. Okay. Boah, ich deswegen hab noch meine Rubbellose. Am besten nicht mehr so viel sagen. Warte ganz kurz. Ja, da kann ja, ich bitte? Aber noch was gleich zu sagen. Welcher ist heute? Welcher ist heute? Geil, noch der 16. 16.? Also wie viel darf ich noch von meinen Rubbellosen, von meinen 24 haben? 8, ne? Was für Rubbellose? Ja, ich hab Rubbellose. Was für Rubbellose? Gekauft. Ja, Rubbellose. Wo? Ja, in meiner Tasche. Ach so, Dicker. Leider kein Gewinn. Nach Hause ist Lutscher. Scheiße. Wo rennen die hin, um sich zu prügeln? Das weiß ich nicht. Boah, Junge, ich rubbel jetzt so hart rein. Sag mal, Dicker, was soll dieses Emote gespammen? Ruhe. Die wollen Stress mit uns. Ich mach kein OOC Beef. Hab ich kein Bock. Soll eine MP kommen? Weiß ich nicht mal, Sahiro kann doch ich schuld sein. Muss den Chat fragen. Tschüss, Isabella. Viele Spieler, was? Oh, der Onkel hat verloren. Boah, ich dachte, der macht den Dings, Alter. Brauchst du einen Krankenbank? Ja. Dann ruf dir einen. Wichser. Warte, ich ruf. Brauchst du eine Pause? Ja. Oh. Pillbox geht nicht ran. Was mit der anderen Freckels? Die gehen ran. Ach so, JP, magst du Junkie Pack? Was meinst du denn mit zu viele Spieler? Meinst du unser Gekuschel mit den Yardis? Moin, Meister! Wir haben ja am Junkie Pack da Richtung so ein verlassenes Krankenhaus. Liegt hier jemand? Der hat sich geprügelt mit jemand anders. Können Sie einen vorbeischicken? Ja, es geht aber nicht ran. Furio, ich hab keine Ahnung, was deine Intention dahinter ist, so Emotes zu spammen, ne? Aber du weißt schon, dass das auf den Streamer, wenn du das machst, kein gutes Licht wirft. Wenn du hier hinkommst und einfach irgendwas spammst, so ohne Sinn und, ne? Ich meine ja nur. Man sollte sich darum kümmern, wenn man RP spielt, was sein Chat macht. Weil das gibt sonst Ärger. Und da kann Ärger geben. Kommt ihr? Perfekt, danke, danke, danke. Grüße, tschö. Haben Sie noch meine Jacke? Ach so, Perfekt, danke. Komm mit Tultebang? Ja. Was geht ab, Shipmaster?
Mir geht's gar nicht gut. Ja, da war heute wieder was los. Oh. Ja, mit dem Löwen. Eierbuff. Du wartest jetzt, bis der Krankenmann kommt. Ja, gleich. Aber. Brauch auch Behandlung. Mahlzeit. Was hat denn Reese dazu gesagt? Dünni. Wozu? Dass der Link da hingegangen ist. Zu denen und denen er erzählt hat. Ja, was meint Reese? Was ist Reese deine Meinung? Dem ist das scheißegal, solange wir die nicht snitchen. Boah, ich kann mich vor lauter Spaß nicht retten. Wann kommt er denn? Ja, wenn er kommt, dann, ne? Hat der Logan irgendwas gesagt wegen Koks? Okay. Also, ich sehe hier Na, ich hab einen wunderschönen Regenbogen. Jonathan? Ja? Hat er noch irgendwas gesagt wegen Koks oder so? Wer? Mit den Lügen. Boah, weiß ich gar nicht. Muss mal Philly fragen. Da kommt auf jeden Fall irgendwie sowas. Ihr bekommt nichts mehr. Kaufen wir überhaupt noch? Ganz, ganz selten. Hm. Geht der gut? Da bin ich mal gespannt, ob der Fang anruft. Dann sagt er, was war das gestern, du Fotze? Warum, ich habe doch nicht angefangen. Pauak, bitubu. Der hat doch im Verein geschrien. Cooler Mantel, wer hat dir den denn gezeigt? Bitti. Bitte Packer. Bitte Packer. Mahlzeit! Was hat der Onkel? Schwächeanfall. Bitte halt den verkloppt. Oh, oh. Hey, warte mal, hat der Logan nur irgendwas gesagt wegen Koks oder so? Zu mir nicht. Warum? Hat er gerade angerufen oder was? Aber ich frag mich jetzt, ob wir noch kaufen können da oder nicht. Ja, wenn, dann machen wir das halt über Yardies. Das ist auch nicht das Ding. Pass auf. Ich war gerade. Stell einfach nochmal eine kleine Menge. Wir waren gerade oben bei BOM, ne? Mhm. Und haben den gesteckt, was wir gerade mitgekriegt hatten, noch bevor wir da das Ding hatten mit Kiez, haben die ein bisschen darüber gelabert. Der Finn hatte da was mitgekriegt mit BOM und dass die den da umgefahren haben und so. Wer hat was? Wem umgefahren? Ja, der John vom Kiez, der hat irgendwie die BOM-Leute da oben im Norden irgendwann mal umgefahren. Und jetzt seid ihr hingegangen und habt gesagt, dass der Kiez das war? Ja, ja, und pass auf. Nein, das hat alles einen Sinn. Ach so. Der Typ von der BOM hat uns auch direkt angeboten, weil die jetzt auf der Pilzroute sind, statt die 28 Leute, also United. United gibt's ja nicht mehr. Der Deal mit denen geht dann direkt weiter da. Wir kriegen ja, wir die Pilze, wenn wir halt brauchen, umsonst. Ja. Was? Bruder, ich hab keine Ahnung, was für ein Deal? Ja, wir hatten einen Deal Pilz-Deal mit Ach so, United. Ach so, dass die uns Pilz verkaufen. Super, umsonst, Jungs, kostenlos. Ah, ja, okay. Und der AWO und BOM verkauft uns jetzt Pilze. Ja, umsonst. Genau. Weil die halt umsonst. Mit United sich zusammen so
Genau, wenn wir Pilze brauchen, rufen wir ein, zwei Tage vorher bei BOM an und die machen uns die fit. Jo. Ohne, dass wir dafür was zahlen. BOM voll nett geboren. Ja, ja. Passt die trotzdem, die Wikeser. Ey. Ja. Doch, ich hasse die. Ach, nein. Aber momentan halten nett sie ja bei uns die Füße still. So die waren vorher auch schon nett, du Idiot. Ja, waren es so. Nur, es gab nur Diskrepanzen. Egal, wir müssen los. Ja, Diskrepanzen. Wir müssen noch kurz, wir müssen noch kurz spazieren fahren. Ja, ich geh gleich pennen. Was? Gute Nacht. Nimmt er mich mit? Nein, nimm. Nee, leider nicht. Wir haben nur einen Dreisitzer. Der Hund. Nee, einen Hund haben wir ja nicht. Ja, der wird schon seine Informationen haben. Als ob der jemals zu mir kommen würde und mir das sagen würde, Alter, wenn der Meter machen würde. Bist du bescheuert, Alter? Hau ich dem in die Fresse, das macht hier keine. Ist da unten schön kalt? Hä? Wir machen uns Schneeengel. Das habe ich jetzt nicht verstanden mit BOM und überfahren. Ich auch nicht. Tut mir aber auch nicht, ich hasse die. Muss ja kein Problem mit denen sein. Ja, ich weiß. Geht doch immer nur ums Business. Guck jetzt nochmal die anderen an, Alter. Bis jetzt. Primata, danke für den Prime dritten. Beste Mann, weiß nie, was ich schauen soll. Wieso gibt es jetzt die United nicht mehr? Mach das nicht mehr. Irgendwie aufgelöst, wurde mir gerade da gesagt. Guck, Tai, Dexus, ein paar sind zu, weiß ich nicht, vorhin. Ich hab das auch nur gehört vorhin im Park. Was für. Junge, den rufe ich gleich an. Was quietscht denn da so aus deinem Mund? Hä? Hast du Zahnspange? Nee, Ratte. Ich hab eine Ratte in meinem Mund. Weil wir sind Ratten. Wir gehen immer auf die Bärlosen. Hier liegt schon wieder einer. Und was denken wir, wer wir sind? Außerdem, was fragt er das? Ich habe das nur vorher erklärt. Dass wir Vollidioten sind. Hab ich wirklich? Ja, aber regst dich ja nicht so drüber auf. Red doch. Nein, ich reg mich nicht auf. Ist doch einfach scheiß drauf. Ich frag mich halt nur. Ich will Sachen verstehen. Sowas versteht man aber nicht. Das ist halt eine Hure. Ey. Geboren. Dann komm eine Krankenbank, Alter. Ja, ich weiß nicht, ja. Ich kann ja nochmal anrufen. Oh, bitte, bitte. Mal von den Ort, Digga. Hab ein kleines Problem. Das triggert mich aus der Hölle, ne? Was denn? wenn er so redet. Bei dir weiß ich nicht, warum das mich nicht triggert, aber bei ihm. Ein kleines Problem. Weil da kommt ein Original rein. Sie mich bitte in Ruhe. Jonathan, geh doch. Hier ist er, wait out. Ich hau mich jetzt in den Butze. Was willst du? Ich geh jetzt rein. Ja, ich guck mir jetzt den Christmas-Tree an, ja, den Mila baut hat. All I want for Christmas is you. Gehen wir wieder im Krankenhaus dancen? Auf Hardstyle? Dancen mit der Gänse. Ja, tschüss. Dancen mit der Gänse, das ist ein gutes Lied. Das hab ich auch auf dem Handy. Gibt keine Spannung hier. Boah, jetzt mal echt, Alter, chat ich bitte euch. Also für die, die jetzt schreiben. Ich bin ja wiedergekommen und hab gesagt, ich hab aus meinen Fehlern gelernt. RP bleibt einfach RP. Der Hype Train ist abgeschlossen, danke. Kleiner Wichser, Alter. Ja, noch eine Mücke, oder? Wikeser, jetzt liegt meine Mütze dahin. Aber freut mich, dass der Rechner das aushält. Das heißt, wir können überbrücken, bis NASA 2.0 wieder da ist. Das ist gut. Gib es auch nicht. Was gib es nicht? Oh, oh, Steve, all good, man. Streamt der Johnny? Weiß ich gar nicht. Komm, wir streamen. Ist Dings noch online? Ne, Johnny ist nicht da.
Woher dieser Beat? Poak Pitubu. Wo ist denn der? Alter, Dexus ist da. Egal, ich schicke euch wieder zu Dexus, Mann. Wohin sonst? Keine Ahnung, wie ich es sonst machen soll. Weedlover, danke schön für den Resub im 9. An die Arbeit, danke für den Prime 13. Hype Train, bla bla bla. Unicorn Josh, danke für den Raid. Falmata, Fabias, Repork, Bulldwei, Obelix, alle anderen. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, trotzdem vielen Dank. Bitte nicht Auge machen, bitte. Hat alles funktioniert? Musste wieder in die Pyrmikis reinkommen, weil ich war ja 12 Wochen weg, aber ist nicht schlimm. Ich hoffe, trotzdem hat Spaß gemacht. Ich schicke euch zu Dexus mit den Raid Pommes. Macht da ein bisschen Kekuschliebe oder seid nett. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin morgen wieder. Ich überbrücke jetzt die Zeit einfach mit meinem PC. Bis Freitag hoffentlich der NASA wiederkommt. Okay. Tschüss. Gute Nacht und vielen Dank. Tschüss. 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 Zeigt mal Duplo, wenn ihr Tschüss hört. Tschüss. Ruhe, Danger Mike. Ruhe. Tschüss.